Okay, Mario 64 Randomizer existiert. Ich habe mal ein bisschen was davon im Stream gesehen, aber Seed. Stellen wir in Seed. Oh, der 6, geheime 9, Code. 3, oh. 5. Das geht nicht. 1. Das ist zu hoch. Oh nein! Das steht. Nee, das geht. Das du musst geht. Die unter Null der kann doch am Anfang stehen, oder nicht? Ja, so geht's. So geht's. Okay, machen wir so. Ist das jetzt der Seed? Moment, ich glaube. Yeah. Ja, ist das Seed. Okay, dann fangen wir mal an. Okay. Wo man Sterne und sowas findet, ist, wer jetzt kaum glauben, aber randomized und ich habe keine Ahnung. Es wird. Aber was noch? Ich weiß nicht, ich habe nicht so viel gesehen. Gesundheit. Gesundheit. Es tut mir leid, den konnte ich einfach nicht. Oh Gott, da kommen noch mehr. Warum? Warte mal, war der Toad da in der Münze? Nein. Der Toad war eine Münze. Kein großer Verlust an der Stelle. Alles gut, Johnny. Der Tote. Der Tote ist zwar tot, aber. Ich bin Rosa allergisch. Crossing the Rainbow. Verstehe. Oh. Okay, und das war das Video. Oh, okay. Here we are. Warte. Das müsste eine andere Loading Zone sein. Bobo-Pin! Ja, perfekt. Okay. Ja, da werden wir. Okay, und da ist der große Pop-Up da hinten. Bis jetzt, wir nehmen uns den Stern da drüben direkt mit. Oh, oder den. Und das war Nummer 1. Meinem gescheckten Stern schaut man nicht in die Nieren. So, ich würde aber gerne in eine andere Welt gehen als die, je nachdem, dass der Rainbow Ride ist. Ja, du kannst ja jetzt die anderen öffnen. Zumindest ja, hoffe ich das. Du hast den Stern ja schon. Das oh ja, das ist ungefähr so, was habe ich von den Randomizern bisher auch gesehen, deswegen habe ich keine Ahnung. Oh, warte mal, die Sterne sind da weg. 10 or more stars. Oh. Was soll das denn? Die Rutsche geht doch noch. Diese Schnuffis, ey. Das gibt's 14. doch nicht. Hey, Toad. Ich glaube, das haben sie gemacht, damit, weil man sowieso immer in die random Welten kommt. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, wir haben das Problem, dass wir einen Loop erzeugt haben. Aus Regenbogen zu Battlefield, von Battlefield zu Regenbogen. Ich weiß aber nicht, wie fair es ein Problem ist. So versuchen wir diesmal einfach nicht instant zu sterben. Das ist kein Problem, aber es ist wahrscheinlich anders als bei vielen anderen Seeds. Da hüpfst du erstmal durch 5 Level, ich bin woanders. Ist die Startposition immer random? Sieht so aus. Ich denke, wir sind uns einig. Ja. Oh Gott. Okay. Hey, da waren Münzen. Mittlerweile will ich nicht nur selber spielen, sondern ich sollte auch selber spielen. Ich hab darauf jetzt auch irgendwie Bock drauf. Wollen wir nach TikTok Clock? Ja, bitte. Ja? Ich hab gerade überlegt, ob ich TikTok Cock sagen soll. Warte, stopp. Geh nicht rein. Warte. 3 Uhr. Wir raten jetzt, welche Welt das ist. Ups. Das ist die Wasserwelt. Toll, toll. Beim nächsten Mal raten wir, welche Welt das ist. So, das machen wir hier am besten. Wir klettern einfach mal nach oben und sehen, was. Das schaffst du. Glaub an dich. Wir schauen einfach mal, wohin sich diese Situation entwickelt. Jungs. Oh, okay. Alles klar. Oh, warte mal, das ist der Stern aus dem Title, aus dem Mission Select Screen. Ist es der? Ja, weil da war eine 4 drüber und dann der Stern und das ist das ist ein 3D-Objekt in der eigenen Map. Die 4 ist, wenn du die vierte rote Münze einsammelst. Nein, 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 das ist die aus dem Mission Select. Nein, Schneewelt, die erste Schneewelt. Dünn. Oh, die Lava Land. Schwarz, du hast recht. Schwarz und dünn. Fuck. Ich hätte die Nachricht wahrscheinlich lesen sollen. Oh, den hast du es gegeben. Das soll sich besser nicht nochmal mit mir anlegen. Was ist da passiert? So, wo könnten wir überall... Ja, schaffst du, wenn es überhaupt... Nee, ich glaube nicht, dass die hier sind. Das hätte mich auch gewundert. Wir wollen auf jeden Fall versuchen, diese Boxen mitzunehmen. Also ich auch gerne Sterne. Das sind sogar 2. Oh. Das ist schon mal ein guter Anfang. Vielleicht solltest du in den Vulkan gehen und dann bist du random ganz woanders. Oh, oder du gehst dort. Nein, wir kennen Big Bully! Weck dich! Das würde mich so sehr interessieren. Oh, das ist der Stern, welcher. Nein, das ist nicht die Title-Screen-Sterne. Das ist nur, damit man sehen kann, welchen man gerade gesammelt hat. Wir sind halt gut unterwegs. Das Problem ist nur, ich muss jetzt dahinter kommen. Warte, damit man sehen kann, wie viel man gesammelt hat? Nein, welchen man gerade sammelt. Achso, die wievielte Nummer von der Welt. Ah. Ich weiß wirklich nicht, wo du gerade hingehst. Wo ist der Stern gespawnt? In der anderen Richtung, wo du hingehst. Da? Ja. Naja, ja. In der Richtung. Oh, da vorne, ich sehe ihn. Ja.
Das wird nicht klappen. Er wird sterben. Ich wusste sogar, dass... Ich hätte es fast vorher gesagt, dass du unter dem Teil getrappt sein wirst. Köpfen wir hier rein. Kommen sehen. Okay, das ist jetzt die giftgrüne... Oh, nein, TikTok-Clock. Oh, okay. Oh. Warum hast du so ein scheiß Glück? Was soll das die ganze Zeit? Was soll das? Du machst mich wütend. Irgendwann wirst du die ganzen Sterne nur haben, weil... Oh Mann. Gehen wir nochmal mal Liefel nach Liefel labern. Also nicht da, wo der, wo die Regenbogenraserei ist, sondern die andere. Yo, Toad. Hat der Toad einen Stern? Nein. Kannst du den BLJ? Ich weiß nicht, was das ist. Backwards Long Jump. Oh nein. Mit dem du dich die Treppe hochglitschen kannst. Nein, der ist tatsächlich einfach an der Treppe. Also das Jolly Roger Bay. Oh, ja. Das sollte einfach nur ein All-You-Can-Eat-Buffet werden. Nein, ist ein Stern. Oder? Yeah. Wenn wir das nächste Mal bei wenn wir das nächste Mal bei TikTok Clock rauskommen, solltest du es echt mal versuchen. Ich glaube, Fully und ich können es dir hier sehr leicht beibringen. Weil da wird nicht das Bowser-Level sein. Können wir machen. Stimmt. So, wir machen. Wow. Oh, und der nächste Stern. Oh, das war... So schnell war ich noch nie in Mario 64. Akrobatisch. Wir sind bei 6,5 Minuten. Der Randomizer macht bisher weniger Probleme, als dass er Vorteile bringt. Ja, ich ja! Meine, vielleicht sollte ich mal für 60 Randomizer-Runner werden. Oh, yes! Ich meine... Irgendeine random Münze ist ein Stern, sage ich hier. Ich glaube, der Stern ist irgendwo, wo man gar nicht hin kann. Shit. Ja, ich wusste es. Nein, ich kann nicht springen. Du kannst aber den Stern noch unter 10 Sekunden holen. Wenn du hättest nicht auf den Bauch rutschen dürfen. Ja, das habe ich auch. Weil macht so viel mehr Spaß. Moggy? Du hättest vielleicht nicht auf den Bauch rutschen sollen. Das habe ich Johnny jetzt gerade erkannt. Glaubst du, Moggy ist so ein Bauchschläfer? Nein. Er ist ein Bauchschläfer. Ich habe als Kind so gerne auf dem Bauch geschlafen, jetzt kann ich es nicht mehr. Ich würde es gerne machen. Seitenschläfer. Das tut weh. Ich schaff's einfach nicht. Mein Nacken ist dabei zu gedreht. Den Bauchschlafen stelle ich mir sehr unangenehm vor. Ja, ich auch. Ich weiß nicht, ich mach das gerne. Ich auch, aber ich kann's nicht mehr. Es tut weh. Lakito, weg! Ist schade. Glaubst du, der Lakito hat einen Stern? Ja. Moggy, mach dich nicht unglücklich. Warum? Es ist der Kameramann. Oh, du hast den Kameramann getötet. Kamera aus! Oh Gott. Das erklärt einiges, wenn der Kameramann tot ist. Lass mich das One-Up mitnehmen. Okay. Wo er ein 5 ab. Ich überleg grad, wo du jetzt, wenn es nicht random wieder Stern um die Ecke geht. Ich wollte den Long-Jump machen! So mach mal keinen Long-Jump, Morgi. Das ist mir aufgefallen. Erst sie drücken, dann A. Nein, auch so nicht. Also gehen wir da nochmal hoch. Nein, warte, ihr wolltet... Geh zum Bowser. Ich meine, jetzt wo du den nicht mal... Nein, man kann erst mit 70 Sternen hier rein. Etwas stärkeres Unterfangen. Wow. Die lassen einen erst mit 70 Sternen hier rein. Die wissen, was der übliche Spieler vorhat. Fuck. Ich auch noch aber TikTok ich dachte, Red das Bowser-Level ist sowieso nicht das Bowser-Level. Insofern finde ich es komisch, dass Nein, ich denke, so das ist randomized, damit man irgendwie auch zum Ende kommen kann. Ja, wir sind direkt hier oben. Oh, shit! Der Affe! Ich wette, dass du dir den Stern wieder direkt in den nächsten 30 Sekunden findest. Eins. Zwei. Mach mich nicht nervös, ich fall gleich runter. Oh ja, Gott. Oder du stirbst. Eins von beiden. Habe ich gesehen, wie wackelig ich entlang gelaufen bin. Du bist ziemlich wackelig unterwegs. Okay. Sei mal standfester. Wie ein Mann. Oh, mir geht die Zeit aus. Mir geht alles aus gerade. Ich muss... ich suche einfach die Rutsche. Gefunden. Die ist hier. Ach was? Ja. Sonne, Moggi. Mond und Rutsche. Sterne. Die Rutsche ist hier, Jungs. Ah, nee. Ich dachte gerade, der Stern war in der Rutsche drin, aber das... sah nur gerade komisch aus. Da sind Sterne am Himmel. Ob ich davon wohl mal einen mitnehmen kann? Ah, fuck, das bringt mich wahrscheinlich nicht mehr zu einem Stern. Tatsächlich, aber irgendwie macht sie nicht allzu oft. Macht man sie so selten. Ja. Oh. Sie hätten mehr Rutschen-Level machen sollen. Ich finde, das war eine gute Sache. Und weniger Rutschen-Rennen, die waren nämlich frustrierend. Die sind super.
Shit. Was vor allem, weil es diese bekommen. Vor allem, weil viele diese Rutsche gar nicht kennen. Du bist genau wieder in deiner Startposition. Ist die Frage, ob wenn du es nochmal machst, wieder in der Startposition bist oder ob das dann auch gerandomized ist. Weil. Ich denke mal nur die Anzahl deiner Sterne. Nee, gar nicht wahr. Keine Ahnung. Ja, weil wir sind ja schon einmal. Oh! Ich sehe dich. Ich sehe euch beide. Drei Stück! Was? Yo. Dieser Ort. Dieser Scale the Mountain. Ich wollte die 8 roten Münzen sammeln. Toll, wie naiv ich war. Rocky ist so ein Lacker. Dürfen wir direkt mal hier rein. Toll Mountain hat halt echt 4 Sterne, die irgendwo rumwarten. Ja. Oh, ich bin hier. Oh. Wo ist der Stern? Weil es gibt viele Welten. Du bist fast am Ende. Andere Richtung. Wobei, das ist wahrscheinlich scheißegal. Oh, da ist der Schalter, okay. Das heißt, andere Richtung ist Randomizer. Es ist scheißegal, ich vergesse es. Nein, weißt du was, an dem Punkt glaube ich einfach, Moggy hat das vorgespielt. Der lügt uns was vor. Der hat sich den Seed aus... Alter. Ja, der hat jetzt den Stern holen. Gelernt. Wusstest du ja, dass Sie man da hochkrabbeln kann? Wie eklig einer emporkrabbelt. Habt ihr das früher wirklich gemacht? Nein, ich hatte keine Ahnung, dass es möglich ist. Echt nicht? Du kannst aber auch A gedrückt halten und B spammen. Ja, das kann... Ja, dann geht da also was jetzt schief. Jetzt nicht mehr, aber... Lass mich einfach zu einer Plattform gehen. Dieses Hochkrabbeln funktioniert aber nur... Also nicht es funktioniert nicht so oft, wie man sich das wünschen würde. Ja. Ich habe das als Kind gemacht, weil ich die roten Münzen nicht einsammeln konnte in einer Rutschpartie und mir dachte, wie soll das gehen? Da oben würde ich glaube, deswegen habe ich es auch gemacht. Spawnen. Wobei ich dieses Spiel nicht als Kind gespielt habe. So, das Problem ist... Ich habe den DS-Teil gespielt. Johnny, du bist immer noch ein Kind. Nein! Ja. Ah, die Box. Du bist nah dran. Ich werde darin reifen. Warte mal, hier kriegst du sieh dir an, wie viel besser das ist. Der einzige Stern, den du hier bekommen kannst, ist doch eigentlich der rote Münzenstern, oder? Aber er muss ja nicht bei den roten Münzen sein. Fuck! Doch, ich glaube schon, tatsächlich. Ja, ich glaube, die roten Münzen sind halt randomized und die musst du einsammeln, wenn du den Stern spawnen willst. Dass in Toll Toll Mountain so viele Sterne rumliegen, liegt daran, dass es in der Welt tatsächlich so viele Sterne gibt, die irgendwo rumliegen. Das glaube ich, ja. Ich würde gern versuchen, die Box zu erwischen. Sieh was, wir lassen das. Okay, ich denke mal, da sind Münzen drin. Oh ja. Hier mal einfach weiter vor. Oder da sind. Hier solltest du übrigens auch kein Leben verlieren, wenn du runterfällst. Ist da nicht die Kappe drin? Nein. Kappe ist in blauen Blöcken. So nicht in random Blöcken. Vielleicht sind die gerandomized, weiß ich doch nicht. So random. Weiß ja gar nicht, was man davon halten soll. Das ist so random. Ich freue mich übrigens, wenn das Sunshine wie jemand, der gerade einen YouTube-Let's-Play-Kanal aufgemacht hat. Oh, oh. Oh, guck mal, wir sind mal wieder im Schloss. Fail. Was? Wir sind wieder im Schlossgarten. Hier gibt's keinen Stern, oder? Nein. Ja, lustigerweise ist dieser, aber wir können mal über parallele Universen reden. Wir leben in einem Universum, in dem Oli P. vor kurzem ein Lied hochgeladen hat, welches eine Coverversion von Heinz Rudolfs Kunzes Shit. Wie heißt das Lied? Oh nein, ernsthaft? Ja, wirklich. Vor ein paar Wochen kam das. Er hat ein Cover von Heinz Rudolf Kunze gemacht. Warum weißt du sowas? Oh überhaupt? Mann. Warum weil er ich der das größte Oli P-Fan unter der Sonne ist. Was zur Hölle? Ja, was ist los mit dir vor? Manchmal glaube ich, dass die Leute meine Playlist studieren und dann einfach diesbezüglich neue Lieder machen. Ich habe ja noch 0 Sterne. Oh, ja. Nett. Ja. Der Klößchenmann. Ey. Ja. Oli P. Einfach alle. Dieser Randomizer 6935 ist. Was gefährlich. Kommt als nächstes? Karl der Käfer 2? Ich meine, aktuell brennt der Regenwald. Da wurden so einige Käfer vertrieben. Das ist aber so ein Blödsinn, weil der Amazonas brennt jedes Jahr, eigentlich jeden Tag, immer, ständig. Ja. Das wird jetzt aus irgendeinem Grund so aufgebauscht. Oh. Ist nicht besonders viel oder so? Es ist vermutlich ein bisschen mehr als sonst, aber viele wussten ja nicht, dass der sonst auch immer brennt. Der brennt? Klar brennt, ja. Es regnet nicht immer. Oh, das ist der König. Da wird ständig Brand gestiftet, damit mal mehr Land für Felder entsteht. Oh. Es geht nichts über natürliche Rodung. Ich meine. Ups, Streichholz fallen gelassen. Jetzt müssen wir wohl Kaffee anbauen. Waldbrände sind nicht. Werf den Dicken um.
Waldbrände sind aber trotzdem nicht sehr unnatürlich, weil ohne Menschen würden sie auch nicht gelöscht. So frei die ich mir jetzt stelle ist, glaubt ihr, wir finden den letzten glitzernden Punkt noch irgendwo? Was macht die Münze da? Den glitzernden Punkt, den gibt's in Battlefield gar nicht. Doch klar, ich hatte drei Stück gesammelt. Die Münzen in den Ringen, die sind auch randomized Oh, es sind glitzernde Punkte. Ich nehme alles zurück. Mhm. Also die waren alle ungefähr auf einem Haufen, also, aber wo ist der letzte? Also ich meine, die Mechanik müsste dahinter genauso wie diese geheimen Punkte funktionieren. Ja, auf jeden Fall. Oh, da hinten. Safe. Ist auch dasselbe Soundeffekt. Dasselbe Soundeffekt. Dasselbe Soundeffekt. Du hast aber auch schon 7 Münzen. Shit. Kann auch gleich 6. die 100 holen. Da ist noch eine rote Münze. Ich suche halt den Glitzerpunkt. Ja, aber du kannst ja auch... Ja. Guck mal, das sind beide. Warte mal, hä? Sammel mal eine rote Münze ein. Okay. Versuch's mal bitte. Ich will das den Long Jump machen. Arbeit, Mogi. Nein, du willst den rückwärts machen. Es macht mich ein bisschen wütend, dass du einfach nicht den Sidejump machst. Ja, mich auch. Oh, ich hab mich gehört. Ich dachte, aus dem Grund Red ist schon 6, aber... Nein, das sind meine Sterne. Kämen wir König Bob-Bomb? Ich kann halt wirklich nicht zählen. Du kannst König Bob-Bomb einfach wegwerfen. In sein Hündchen. Werf ihn mal da runter. Das hat nicht geklappt. Na, das bekommen wir hin. Ich finde es interessant, dass er nach dem Werfen nicht sofort wieder hochspringt. Ich frag mich, ob wenn du ihn da jetzt runterwirfst, dass er jetzt auf den Berg hüpft. Das wäre witzig. Nein, zählt. Oh! 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 Er ist einfach nur da die Ecke hoch. Aber ja, das zählt nicht als hier hin, hoch. Ne? Nee, das zählt nicht als hin. Oh, oh. Das weigert er sich zu akzeptieren. Wupp. Das findet er nicht fair, Mann. Er will einen ehrenhaften Kampf. Den sollst du haben. Bist sowas wie Soldberg. Wupp. Das war. Oh, oh. Ich mag Soldberg. Geh weg. Soldberg war eine gute Sache. Glaubt ihr, er schmeckt gut? Ich bin mir sicher, dass das in einer Folge mal behandelt wurde. Ja. Oh, Alter, wie cinematisch das aussah. Der Stern flog förmlich auf mich zu. Warum ist der Randomizer eigentlich so unterhaltsam? Der ist wirklich super. Ja? Bisher macht's echt Spaß und ich weiß, dass viele damit komplett frustriert sind. Morgi spielt das durch, habe ich gehört. Ja, wir werden sehen, wie es laufen vielleicht wird. Vielleicht wurde der Randomizer schon ein bisschen verbessert, aber vielleicht haben wir auch einfach einen guten Seed erwischt. Das ist die Version 0.5.1. Der hat bei ihm was eingegeben. Ist eine gute... Ich glaube nicht, dass bei Version 0.5.1 noch irgendwas verbessert wird, ehrlich gesagt. Das ist eine gute Auslese, die wir heuer dieses Jahr erwischt haben. Hast du dir fast die Finger verbrannt? Das ist ein guter Samen. Das ist lustig, was wahr ist. So, ist hier irgendein Stern hier nach Bord? Könnte da ein Stern drin sein? Verzieh dich! Nicht krabbeln. Mario wirft sie so energisch weg. Hör auf, diesen Sprung zu machen! Ich trau mich hier aber keinen anderen zu machen. Du kannst einfach einen Doppelsprung machen. Da ist irgendwie einer drin und er fällt runter, oder? Oh nein, du hast es geschafft. Du bist ein Gott. Nein! Oh Gott. Morgi! Ja! Mit dem Barani, ich liebe es. Einfach komplette Panikattacke bekommen. Also ich war ganz ruhig. Ich weiß nicht ganz, was ihr getan habt, aber für mir war alles geschmeidig und gut. Ich bin ein bisschen gestorben. Bekommen. Ja. Shit! Komm schon. Du hast ihm bestimmt jetzt einen Schädeldeckenbruch verpasst. Das war wirklich schmerzhaft. Ja. Er hat sich bestimmt ein Stück von seiner Zunge abgebissen. Oh nein, Mario kann deswegen nicht reden. Er kann doch. Moment. Natürlich kann er reden. Sunshine sagt ja offen Salami, wenn er eine Welt betritt. Ja, und hier, wenn er einschläft, sagt er, Spaghetti. So, ich bleib dabei, dass diese Welt ein Selbstbedienungsbuffet ist. All you can eat. Ja, geh einfach diese los Welt, das und. Nehmen einfach mit, was wir so finden. Da sind zwei Schatztruhen. Warum sind da die Schatztruhen? Da sind Sterne drin. Das ist ein wahres Fest aus Seefrüchten. Sind die Schatztruhen richtig nummeriert? Ja, wahrscheinlich. Meeresfrüchte. Mir ist das Wort Meeresfrüchte gerade nicht eingefallen. Sonst wäre es wahrscheinlich etwas frustrierend, die Mission zu machen. Ja, die haben sich viel Gedanken gemacht. Es ist super. Wenn du in das Schiff reintauchst, bist du dann ganz woanders? Ah, ich denke nicht. Das war ja bei der Rutsche auch bei nicht so. Bei der Rutsche war es nicht so. Ja. Ich habe bisher übrigens alarmierend wenig Sterne gefunden. Wir brauchen nur noch zwei, dann können wir die Tür öffnen. Alarmierend wenig, sagt derjenige, der kaum was gemacht hat für 8 Sterne. In dieser Welt.
Er meint, dass wir noch nicht wirklich viele Sterne über den Weg gelaufen sind. Du musst dich aber, mach einfach einen Doppelsprung. So fick ist ein Doppelsprung. Was? So? Nein, spring und dann spring nochmal, wenn du landest. Genau. Oh, okay. Das ist jetzt nicht das, was ich Doppelsprung nennen würde. Nur mit der Kappe an der Stelle machen, aber Doppelsprung kannst du immer machen. Es ist kein Super Smash Bros. Doppelsprung, aber es ist schon irgendwie ein Doppelsprung. Geh da ins Aquarium. Yes, der Mann weiß, was gut ist. Schrei den Mann doch nicht so an, Johnny. Wet, dry, oh nein. Mein Mikro etwas weiter weg tun. Ich finde, ich habe nicht geschrien. Die Glitzerdinger, da sind direkt zwei. Jo, die werde ich sowas von mitnehmen. Wieso sind die im Spiel nicht so leicht zu erkennen? Das ist eine ausgezeichnete. Weil die in Objekten drin sind. Ja, die sind immer irgendwo drin, das ist voll scheiße. Ja, nicht die stärksten Missionen aus dem Spiel. Das Gute ist, wenn man es erstmal erkannt hat, dass es immer ein Theme gibt. Dann sind sie leicht zu finden. Hier zum Beispiel sind sie immer in Blöcken in dieser Welt. Yeah. Also nicht im Randomizer, aber sonst. Und bei Gulliver Gumba sind sie immer so vor so Höhlen. Okay, oder das Wasser wurde. Der Wasserspiegel ist auf jeden Fall gestiegen. Oh, da ist noch eins. Wie viel gibt es von denen? Diese Geheimnisse, das Einfachste, was wir hier machen. Ich nehm's zurück. Ich will nach den Geheimnissen noch schauen, wenn ich jetzt schon drei Stück davon habe. Ehrlich gesagt, ja. Ja. Warte mal, sechs gab's immer. Ne, fünf. Oder? Den können wir uns für später aufbewahren. Ja, es sind fünf. Knabe, wirf mich nach oben. Danke. Das hat gut funktioniert. Es ist tatsächlich nicht so leicht, hier hochzukommen, wenn die Gegner nicht an dem richtigen Punkt sind. Ich glaube, doch, klar. An der Stelle kannst du deswegen hochspringen, oder nicht? Ja, deswegen sind sie die Plattform. Ja. Glitzer! Oh, er ist da! Oh, ach, das ist der ihn hochwirft. Du kannst dich sogar hochwerfen lassen. Perfekt. Oh. Schade. Das wäre wirklich gut gewesen. Das Problem ist, du solltest dich heilen. Nein, nein, komm rüber, Aufziehbengel. Nein, wisst ihr was? Ich hab Angst. Aufziehbengel. Aufziehbengel. Ich werde die Dinger übrigens als Kind ein bisschen da hoch machen. Beängstigen. Nee, wisst ihr, was beängstigend war in Mario 64? Der Fisch in, war das Gullivers Gumba? Ja, mit der Sonnenbrille. Ja, der dich auffressen kann. Der hat einfach eine Sonnenbrille. Der kann dich auffressen! Am Stück! Oh, Glitzer. Ja, der ist wie Mario Bros. 3. Das ist das Letzte. Nein, oh Gott, geh weg. Der nimmt den ganzen Block gleich mit. Stern dabei. Oh, und da ist der Stern, sehr schön. Den habe ich mir sowas von verdient. Netter Spawnpunkt tatsächlich. Und für die Zukunft haben wir dann direkt noch zwei Easy-Sterne hier in der Gegend. Können wir uns merken. Wisst ihr, wo wir Easy-Sterne haben? Wo? Über. Oh ja. Voll Mountain. Dafür muss ich sogar hier reinspringen, wie es der Zufall so will. Fliegenpilz-Fiasko. Oh shit, du kannst jetzt im Foyer Nein, warte. In die erste Tür rein. Shit. Nee, Tic-Tac-Trauma ist. Ich nehme den da vorne mit. Warte, in den Vulkan! Warte mal, warum ist da der Stern? Ist das der, den du gespawnt hast? Ist der geblieben einfach? Nein, ich glaube, der ist woanders gespawnt. Nein, der war da, oder? Davon bin ich auch rausgegangen, aber. Oh, komm schon, da oben muss doch. Da, oh, da! Perfekt! Da. Moggy. Moggy. Was denn? Oh, da ist noch einer. Da ist noch einer! Was denn? Was denn? Ich hab's versucht, okay? Sag dir, du hast heute Abend frei, Kumpel, noch was? Du hättest auch in die Wobi-Waba-Wüste gehen können. In die Wobi-Waba-Wüste? Das ist der deutsche Titel. Ach komm schon. Wie viele Sterne sind hier eigentlich? Ich werde mir nicht beschweren. Trauma. Hier liegen da auch einfach überall rum. Ja, das stimmt. Die liegen wirklich alle überall rum. Wisst ihr was, wenn das so weitergeht, können wir das halt echt durchspielen. Ich meine, bisher sieht es noch ziemlich gut aus damit. Ja, das. Ich meine, in Tic-Tac-Trauma, da geht es echt nur darum, immer höher zu klettern und dann ist da irgendwo ein random Stern. Wenn wir Glück haben, sind sie also auch einfach sehr leicht zugänglich. So, was war das für eine Welt, Jolly Roger Bay? Dann würde ich sagen, oh, da ist die 2. Guck mal, ob du zwei öffnen kannst. Mach mal auf. Kann ich nicht. Teste mal. Oh, ihr wollt, dass ich mir wehtue. Seid zufrieden? Und ich wollte, dass du dir wehtust. Nee, ich wollte tatsächlich ausprobieren, ob der das vielleicht speichert. So. Tatsächlich ist das gar keine so buffetartige Welt wie die paar anderen, die wir jetzt gesehen haben. Das ist mir aufgefallen. Wollen wir nach den Kisten schauen? Oh, das Schiff ist gar nicht mehr da. Doch. Doch. Du könntest ins Schiff gehen. Ja, gehen wir ins Schiff. Ins Schief. Aber der Aal. Okay, wie machen wir das am besten? Muss Morgi kurz auftauchen. So, und dann auftauchen und dann haut er auch ab, oder? Ja.
Man muss nicht mal auftauchen, ich glaube so ab hier. Ab aber hier ist trau mir weg. Nicht, tauch lieber auf. Zu spät! Ja, ist natürlich schon weg. Ich bin so froh, dass ich mich nicht geirrt habe. Übrigens ist das Paket, was Morgi mir geschickt hat, gerade wahrscheinlich angekommen. Oh shit. Soll ich mal kurz schauen gehen und ihr macht hier weiter? Ja. Ihr Süßen. Computer. Oh, ich geh mal kurz Luft holen. Lasst euch nicht stören, ihr Süßen. Eventuell werde ich hier kleine sterben. Mowglis. Ich frage mich gerade, kann tatsächlich da drin so, ja doch, ein bisschen Luft kann unter Wasser dort sein, aber dann ist der Sauerstoff wahrscheinlich schnell weg, oder? Tatsächlich, habe ich vor kurzem Video darüber gesehen, wie Ratten aus Toiletten aufsteigen können. Und die haben auch so eine Ecke voll Luft, bei der sie dann kurze Pause machen und Luft holen tatsächlich. Oh mein Gott, was? Das ist scheiße beängstigend. Was? Ich weiß nicht, ob das zwangsweise eine Sache ist, die in Deutschland passieren kann. Nein, wahrscheinlich nicht. Bestimmt in. Sagen wir einfach, es kann nicht passieren. Damit fühlen wir uns alle besser, habe ich das Gefühl. Ich kann nachts nicht mehr schlafen. Ja, Österreicher dagegen. Oder ich besser einen zweiten Deckel. Deswegen schließt man ab heute den Deckel ab. Können wir die Blöcke hier unter Wasser aktivieren? Nicht, oder? Ich weiß es nein. Nicht. Nee. Warte einfach, bis das Wasser weg ist. Du musst ja nicht mal nach da oben. Ich schwimme gern nach da oben. Früher hatte ich nämlich große Probleme. Inzwischen schaffe ich es bis ganz nach oben. Ich hatte früher unglaubliche Probleme. Ich bin immer überall rumgerutscht. Ja. Das ist ja, wie man die Mission wirklich machen muss. Über den Balken springen und sowas. Ich habe meinem Vater schon gesagt, ja, dass in dem Paket ein kleiner Computer drin ist. Und er so, ja. Ich so, nein, wirklich, da ist ein Computer drin. Er so, ein Laptop oder was? Nein, ein kleiner Computer. Mini-PC, Vater. Eine Festplatte? Hat er gesagt. Das Konzept ist wirklich nicht verbreitet, Mogi. Ich weiß, ich habe auch nie, ich werde mir auch kein zulegen mehr. Du kannst es mir nicht übel nehmen. Oh, und das war der nächste Stern. Ja, war ziemlich erfolgreich. So, wenn ich mir jetzt noch gemerkt hätte, wo welche Welt ist, wäre es auch sehr hilfreich. Gehen wir nochmal nach Wet Dry World. Was, Sifa Lava Land? Oh, ich kann es mir wirklich nicht. Was? Das war es nicht. Du solltest öfter in TikTok-Trauma zurückgehen. Schmeiß den Bulli um! Da warten noch weg mit dir, Klopskerl! Er hat sich gerecht. Oh oh. Er hat den hast sich du schon. Gerecht. So viel dazu. Den hattest du übrigens auch schon getötet. Oh, wir können in die Dingenswelt gehen. Ja, in die Wobi-Wabam-Kiste. Okay, ich sag, das ist Dire Dogs. Oh! Bowser! Das gefällt mir. Die Gumbas der erste da. Bowser. Okay. Du hast zwar gesagt, wir machen nicht besonders viel Fortschritt, aber jetzt sind wir schon im ersten Bowser. Das ist kein Fortschritt für dich? Hä? Ist das ein Witz für dich? Ja, das ist kein Fortschritt. Fickt euch doch! Doch, also, du schau mal, weißt du überhaupt, was Fortschritt ist? Oh ja, der Schlüssel. Das ist eigentlich nichts anderes als Fortschritt. Das Fortschritt bedeutet als die Schlüssel. Ja, ja. Doch, Sterne. Vielleicht ja, aber Sunshine. Die brauchst du nicht zwangsläufig, du brauchst nur die Schlüssel. Ich habe übrigens nicht vor, die roten Münzen mitzunehmen. Nein, du brauchst 70 Sterne, sonst kommst du die Treppe nicht hoch. Ja, aber in regulär. Jedem Speedrun brauchst du einen Schlüssel. Ja, regulär, Johnny. Das ist ja kein regulärer Speedrun. Aber ich habe nicht von regulär geredet. Das ist 120 Sterne. Ich kann mir aufstellen und dann genervt sein, wenn ich sie nicht beachte. Johnny! Grundmützen sind sogar... Oh! Nein, Moggy! Er hat sich mit dem Jumpkick gerettet. Das war ein guter Save. Ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Er hat tatsächlich mal was richtig gemacht. Mach hier einen Wandsprung, das geht gut. Oh mein Gott. Jetzt gehe ich zu Fuß. Treppe für Stufe für Stufe. Okay. Und dann zeige ich euch mal, wie man Bowser bekämpft. Ich hoffe, ihr seid das bereit bestimmt, dafür. Das bestimmt Gulliver Gumba. Nein. Nee, ich glaube, diese Orte sind tatsächlich immer gleich. Wenn du den Bowser nicht schaffst übrigens, musst du in ewiger Schande leben. Das ist dir bewusst, oder? Den schafft er. Er muss ihn nur einmal werfen. Er schafft's nicht. Natürlich schafft er es. Guck ihn dir an. Er macht es wie ein Experte. Er hat sich gemerkt, in welche Richtung. Passt. Okay. Und er macht es sogar auf die Safe. Er macht das besser, als ich gedacht habe. Die Safe Strat. Ja, was denkt ihr, ich will verlieren und ewiger Schande leben, oder was? Stell dich in den Bowser, verdammt nochmal! Ich hab Angst, dass ich Schaden nehme dadurch. Also deswegen habe ich mich nicht getraut. Nein. Wenn er auf dem Rücken liegt, hat er keine Kollision mehr. Oh yes, jetzt können wir endlich in den Keller. Moment.
Wir können wirklich in den Keller. Ja, wir können generell mal andrehen. Wir können hier mal rein. Wir sind gerade im Keller hier reingekommen. Aber jetzt können wir regulär da rein. Snowman's Island. Oh, nice Island. Das gefällt mir nicht. Oh. Oh. Okay. Ich meine, das ist ein Spawn. Nein, der Gegner ist nicht hier. Man kommt da nicht rüber. Eins der besten Geräusche in der Videospielgeschichte, wenn Mario auf den Gegner hüpft. Ja. Oh, wir könnten den Bulli killen. Oh, mach den Eisbulli weg. Und zwar, indem du da raufspringst und dann ihn wegrutschst. Einfach kommt mit B in ihn rein. Ich weiß genau, was du meinst. Ja. Ja. Oh, yes. Das habe ich tatsächlich zufällig als Kind tatsächlich hinbekommen. Oh, was? Hilfe. Das ist ja random. Das Vorsicht, hat Leute. Mori ungemein aufgehalten. Fully ist gut unterwegs. Oh, oh. Wie kannst du im Eis stecken bleiben? Das passiert im echten Spiel auch. Weil das hier ist das Fake. Ist das falsche Spiel, Fernsehen. Oder was? Jetzt komm nicht auf die Tour. Sammel nicht den ein. Den einsammeln. Nicht die 3. Die 2 war es. Ich weiß nicht, welche Nummer das war. Oh, cool, als ob das nicht randomized ist. Lassen. Hör auf, du stirbst! Ich hol Leben. Warte, wo ist der Stern? Hier oben, glaube ich. Rechts oben. Da, ja, da steht fast weiter, noch ein Stück. Oh, da! Da. Krabbel hoch! Okay. Mario, krabbeln. Ich glaube, mit Krabbeln kannst du ihn nicht einsammeln. Oh. Mach einfach einen Dreisprung. Oder das. Shit! Das, mach einen Dreisprung. Wird ein langer Tag. Oder such dir einen Koopa. Sollte es hier in irgendeiner Box geben. Hier ist eine Koopa-Panzer. Da ist eine gelbe Box. Nein, Gott, ich springe. Ich weiß was, du gehst da genauso hoch wie eben. Mit dem Springern? Bis nach oben, drehst dich dann um, sodass Mario gerade ausrutscht und springst. Okay. Oh, yeah. Shit. Nee. Irgendwie kann man sich vermutlich umdrehen, aber du kannst doch einfach die gelbe Box da hinten öffnen. Kann ich nicht so einen Gegner rüberlocken? Könntest du auch die gelbe Box da drüben einmal kurz öffnen? Ja, schauen wir, ob da ein Panzer ist. Oh, die ist ziemlich hoch. Yes! Ja? So, weil jetzt ich wüsste nicht, welche gelbe Box es hier sonst noch gibt. Stimmt. Yes! Das war grundsolide Arbeit. Das war wirklich solide Arbeit. Fortschritt! Oh, wir sind hier. In DS-Teil kann man hier Luigi freischalten. In dem Teil auch. Im DS-Teil kann man hier ich verrate nicht wie. In den Spiegel reingehen. Alice real? Wirklich? Ja. Yeah. Oh. Das sollte einfach das werden. Das ist entspannt, glaube ich. Das sollte, nicht so einfach wie im Original, witzig aber werden. Dennoch. Die sind wahrscheinlich irgendwo auf einem Haufen. Sie sind definitiv irgendwo. Ich mag diese riesigen Panoramafenster hier. Ja. Ich habe gesagt, sie sind irgendwo auf einem Haufen. Ich habe gesagt, sie sind irgendwo. Ich meine, das macht sie jetzt nicht, das macht sie jetzt nicht schwerer oder anstrengender. Die Fische schwimmen vor dir weg. Erinnere dich noch, als Call of Duty Ghosts rauskam. Ich wollte das gerade sagen. Man muss fairerweise sagen, es ist nicht ein schlechtes Feature, wenn die Fische vor einem wegschwimmen. So, nichts Besonderes. Eng auf, wenn Mario hier lang schwimmt, das ist alles ziemlich clever. Was ist das mit war einfacher als die echte Mission. Nein, die echte ist einfacher. Ich glaube, das ging schneller, weil du nicht so zweimal komplett im Kreis schwimmen musst. Ja. Ja. Aber ich muss mich etwas orientieren. Oh nein. Wenn einem musst du einfach nur die Ecken ansteuern. Öffnen. Unter Wasser. Und das brennt. Oh mein Gott, es gibt nichts Schlimmeres als Augen unter Wasser öffnen. Aber eigentlich hat das nur mit Chlorwasser zu tun. Glaube ich. Ich glaube, im normalen Wasser ist das ganz okay. Ja, ich trau mich trotzdem nicht. Ich mach's öfter. Okay, wollen wir es ja versuchen. Oh, wie soll ich das hinbekommen? Unter 20 Sekunden kannst du. Oh. Stimmt. Das gibt's ja auch. Aber der spawnt dann wahrscheinlich. Das will ich sehen, wo der spawnt. Soll ich versuchen, die Box zu erwischen? Das Schild in der Mitte. So, hier ist ein Schild, was niemand lesen will. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich glaube, du musst aber jetzt irgendwie erwischen. Oh. Yes. Yes. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er hat's geschafft. Unter 20 Sekunden. Ich sag's euch, die Jump Kicks.
Alter, retten mit dem Morgi Tag. Hat nicht nur unter 20 Sekunden die Strecke abgeschlossen, sondern 120 Sekunden den Stern eingesammelt. Ah, Johnny und seine Strecken. Das ist eine Strecke. Das ist wahr. Rutschbahn. Eine Rutschbahn. Das ist eine Rutschstrecke und keine Strecke. Rutschbahn. Oh, zweiter Boss. Okay. Oh mein Gott, wir können wirklich das Spiel durchspielen. Aber das war kein Beispiel dafür, dass ich das Wort Stage vergessen habe, weil ich wollte zu der Rutschbahn nicht Stage sagen. Wo sind wir in einem Drama? Ist keine Bühne. Ihr könnt mich mal. Oh. Aus dem Big Bully. Ich hab keine Zeit für dich. Den hast du ziemlich weggehauen. Hier ist irgendwo ein Herz. So, das sollte. Na, hier ist eins im Original. Ich denke mal, nein! Dass das auch nicht mehr hier ist. Sowas, diesen Move habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ich auch nicht. Das ist einfach just ein Moggy Move. Geh einfach zum Bowser. Nein, ich brauche Leben. Okay. Oh, da ist ein Stern drin. Nein! Nein! Oh, ist das schon mal jemand runtergefallen außer mir? Ich drehe mal auf dieser Brücke um. Alter, Dire Dogs. Nächste Welt. Oh nein, Hazy Maze Cave. Oh. So langsam komme ich mir vor. Oh! Als ob! Ich werde mich nicht, wenn der letzte sich darüber beschweren wird. Als würden wir einfach nur ständig herumgeschleudert werden. Ist es der luckiest Seed, der existiert? Nein, ich glaube denke tatsächlich. Nicht. Doch, ich schon. Ich glaube, jeder Run. Ich glaube, jeder Run ist ein bisschen so, oder? Der Toad ist weg. Ich wollte gerade sagen, hier müsste doch irgendwo noch ein Toad sein. Ein Toad glaubst du, er ist tot? Toad ist tot. Ja. Er ist tot. Ah, so ist das für eine Welt. Geworden. Big Boo's Haunt. Ja, das ist jetzt unvorteilhaft. Das ist der Boss? Nein, das ist dieses Auge. Ja, das ist. Es gibt einen Augenboss, das ist ein großes Auge und das ist das große Auge. Ach, das jemand ist hat gerade irgendwas so drin im Karussell, oder? Nein, das ist nicht im Karussell, das ist warte ganz mal, wo oben. Ist das? Ganz oben. Wo ganz oben? Kann ich das eigentlich machen? Entweder kannst du zu Big Boo auf dem Balkon gehen oder ach, du holst dir diese Cap und dann gehst du durch die Wand und dann ist stimmt. Dieses riesige Auge da. Und es gibt das ja ist aber irgendwie, Stern. Ich weiß nicht, ob das ein Boss ist. Das ist doch kein Boss. Das Auge gibt es auch in Liefel Lavaland. Na, in der Tatsache, so dass du ihn besiegst und der dir dann einen Stern gibt, würde ich ihn schon als Boss klassifizieren. Man kommt Stern für den? Ich wusste nicht, dass man einen Stern bekommt, aber es ist halt auch ein riesiger Gegner, Mori, und kein normaler. Ja. Ja, aber die geben normalerweise dann 5 Münzen. Oh, hier sind die Buhus. Nein, der gibt einen Stern. Nein, die kill? Normalen Augen geben schon 5 Münzen. Das sind die für das Karussell unten. Alter, wie einfach. Wieso, das ist ein normales Auge, das ist viel kleiner. Das andere Auge eben hatte gar keine Pupille, hätten wir es besiegen können? Schwer zu sagen. Diese Sterne sind immer so. Die sollten wir uns echt aufbewahren eigentlich. Ich würde auf jeden Fall jetzt. Wenn man so drei Geister hat. Oder der Flügel! Hallo! Oh mein Gott, das ist so ästhetisch! Er ist so sauer! Runter von meinem Rasen! Ich kann die blaue Box mitnehmen. Oh ja, ich hätte nur einen Schalter aktiviert. Es fehlt auf jeden Fall noch ein, zwei Buhus. Der Flügel bewacht dieses Haus. Oh, da sind ein, zwei Buhus. Oh, da ist King Buu. Geh in die Tür. King Buu sollte den Stern spawnen. Ich find's ziemlich super, dass wir gleich im Schlossgarten sein werden. Doch, komm schon. Können, was da ist. Yeah. Glaubst du, sind die Buhs noch? Ja, schwer zu sagen. Ah, das shit. Oh, klar. Der hat einen regulär gespawnt. Nee, nicht ganz, aber ja, fast. Doch. Hier mal nach oben. Der ist ganz oben auf dem Dach. Aber auf so einer schrägen. Nein. Doch. Hab ich gesehen. Das sah ziemlich schräg aus. Achso, das war auf einer schräge. Okay. Hol dir den! Yes! Da hab ich mich verguckt. Johnny, du meinst, ich soll das machen? Mir. Ich liebe es, dass das funktioniert. Alles geht auf. Wisst ihr, was cool war? Sinn. In der niedrigen Auflösung sah das manche immer so Leute aus. Kommen durch die normale Tür, aber wir. Ja. Sah das immer so aus, als ob das nur so ein paar Pixel waren, die Mario dann ist. Einsamer Stuhl. Glaubt ihr, jemand setzt sich dorthin, um einfach nachzudenken? Ich setze mich da manchmal hin, um nachzudenken, also ja. Okay, dass die Treppen da sind, bedeutet, dass das wirklich angepasst wurde, der Randomizer. Wo muss ich hin, um zu dem Dach zu kommen?
Hier in die ganz linke? Die rechte. Nein. Nee, die ganz rechte. Oder? Doch, es müsste die ganz rechte. Oh, da war ein Stern. Die? Ich glaube, die daneben. Oh, ah, doch, nee, hier. Ja, genau, da musst du da hochspringen. Oh, oh. Es fehlen nicht mehr viele Geister, du hast sie alle. Soll ich jetzt runter zum Karussell gehen? Warte mal, was passiert noch? Nein, nicht im Karussell, einfach im Foyer der Villa ist dann der Geist. Genau. So die Frage, ob er jetzt. Oh, irgendwo muss jetzt ein großer Buhu gespawnt sein, meint ihr? Ja, unten. Ich habe ihn gehört. Oder? Oh. Dann machen wir den direkt mal, wenn wir schon mal hier sind. Du hast zweimal Big Buu gekillt in einem Lauf, ey. Wohl eher Medium. Ich meine, es ist nicht so, als könnte man das nicht jedes Mal machen, aber. Das ist ein schöner Spawnpunkt für den Stern. Ist ein cooler Ort. Sehr, er hat den ersten Stern gemacht. Oh, da geht's raus. Jetzt wird der Weg mal hinter dem Schild. Das Schild wollte ich aufhalten. Yes! Aber. Na. Alter, du wirst immer besser. Unser Stern-Count ist egal. Einfach mit dem Randomizer, man kann einfach gar nicht anders als. So langsam fließt das Movement durch seine Adern. Ja. Yeah. Das ist sehr unterhaltsam. Wo ist mein Level? Nicht hier. An der anderen Seite. Wo ist mein Level? Da, bei dem Großen. Oh, Gott, warum sind die so viele? Die sind doch noch so aggressiv gerade. Ich hab viele umgebracht. Das ist ganz normal. Nein. Echt nicht? Nein. Oh, das wird nicht gut ausgehen. Extra Level. Okay, die Kanone ist nicht frei und ich habe die Flugmütze noch nicht. Wenn du hier gleich rausfliegst, ob mit Stern oder ohne, dann geh mal ein Tic-Tac-Trauma. Wir gönnen uns ein paar Free Mushrooms aus dem Aber du landest im Garten. Du landest. Nein. Oh. Normalerweise landest du im Garten. So, wo soll ich hingehen? Ja, normalerweise landet man wirklich im Garten, oder? Nein, bei dem Teil landet man, man landet immer in dem Level, wo man reingegangen ist. Nein, man landet auch in dem Spiel ganz unten im Garten, wenn man da verliert hat, das Randomizer. Ach, also spielt das sowieso keine Rolle alles. Ja, ich verstehe die Regeln des Randomizers, was das angeht, nicht ganz. Geh ins Tic-Tac-Trauma. Die Loading-Zone haben sie geändert. Ah, Tic-Tac-Trauma. Da sind ein paar schöne. Kannst du eigentlich durch die Tür gehen oder brauchst du 50 Sterne, um hier rauszukommen? Keine Ahnung. Da gibt's ein bisschen Freibier am Fuße des Berges. Yes! Freibier! Kann ich das nochmal versuchen? Ich glaube nicht, ich glaube die Tür. Oh shit, was hat das nochmal mit dem Bild hier auf sich? Das war ein Beta-Bild, aber ich weiß nicht für was. Ja. Es ist auch im echten Spiel, aber davon. Kann man halt nicht rein. Ja, ich weiß, aber dass das. Aber es war in der Beta war es ein Level, was du betreten konntest. Oh, 14 mehr Sterne. 14 oder mehr? 14 mehr, also. Ach, 14 mehr. 32 oder so. Nee, ich kann keinen Mathe. Verstehe das nicht. Okay, groß oder klein? Sind das drei richtige Antwort. Welten? Ich bin klein. Zwei. Cool, cool Mountain. Yay! Das ist eine gute Welt. Cool, cool Mountain ist halt eine der coolsten Welten. Ja, das stimmt. Ich mag die echt mit am liebsten. Was willst du mir sagen, Pfeil? Bring, kill yourself! Oh mein Gott, es wäre so witzig, wenn der Pinguin hier unten der echte ist. Hier ist kein Pinguin unten. Oh, da oben. Nein, da oben. Also, irgendwo in der Nähe halt. Ich weiß doch nicht, wo der ist. Als Kind habe ich nicht verstanden, warum dort oben ein Pinguin war, also direkt hier in der Nähe. Oh, da ist der Pinguin wirklich da, auf dem Haus. Na shit, warte, das war nicht der Warp-Punkt, oder? Nee, das war an der Brücke. Ich war mir gerade unsicher, da landet man, wenn man sich runterwarpt oder so. Ja, da landet man. Hier ist der Warp-Punkt. Wir werden die roten Münzen nicht sammeln. Spitze. Das war ziemlich knapp. Tschüss. Tschüss. Nicht nett. Ist ein bisschen rude, würde ich schon sagen. Ich will auf jeden Fall die Box mitnehmen. Denn in einer Box müsste sich ein Stern befinden. Nein. Sicher? Gab's einen in. Nee, in Cuckoo Mountain gab's keinen in der Box. Ich erinnere mich an keinen. Ich weiß nur, dass der Wall Kicks Will Work Stern irgendwo rumlungern könnte. Ja, stimmt. Oh. Renn mal hier runter, ich will dir das mal zeigen. Das ist aus meinem Video. Was? Nein, nicht da. Oh Achso, Gott, ja, das sag ich. Meinst du hier einfach? Ja. Ohne was zu drücken? Ohne zu springen. Nice. Das hat uns nicht weitergebracht, aber. Geh mal auf das Haus. Gott, die Schneemänner. Ich glaube, der Schneemann möchte irgendwas in dieser Ecke suchen. Ich will mich hier verstecken. Ich hab Angst. Schade, ich wollte nur gucken, ob der Pinguin ist. Ich will rutschen. Okay. Ja!
Ich meine, wir irgendwo wollen schon länger nicht mehr rutschen. Was wenn der Stern. Oh ja, ich wollte vorhin hier hoch, dann wurde ich runtergekriegt. Ich erinnere mich. Da bin ich gerade. Warum bin ich? Was habe ich vorhin oben gemacht? Der Schneemann ist gar nicht da. Hier ist halt wirklich wenig zu sehen. Oh. Da ist der Stern. Okay. Hi, Schild. Fried. Die Münzen überall. Shortcut oder nicht Shortcut? Shortcut ist die richtige Antwort. Ich war so fasziniert als Kind, als ich den alleine gefunden habe. Ich dachte, oh mein Gott, den habe ich ganz allein gefunden. Ja, so geht's allen. Hat mich belohnt. Und als ich älter wurde, habe ich gemerkt, oh, warte mal, ich, Game Design, die Münzen führen dort direkt in die Wand. Okay, nochmal hoch. Ja, halt du gehst jetzt nochmal hoch. Offensichtlich. Oh, ich nehme den Fahrstuhl, okay. Du gehst immer gefährlich weit nach vorne. Das stimmt nicht. Das stimmt. Du bist so einer, der Höhlings, den mir triggert. So, was ist aber in dieser Welt? Solche Leute kenne ich. Die Wurms Wuchtwall. Oh ja, den hatten wir auch noch nicht. Ich war vor kurzem in den Bergen. Oh nein, zweiter Bau. Und bin an relativ steilen Hängen entlang gewandert. Da wurde meine Höhenangst auch ein bisschen getriggert. Das kann gruselig sein. Verkacke es bitte diesmal nicht, Moggy, ja? Du schaffst das, ich glaube nicht. Du musst einfach nur da lang, okay? Hui. Oh nein, er hat's verkackt! Idiot. Okay. Bowser. So wir sehen haben unseren uns ersten also Schlüssel noch gar nicht gebraucht. Warte mal, kannst du den Bowser, Moggy? Weißt du, wie der geht? Mein Gott, Fully, was hast du eigentlich jedes Mal? Ich mach doch nur Spaß, ey. Aber warum falsche Richtung. An Richtung Mario. Weil er damals, als wir dieses Koop-Ding gemacht haben, war er komplett verzweifelt. Das war auch bei dem letzten Bowser, bei dem ich so verzweifelt war. Nein, bei dem auch. Kannst. Irgendwer von uns musste hier ankommen und den machen. Oh, keine Ahnung. Ich habe zwischenzeitlich aber 120 Sterne im Spiel zum ersten Mal im Leben geholt, okay? Moggy hat vorhin beim vierten Stern im Randomizer gesagt, dass der beste Freund kommt im normalen Spiel und ab dem Punkt wusste ich, warum wir damals verloren haben. Ich hatte das Spiel zu Zeitpunkt ja noch nicht mal selber durchgespielt gehabt, komm schon. Echt? Ja. Das wusste ich nicht. Oh, okay. Mittlerweile zwischenzeitlich habe ich ja 120 Sterne einmal geholt. Spannend, ich mach Spaß, ja? Jokes! Was soll das? Das ist das dritte Mal, dass Fully sich dafür rechtfertigt. Oh, da ist noch einer. Alter, da liegt noch einer! Was? Ich hab nichts dagegen, Hazy Maze Cave ist shit. Ich glaube, Hazy Maze Cave hat halt auch viele von denen einfach rumliegen. Ich mag die Idee und die Atmosphäre von Hazy Maze Cave, aber das Level-Design... Also mir fallen auf Anhieb 4 Sterne ein, die in Hazy Maze Cave wirklich einfach nur so rumlungern, deswegen... Ja. Rumlungernde Sterne sind meine Favoriten. Du bist schneller als jeder Speedrunner. Ich glaube, das sollten wir bei speedrun.com eingeben. Ja. Yeah. Yeah. Oder eher Seedrun. gehen wir in die Welt. Finde ich nicht lustig. Doch, das ist uns aufgefallen, dass du es nicht lustig findest. shit, das war die Hilfe. Welt. Oh nein! Ich bin einen tot gesprungen. Es gab keinen Grund, irgendwas anderes zu versuchen. Du hast wirklich einfach das sah aus, als hättest du nichts gedrückt. Ja. Mario hätte einfach einen Abgang gemacht. Er hat Sudoku begangen. Du meinst wohl. Den habe ich schon? Ja. Den hat er wirklich schon. Er hat sich's gemerkt. Was meine ich, ja, Johnny? Harakiri. Du meintest Seppuku, Tamagotchi. Oder? Nein, du meinst Sudoku, das weiß ich, aber. Nein, ich meine Sudoku. Hör mal richtig hin. Schlag doch die Bombe nicht. Und dieses Geräusch von der Bombe hat der Goomba aus Mario Party 8 gemacht. Ich glaub dir kein Wort. Hat sich auch der Koopa gemacht bei GameCube Mario Party Teilen? Nein. Ich meine mich nicht daran dunkel zu erinnern. Naja, aber der Koopa hat tatsächlich so ein ähnliches Geräusch gemacht. Ja, eben. Ah, ja. Koopas klingt so ein bisschen so. Koopas sind, die haben, das ist ein Koopa-Dialekt, das verstehst du nicht. Tue ich halt wirklich also, nicht. Verstehe, wenn sie hoch Koopas aus dem Pilzkönigreich und aus Bowsers Festung und Gefolgschaft, der ist ja sehr unterschiedlich. Und dann gibt's auch die aus Rohlingen. Ja, das ist ja eine Münze. Ja. Und die aus Bohnenland. Lost.
So, die Sache ist, ich will mal sehen, ob man auch vielleicht mehr Münzen verteilt sind. Das heißt, hier gibt es generell viele in der Welt, oder? Nein, da gibt es ganz wenige. Oh oh. Da gibt es so 104 oder so. Nein, das ist Dire Dire Dogs mit 104. Jolly Roger Bay hat deutlich mehr. Oh. Ich glaube, Jolly Roger Bay hat 112 oder so. Oh, okay. Oh, das hier sollte helfen. Oh mein Gott. Wir haben fast alle. Noch 22, das sollte machbar sein. Töte den Goomba. Ist das eigentlich einfach ein... Goomba töten ist ja nicht legal im Pilzkönigreich. Nicht? Nee. Oh. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier wenig Münzen gibt, weil man... Wenn man so einen Münzring übersieht, dann kann man sie nicht sammeln. Nein, das ist Dire Dire Dogs. Da erinnere ich mich aber auch, was John jetzt gerade sagt, dass man den einen oben um die Säule herum gerne vergisst. Ich weiß, dass im... Oh, das kann sein. Im Mark 64 Versus hat Josh Jepsen den immer vergessen. Das war gerade die Erinnerung, die ich hatte. Au. Oh, au. Oh, das ist nicht gut. Stirb nicht. Was soll eigentlich so schmerzhaft an seiner blöden Muschel sein? Das wirst du mal von der Muschel gebissen. Zack. Soll ich dir mal eine Backpfeife geben? So klappen Muscheln immer zu. Zack. Zack. Die ist aber aufgeklappt ganz langsam und Mario ist... Nein, Johnny. Vielleicht kann ich sogar noch die roten Münzen mitnehmen, wisst ihr das? Ja, die geben halt noch extra Münzen. Ich meine zusätzlich nach roten Münzen Stern. Super Mario 64 Jolly Roger Bay. Oh, ich glaube, sein Name ist Johnny. Ich hab denselben Witz nur mit Fully gemacht. Wie viele Total Coins gibt's hier? Haben die Muscheln irgendwas in sich? Geh auf. Ja, ein Panzer. Komplett unnütz. Als ob niemand hier gezählt hat, wie viele Münzen da sind. Doch, klar haben das Leute gezählt. Sicher, ich googelst du nicht richtig. Oh, da hast du die 4. Auf was für einer Seite bist du? Strategywiki.org gerade. Noch nie gehört. Ja, wenn du Mario-Wiki nachschaust. Es war auf jeden Fall einfacher, die 100 Münzen in dieser Version zu sammeln, als in der normalen. Das war ziemlich machbar. Ja, einfacher war es. Einfacher war es, ja. Oh, zählt das als ein richtiger? Klar. Ah, oh, nein. Okay, ich dachte, ich werde jetzt aus der Welt gekickt. Nein, nein, nein. Das meinte 100, ich mit richtiger. Ja. Und da vorne sind noch die Box mit den Münzen. Brauche ich aber gar nicht. Jolly Roger Bay. Fullys beruhigende, aber überlegene Stimmlage. Nein, nein, das ist so, wie ich das sage. Oh, du hattest recht mit 104. Aber Dire Dire Dogs hat auch 104. Ich bin so gut. Oh, nee, Dire Dogs mein Gott, das hat fast geklappt. Hast du es gesehen? Ha. Ja, das war ziemlich gut. Nein. Das ist die, ich glaube, das hier ist die Welt mit den wenigsten Münzen, wo man 100 sammeln kann. Okay, wo ist die letzte rote Münze? Du hast tatsächlich recht, aber sie sind nicht so schwer zu bekommen, wie zum Beispiel in Dire Dire Dogs. Das spielt ja keine Rolle jetzt an dem Punkt. Über den See fahren musst. Sieht ja auch nur ums Prinzip. Wenn man einmal was, wenn man das eine übersieht, dann kann man sie nicht bekommen. Das war ja Rainbow Ride hat 146. Ich glaube, auf die Distanz siehst du nicht wirklich die roten Münzen. Ah. Könnte mich aber auch irren. Ja, hoffen wir mal, dass da drüben was ist. Das war ziemlich gut tatsächlich. Ne, ab hier sollte man die sehen können. Ja. Wahrscheinlich kann man sie halt wirklich aus jeder Distanz sehen. Ich habe einfach Blödsinn gesehen. Also ich habe sie vorhin vom Strand aus die da drüben gesehen. Ich rede viel Blödsinn, wenn der Tag lang ist. In jedem Spiel, was ich kenne. Ah, letzte rote Münze. Glaubt ihr, die ist in der Muschel irgendwo? Was ist denn der Muschel da? Da war, glaube ich, der Panzer, oder nicht? Wir wissen auf jeden Fall schon mal, wo der spawnt. Geh nochmal in die Höhle. Ja, genau, in der Höhle war bestimmt noch was. Ja, ich denke auch. Ich meine, sieht so, dass es noch viele Möglichkeiten gibt an dem Punkt. Ich wollte gerade sagen, da ist ein Schatten, aber das ist Marios Schatten. Und hier am Boden könnte vielleicht noch eine Muschel sein, die dir noch keinen Schaden zugefügt. Die sind immer direkt unter dir. Meinst du den Schatten? Ja. Yeah. Den Stern, der da unten bei diesem Gitter normalerweise in der Strömung ist, den haben wir schon, oder? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, wir haben keinen Free-Roaming-Star hier gefunden. Es gibt doch einen in einer Box, der hier irgendwo sein müsste. Wo ja, den haben wir schon. Den in der Box haben wir, aber den Free-Roaming haben wir nicht. Oh, da ist sie! Oh, yes. So sneaky. Oh, shit. Okay, und da ist spawnt der Stern. Sehr schön. Dann würde ich sagen... Oh Gott. So satisfying. Ich dachte gerade, ich bin unter Wasser. Okay, das ist, wenn ihr kurz tief einatmet und euch denkt, oh Gott, meine Lungen haben sich gerade mit Wasser gefüllt. Nein. Das Gefühl hatte ich gerade eben.
Ich habe nicht gesagt, dass es ein schönes Gefühl war, okay? Gibt's ja nicht bis zu einem gewissen Grad eigentlich einen Abwehrreflex, dass das eben nicht passiert. Ja, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Ich meine, es ist nicht so, als könntest du nicht ertrinken. Nein, ich glaube an den Trinken nicht in diesem Haushalt. Das soll ja echt eine der schlimmsten Tode sein, zu ertrinken. Aber ich weiß nicht ganz, ich meine, das sagt man von so vielen Todesarten. Ja, ich wollte gerade sagen, generell ist eher unschön. Wie vergleicht man das denn auch? Was ich mich halt frage ist, du kannst den ja nicht fragen. Ja, genau. Wer sagt das denn bitte? Oh ja, als ich ertrunken bin, das war am schlimmsten. Anders als wenn man mir die Kehle durchgeschnitten hat. Ich denke, ganz sicher sagen könnte er schwer fallen. Er hat nämlich keine Kehle mehr, kann nicht mehr sprechen. Kehle durchschneiden ist zwar schmerzhaft, aber gleichzeitig auch warm. Das war knapp. Er spawnt hier? Was hast du denn für ein Glück? Natürlich spawnt er hier im unteren Bereich, sonst wäre es nicht machbar. Ja, hast du mal die Randomizer gesehen? Die sind ständig nicht machbar gewesen. Ich glaube, sie haben es wirklich verbessert. Ja, vielleicht haben die sich verbessert. Oh, stimmt. Yay, die Wingcap. Bowser, stop. Das ist ein Haifisch. Es gibt hier ein Hai. Ja, wusstest du es nicht? Nein. Ganz offensichtlich der nicht. Der ist nicht mal in der falschen Position. Als ob du den Hai in Dire Dogs nicht kennst. Ich glaube, ich war nie wirklich da. Ich hab's nicht so oft gemacht. Ein Stern musst du Minimum hier holen. Es ist tatsächlich ganz schön gruselig. Einfach so ein Hai in Mafia 64. Findet ihr Haie gruselig? Nein. Wie bitte? Manche Leute, habe ich gelernt, finden Haie gruselig. Ja, das liegt aber an einer gewissen Filmreihe. Nein, ich hätte auch Angst, wenn mir ein Hai entgegenschwimmen würde. Es gibt tatsächlich die Angst vor der tiefen See und besonders da halt eben von Haien. Also auch, dass das manifestiert. Ja, aber ich denke nicht, dass ich vor Haien besonders viel Angst hätte. Das habe ich auf jeden Fall. Was? Wieso nicht? Bei mir begegnet, wird dir einer begegnen? Wie soll ich denn sagen? Keine Ahnung. Wie viel Angst soll ich davor denn haben? Ich habe doch gesagt, wenn mir einer begegnet. Hab Respekt vor dem Hai, Mock! Welcher Hai? Ich hab auch keine Angst vor Haien jetzt gerade, aber wenn da einer wäre und ich irgendwo im Wasser bin, dann natürlich habe ich da Angst. Einfach gar nicht unbedingt, weil er mich frisst oder weil ich denke, der wird mich für eine Robbe halten und angreifen. Nicht unbedingt wegen der Rationalität, sondern weil da einfach so ein Teil durchs Wasser auf mich zubewegt. Naja, das ist wahr. Und vor allem sollst du dann hoffen, dass du dich gestern beim Gurkenschneiden nicht zu tief geschnitten hast. Sonst wird er nämlich, er dich riechen. Ich weiß auch, dass Wale mir nichts antun, aber ich fände das echt gruselig, so mitten auf dem Ozean so einen Wal unter mir langschwimmen zu haben. Also ich kenne viele Geschichten, da wurde jemand von einem Wal verschluckt und der war absolut in Ordnung. Aber doch nicht von einem Blauwal, oder? Meinst du Pinocchio? Und was ist mit der Geschichte von Noah war das, oder? Du kennst viele Geschichten, wo Leute von Blauwalen verschluckt wurden. Ja. Oder waren das andere Wale? Weißt du, Blauwal, Schwarzwal, wo ist der Unterschied? Ich dachte. Für mich sehen die alle gleich aus. Einige meiner besten Freunde sind Blauwale, ich darf das sagen. Oh, fuck. Ich hab keine Lust hierauf. Das heißt, du hast keine Lust, hier brauchst du auch echt nichts machen. Wo hat mich das hingebracht? Weil ich dachte, bei Blauwalen sind da die Barten im Weg. Der kann mich doch nicht verschlucken. Ich bin ein großer Mensch. Waren das Blauwalen mit den Barten? Ja, natürlich. Die essen. Mit den Barten! Das haben nicht alle, Mit den Barten! Barten! Ich sammle gerade so viele Sterne, es ist eigentlich vollkommen egal, was ich mache. Es ist halt echt so. Er kann regulär den zweiten Bowser machen, aber er hat den zweiten Bowser schon gemacht. Blauwale sind doch die Planktons fressen. Ja. Was? Das ist voll dumm. Weißt du, das fucking größte Tier der Welt frisst das kleinste Tier der Welt. Ja, aber das hat doch gerade, deswegen macht das so viel Sinn. Nein! Doch, weil der ist wie ein riesiges Fischernetz. Wie soll denn irgendein anderes Vieh Plankton fangen? Könnte Haie fressen oder so. Das Ding braucht einfach nur den Mund aufmachen, einmal einatmen und ist voller Kleingetier. Das ist perfekt. Das ist so, als ob du Staub aus der Luft fangen willst. Dann machst du dein ganzes Leben lang nichts anderes. Er versucht's doch gar nicht, er frisst's einfach. Johnny, wir werden uns damit nicht einig. Pass auf,
Wenn, die Evolution ist bescheuert. Wenn so ein richtig dicker Karpfen... Und Mogi holt einfach währenddessen die ganze Zeit total die Freeroom-Sterne. Ja, ihr streitet euch, ich hole einen Stern nach dem anderen, mir ist das egal. Okay, pass auf. Glaubt ihr, dass Leute wirklich denken, wir streiten uns ernsthaft? Wenn so ein richtig... Ja, über Blauwale und Plankton. Darüber haben wir uns... ich möchte mich übrigens von der Aussage von vorhin dafür entschuldigen, als ich sagte, dass für mich alle gleich aussehen. Der Tat erkenne ich den Unterschied zwischen Orcas und der Blauwale. Nein, fick die Blauwale. Alle gleich. Okay, pass auf, Fully. Stell dir mal so einen richtig dicken Karpfen vor, okay? Ich will, dass du es dir vorstellst. Okay, ich stell damit mir vor, kann ich was anfangen. So einen richtig großen, fetten Karpfen. Richtig großes Gewicht. Und wie soll der sich jetzt von Plankton ernähren? Wie soll er das anstellen? Weißt du, die Fische machen ja immer so blub, blub, blub und dann schlüpft der einfach immer wieder so Plankton ein. Ja, genau. Und das fällt ihm doch so extrem... Ja, genau. Also. So, das fällt ihm doch so schwer mit seinem kleinen Maul bezogen darauf, wie viel... Ja, Johnny, ich weiß, aber die Ironie dahinter ist so dumm. Ja, ich liebe es. Das ist mein Punkt. Ich liebe es, dass Wale sich... Oh, wie schön für mich. Es ist halt wirklich so dumm. Ich meine, ich hätte durchs Gitter laufen können, aber ich hatte keine Lust darauf. Das Loch war halt auch einfach für dich gemacht. Ich habe auch keine Lust, die Münzen zu sammeln. Das Loch ist da übrigens wirklich, um sich umzubringen, falls man... Ich weiß. Wofür sollte es sonst da sein? Eigentlich betätigt man ja dann den Schalter und dann geht man einfach durchs Loch, weil Level vorbei. Ja, wenn man nicht die Münze gesammelt hat. Das macht man vor allem dann, wenn man in dem Käfig eingesperrt ist, ohne dass die Kappe noch aktiv ist. Ja, das auch. Dafür ist das Loch. Nee, warte mal, ist da nicht im Käfig sogar eine Cap drin? Ja, aber vielleicht hast du den Schalter noch nicht aktiviert. Dann musst du dich umbringen. Aber der Schalter ist im Käfig, oder nicht? Nein, der Schalter ist außerhalb. Ja, genau. Stimmt. Wenn du also reinläufst... Ja. Wie sollst du da überhaupt unsichtbar reinkommen? Oh. Man spawnt unsichtbar. Oh, das schafft er nicht. Man spawnt in der Welt unsichtbar, so viel ich weiß. Nummer 1. Schafft er das? Nein. Hä? Zum Fick, wie soll das? Schalterlevel von eben, da spawnt man, glaube ich. Oh Gott! Yippie! Ja, aber wer ist so schnell da am Ende? Du rennst bis dahin. Ja, weiß ich nicht. Lass mich einfach den Schalter mitnehmen und das hinter mich bringen. Pass auf, ich habe was gelernt aus der Speedruns. Ja, in den Tod. Yes! Ich bin bereit dafür, Man. Bitte verkacke es nicht. Oh, das war so klar. Und Mario nur so. Das war anstrengend hochklettern, während der Schalter runterklappt. Ich kann es mir richtig vorstellen, wie auf dem Schulhof jemand, der so einen Trick machen will. Und dann einfach nur noch mit den Händen sich festhält. Ganz in den ersten Stock. Ja, aber ich will hier nochmal hin. Bob-Ombs Battlefield. Oh, du kannst jetzt rumfliegen. Warte mal, wir haben die Kette. Das ist nicht Bob-Omb Battlefield. Ach ja. Oh ja, du kannst ja rumfliegen, Bob auf Battlefield. Ach ja, da war was. Auf einmal spielen wir das normale Mario 64. Das war kein Long Jump. Das ist schon mal passiert. Die Situation kommt mir bekannt vor. Mir nicht. Jetzt gehen wir die Ketten endlich mal machen. Long Jump, du Huso. Was für ein... Schlagfertig, Fully. Was für ein Controller benutzt du, Morgi? Xbox One. N64 Controller. Ja, das liegt daran, dass der... Welchen L-Button oder R-Button... L2. Den Trigger. Also den man so lange reindrücken muss. Ja. Ja, daran liegt es, dass du es verkackst. Nicht allzu präzise, aber es fühlt sich gut an. Ich spiele mit einem Xbox One Controller und hatte noch nie Probleme. Das hat nichts mit präzise zu tun. Du betätigst den Schalter und drückst A und dann registriert er erst den anderen Input. Das ist auch eine Sache, was mir bei Head in Time geraten wurde. Da gibt es nämlich auch ein paar Frame-Perfect-Tricks, dass ich da am besten nichts auf den Button legen sollte. Ach Moment, der Stern ist natürlich nicht da drin. Ah, shit. Ich dachte, er spawnt jetzt oder so. Vermutlich haben wir den sogar schon. Vielleicht ist er irgendwo auf dem Berg. Ich geh mal den Berg nach oben. Oder so. Oh, wir waren noch nicht ganz oben, ne? Nee. Das wird schwer, den anzuquatschen. Wir hätten mal drauf achten müssen, was wir eigentlich immer für Missionen abschließen. Die haben ja Namen. Nein, Johnny. Ja, das können wir dann später schauen, aber aktuell ist bei den meisten Wetten sowieso noch ein Buffet. Das war nur ein Vorschlag. Hier habe ich 2 Sterne zum Beispiel geholt. Das heißt, es ist einfach noch alles machbar. Wir müssen auch noch ziemlich viel machen. Wir tun so, als würden wir hier gerade durch das Spiel sausen, aber eigentlich fehlen uns noch über die Hälfte. Ich düse im Sauseschritt und bring die Liebe mit auf meinem Himmelstritt. Ich flitz noch mal schnell bei der Liebe rein.
Ich bin dann gleich bei euch. Viel Erfolg. Hast du eigentlich den Mini-PC jetzt mal angeschaut? Den was? Mini-PC. Nein, ich wollte ihn für einen auspacken und dann dachte ich, das ist vielleicht ein bisschen unhöflich, weil man das hören würde, wie ich jetzt mitten in der Aufnahme einfach irgendwas... Oh, hier ist das letzte Teil. Oh. Man kann ihn auspacken. Soll nicht den größten Unterschied machen. Hey, die Fahne ist einfach da. Das Fähnchen ist schon da. Okay, man kann halt wirklich... Es ist echt gut gemacht. Man kann, egal bei welchem Fortschritt, alles machen. So, wir können jetzt auf jeden Fall die Glitzern-Punkte holen. Der Randomizer wurde um einiges vereinfacht. Ich weiß jetzt genau, warum es so gut läuft. Naja, wurde halt. Der Randomizer ist sehr spaßig. Das ist auch die Sache, was ich angemerkt habe, dass man wirklich sieht, dass sie sich viel dabei gedacht haben. Mhm. Dann, wie alles gemacht wurde. Sie haben ihn spaßig gemacht. Ich meine, umso besser. Ich hab gehört, Mowgli, als nächstes machst du die Rutschen mit Sprachcommands. Wenn du mir zeigst, wie ich einen Sprachcontroller einrichte. Das Video habe ich gesehen, Fully. Ja, ich auch. Ich nicht, nee, ich habe es in Vorstellung gesehen. Du hast es gesehen. Nee, ich dachte nur, ich hätte es gesehen und du hast es einfach so erwähnt. Ja, ich hatte die Idee. Ich habe es dem guten Mann da erzählt. Ah, da ist der Glitzer. Der Typ hat auch ein Video gemacht, in dem er irgendwie alle Nahrungsmittel, ich glaube, es war er aus Skyrim, aus dem ersten Dorf, an sich genommen hat. Das war ziemlich sinnlos, aber ich mochte das. Du bist wie eine Elster oder Rudi aus Siebenstein, alles was glitzert. Wie das Gemüse leuchtet so gut, weil es so gut poliert ist, deswegen muss Moggy es mitnehmen. Ich meinte ehrlich gesagt, die Glitzersachen, die zu diesem Stern geführt haben. Oh. Naja, nicht alle Lebensmittel aus. Ich dachte, es geht um Käse. Nein. Was? Nein. Nein. Meine Käsevorliebe hat hiermit nichts zu tun. So, ich hoffe, ich bekomme jetzt einen vernünftigen Spawn in der Welt. Nein. Der Haufen Käse, den du in Skyrim gesammelt hast, ist aber trotzdem ziemlich super. Oh! Ja. Yeah. Es war viel Arbeit. Fast 100 Stunden. Es sieht halt auch wirklich gut aus, wenn man ins Haus kommt. Was hast du 100 Stunden lang in Skyrim passiert? Gemacht? Ich habe alles, was ich an Käse gefunden habe, während ich das Spiel gespielt habe, mit den DLCs, mitgenommen. Ich fand das gerade ziemlich gut, tatsächlich, wie du rübergekommen bist. Nein! Oh, no. Nein! Nicht schon wieder. Das war derselbe Ort und derselbe Typ, kann das sein? Ja. Das war unsere erste Erfahrung mit dem Randomizer. Ja, das war kein guter Anfang. Okay, das kannst du besser. Oh, Cooper the Quick. Yeah. Oh, hey. Machen wir das wohl mal eben. Ich hoffe, ich werde es hinbekommen. Das schafft er nicht. Wir können halt wirklich diese beiden Welten einfach hin und her spielen, bis wir alles haben. Ah, ich würde mal nicht darauf wetten, dass ich bei der anderen Welt alles bekomme. Aber man kann sie so lange hin und her spielen, bis du hier alles hast. Das ist wahr. Ist eine gute Welt. Ist eine einfache Welt. Sieh dir den Haufen Scheiße an, wie er da hochgelaufen kommt. Jahu, und dann oben werden wir warten. Ich hab nie ganz verstanden, warum Cooper the Quick dermaßen langsam ist. Weil er nicht in seinem Panzer losdüst. Er ist bestimmt in Cooper-Geschwindigkeit schnell. Nein. Später macht man nochmal gegen ihn, rennt er sehr schneller. Es läuft immer darauf hinaus, dass man so weit vor ihm vor. Sie hätte ihn halt ein Stück weit schneller machen können. Will ich sagen, super schnell oder so, aber ein bisschen. Es ist mit eins der ersten 3D-Spiele, die vom Konsumenten je abverlangt wurden. Aber es gibt nicht die Möglichkeit zu sterben oder so. Ich glaube, die Idee dahinter war, dass du einen Timer hast und du warst ja schon mal damit vertraut, da hochzugehen und jetzt sollst du schneller machen mit einem Timer. Und die Sache ist einfach die, dass wahrscheinlich Spieler, die das ganz neu gemacht haben, da erstmal Probleme vielleicht mit hatten oder so. Nicht nur die Steuerung des Spiels ist komplett neu ab dem Punkt, wo man diese Mission vermutlich macht, sondern ist schon klar, aber das gesamte Konzept eines Spiels zieht ziemlich hart an vom Schwierigkeitsgrad. Das sehe ich anders. Nee, der andere ist schon ein bisschen anstrengend. Der andere ist ja komplett. Die späteren Welten sind sowieso optional. Weil sie schwer sind. Ich finde nicht, dass das so schwer ist. Niemand hat gesagt, der ist unschaffbar. Ich schon. Da hab ich ihn geschafft. Ich finde nicht, dass Mario 64 sehr anzieht im Schwierigkeitsgrad, sondern das ist ziemlich gut. Finde ich schon. Ich finde, wenn man alles holen will, kann es sehr nervig werden. Ja, aber nicht so richtig so, boah, ist das krass. Ja, keine Spikes. Kommt auf an, wie gut man in solchen Spielen ist. Da ist Mario 64 Star Road schon ein bisschen kräftiger unterwegs. Star Road ist auch nur in den ersten drei Leveln gut. Ja.
Naja, gut ist es schon immer noch, aber es ist halt fucking schwer. Es ist halt einfach nur unglaublich. Ich mag es nicht, dass ich die Kamera nicht vernünftig einstellen kann. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Obwohl, Mario Cam hast du mehr Kontrolle. Oh ja. Mario Cam rauszoomen und dann hast du, glaube ich, mehr Kontrolle. Okay, weil der Kito Cam geht mehr automatisch. Ja, tatsächlich. Mach mal die Mario anstatt die. Ey, wir waren noch gar nicht in Wumms Wuchtwall. Nee, waren wir auch nicht. Doch, waren wir. Also, wir waren noch nicht mal in dem Raum. Also, ja, wir waren in dem Raum. Ich glaube, das war auch Bowser 2 oder so. Ich weiß nicht mehr. Ich will nach Wumms Wuchtwall. Ich würde so gerne nach Wumms Wuchtwall. Oh ja, hier bin ich. Da habt ihr über Wale diskutiert. Ich war da hinten, wollte den Stern holen und bin dann mein Versuch dabei. Ihr könnt euch denken, was passiert. Alter, nimm den Sturm und flieg hier rüber. Oh ja. Oh, das klappt nicht. Das ist eine kühle Brise, eine steife Brise. Aber es reicht nicht. Ich dachte eigentlich, dass du über die Düne fliegst und wir den hier für später aufbewahren, aber okay. Ist egal, kann ihn auch einfach so mitnehmen. Er kriegt ihn sowieso nicht. Nee. Hab ich doch gesagt. Ist halt echt gar nicht so einfach, wie es aussieht. Oh nein, ich werde Game Over gehen. Ah, was war hier nochmal? Bowser. Oh. Und Game Over. Game Over. Wir sehen uns. Scheiße. Game over, Helle. Vielleicht spawnen wir jetzt woanders. Das wäre zu schön gewesen. Wo sollten wir denn spawnen? Wir können eigentlich überall hin. Ja, das stimmt. Gehen wir in den ersten Stock. Kannst du nicht sogar jetzt die Tür hier aufmachen? Ja. Ich meine, ich habe zumindest beide Schlüssel mitgenommen. Das heißt, ich wurde sehr stark davon ausgegangen, dass das möglich ist. Moment. Warte mal, bei 32 warst du. Auch die Schlüssel gar nicht. Nein, die Animation noch beim... Fuck. Auch die Animation beim, wenn man einen Stern braucht, um die Tür zu öffnen. Oh. Okay, es wurde alles ein bisschen geändert. Kann man sagen, dass einfach keine Animation kommt. Was ist das für eine komische Zahl? 53. Keine Ahnung. Aber nach ganz oben kommst du mit 32. Was macht denn das für einen Unterschied, ob die Türen offen sind oder nicht? Das verstehe ich nicht. Ich komme doch eh in den mittleren Stock, wenn ich die richtige Reihenfolge an Welten abklappe. Es geht darum, dass du mit den Loading Zones und wo du rausgespuckt wirst, strategisch arbeiten sollst. Okay, verstehe. Okay. So viel. Mach den Mips-Clip. Ich weiß nicht, ob der Mips ist. Das ist einfach absolut nicht nötig. Oh. Okay. Hier braucht man Sterne, wie es aussieht. Und hier kommt sogar einfach die Animation dazu. Ja. Yeah. Der Toad hat einen Stern. Yo, Toad. Yo. Ich glaube, die geben hier keine Sterne. Erzähl dir mal was von Blue Coins. Müsste der andere sein. Okay. Dann war's ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Ja, oh! Da ist er ja. Oh! Das war gut. Ich glaube, so schnell. Alter, Moggy macht hier Sachen, die im echten Spiel nicht hinbekommen. Ja, es ist faszinierend. Ich weiß es einfach, ist einfach First Try Mips wirklich um die erste Ecke und er hat ihn. Komm schon. Yes! Oh mein Gott. Es läuft. Es läuft halt wirklich. Es läuft wie Ahornsirup oder Akazienhonig. Oh, hier haben eine Flasche Ahornsirup da. Dachte ich mir, das solltet ihr wissen. das war wieder das. Ich schaue mir jetzt den PC an. Na das. Wir werden währenddessen noch. Wo gehen wir am besten hin, Fully? Gesundheit. Der Karton ist übrigens von Sugarfari, falls dir die Aufkleber darauf aufgefallen sind, Johnny. Ich hab's noch nicht aufgemacht. Schön, nein, auf dem Karton die Aufkleber. Ach so. Beziehungsweise die Teile von Sugarfari. So dargestellt wie so ein Safari-Mitbringsel-Karton-Teil, was ziemlich charmant ist. Was ist das? Schmackfatz. Schmackfatz. Oh mein Gott, das ist so ein rassistisches Bild. Na, das habe ich draufgeklebt. du kannst ja, natürlich hast du es draufgeklebt. Wer denn sonst? Du kannst in die Buu-Villa gehen. Du hast das alles. Die Buu-Villa war die eine, die Mission ganz am Ende mit den 8 roten Münzen auf den Wolken. Ja, oder? Doch. Ja, das heißt, Buu-Villa wollen wir definitiv nicht hin. Oh, wir waren hier noch gar nicht. Jetzt habe ich deine Adresse, jetzt kann ich dir endlich WarioWare schicken. Oh, shit. Du hattest sie mir übrigens schon gesagt. Ja. Weißt du, ich mag es sehr, dass diese Welt irgendwie confirmed, mit noch ein paar anderen, dass alles am Schloss direkt connected ist und dass das nur Teleporter sind. Ja, das stimmt.
Die Frage ist, werde ich es hinbekommen, die Münzen alle mitzunehmen? Ich liebe es, dass wenn man in Dire Dire Docks in dieses riesige Portal gesogen wird, dass man dann im See rauskommt. Ja. Yeah. Mhm. Oder hier kommst du ja an dem Wasserfall im Schlossgarten raus. Das heißt, die eklige Grotte ist sehr nah am Schlossgarten. Die eklige Grotte. Redest du von Peach? Yeah. Schlossgarten. Der ist so von Peach Großmutter. Der ist aber wirklich klein. Ach Moment, das ist das Ladekabel. Das Netzteil ist riesig. Ja. Hast du Ladekabel gesagt? Oh fuck, Mann, ich sag auch oft Ladekabel. Das Problem damit. Oh, da ist so eine Kappe. Bei mir stimmt das mit Ladekabel halt teilweise, weil ich einen Laptop mit Akku habe. Ah, so ein PC, der aussieht wie eine Wii Mini. Ja, yeah, doch gesagt, der Steiner ist eine PS4. Oh, oh Gott. Ja. Ich kann halt nicht richtig aus dem Wasser rausspringen. Danke, Mogi. Bitte. Wie gesagt, im Idealfall, vielleicht ist ein Passwort eingestellt, das könnte dann etwas unvorteilhaft werden. Ja, das werden wir dann sehen. Yes! Okay, an den komme ich nicht ran. Oh nein. Nee. Ah, schon wieder abgetrieben. Okay. Okay, nehmen wir den Stern mit. Manu, schon wieder keine Sahne. Das ist das größte Problem. Kennt ihr das, wenn keine Sahne bekommt? Wenn ihr euren Danny Sahne esst, nein! Der in diesem Hochkantbecher war, und dann nur die Sahne oben abesst, weil ihr ein dummer Idiot seid und nicht wisst, wie man Pudding und Sahne zusammen isst, und dann beschwert ihr euch bei der Werbung und sagt dann, schon wieder keine Sahne, und dann sagt Danny Sahne so, ey, die gibt's jetzt im neuen Becher, die flacher sind. Ich hab das Zeug früher mal verwirrt, und dann dachte ich mir, warum hab ich's verwirrt? Die fucking Sahne gegessen hatte ich dann mit die Sahne ist das uninteressanteste am ganzen Pudding. Die Sahne will ich überhaupt nicht, bei Dani Sahne ist so fett, dann gebt mir eure Sahne von Dani die Sahne Pudding. Die Sahne in Sahne ist okay. Sie passt dazu, aber der Pudding ist das Highlight. Ja, eben. Nein, ist die Kombination aus beiden. Ja, ich sag ja nicht, dass die Sahne an sich kacke ist, aber der Pudding ist definitiv das, wofür du das Produkt kaufst. Wieso sollte jemand die Sahne oben abessen und sich dann beschweren? Keine Ahnung, kann man auch einfach eine Packung Sprühsahne kaufen an dem Punkt. Seid ihr solche Leute, die ihren Monte durchmischen? Ja. Yo. Oh Mann. Na, pass auf, nein, es gibt keinen Grund dafür. Es gibt nämlich die White Edition von Monte zu kaufen. Ja, die ist super. Das heißt, an dem Punkt, warum sollst du noch andere kaufen? Was zum Fix los mit dir? Das weiß ich so viel besser. Ja, du musst nichts verrühren, weil du das Beste schon bei dir hast. Nein, weißt du, was das Problem ist? Die White Edition ist okay. Wo sind die Sterne? Bring da und lass dich hochtreiben. Ich finde, das Weiße schmeckt im normalen Monte besser als das Weiße ohne. Also keine Ahnung, das muss wahrscheinlich neben dem Schokoladenanteil reifen, damit es mir besonders gut schmeckt. Nein, da stimme ich nicht zu. Nein, der reine weiße Monte schmeckt mir gut, aber nicht so gut wie der weiße Anteil eines normalen Montes. Ich weiß nicht warum. Ich wünschte, es wäre nicht so. Ich wünschte, ich könnte Monte White so genießen. Wie ich. Ich kann es auch nicht so sehr genießen, weil ich mir dafür. Laktase-Tabletten reinziehen muss davor, aber das ist es wert. Shit! Du hast das ja jetzt wirklich. Gute Arbeit. Du hast es ja jetzt wirklich. Ja, du hast wahrscheinlich meine Kettenbriefe-Video nicht weiterempfohlen. Da habe ich am Ende gesagt, wenn ihr es nicht allen euren Freunden zeigt, dann entwickelt ihr eine Laktoseintoleranz. Oh, die Pullis, die man runterkickt, muss die blinken. Also die Leuchten, die man für die Mission runterwerfen muss. Du könntest nochmal in den Vulkan gehen und einen zweiten Versuch wagen, den Stern einzusammeln. Ja, da waren doch zwei Sterne oder so, ne? Ja. Oh, das wird gut ausgehen. Oh, oh. Ah! Warum hat schon die so viele Panikattacken? Das fragen sich meine Eltern auch. Er ist ein nervliches Wrack. Oh, das sind wirklich zwei Sterne. Moment, so war das aber nicht. Doch, es war genau so. Nein, da oben war doch das noch ein. Das ändert sich irgendwie von Mission zu Mission. Als ich vorhin in der anderen Welt war, da waren nämlich auch unten nicht die ganzen Sterne. Hä, unser Seed hat sich geändert. Nein, hat er nicht. Das Layout ändert sich ein bisschen von Mission zu Mission. Fuck. Ja. Hier will ich nicht hin. Schau mal. Jungs. Da steht, wenn du einen Stern ansammelst, steht das Seed 000. Ja. Ha! Ha! Weil du Game Over gegangen bist vielleicht einmal?
Ich meine. Nein. Das ist wahrscheinlich ein Anzeigefehler. Es ist immer noch derselbe Seed. Wir spawnen immer noch in den gleichen Welten und so. Ja, deswegen. Übrigens, yeah. Jungs. Ja? Ich muss langsam anfangen zu streamen. Ja, ich sehe schon. Ach ja. Okay, dann. Wir sollten das. Ich glaube, wir sollten das durchspielen, ehrlich gesagt. Ja. Ja, wir können eine Pause machen. Du kannst doch einfach so sagen, Fuli. Du kannst doch sagen, dass du keine Lust mehr hast. Spielt es jetzt alleine weiter oder kann ich das nicht? Nein. Mach dir keine Sorgen. Wir werden auf dich warten. Nice. Wann bist du fertig mit Streamen? Okay. Also, wo wollen wir als erstes hingehen? Wir haben den Seed übrigens wieder eingestellt. Sache, die, glücklicherweise haben wir die Aufnahme schnell beendet, kurz danach, weil der Seed war tatsächlich nach dem Game Over wieder resettet. Ja, wir haben sie wirklich schnell beendet danach. Ja. Zufälligerweise. Fully Sky mit dem Streamen fertig. War ein hetziger 96-Stunden-Stream. Und wir sind zurück. Ich habe auch sowas gesagt wie, ja, also der Seed ist ja immer noch der gleiche, auch wenn da jetzt Nullen sind, weil wir an dieselben Welten kommen. Es war halt gar nicht so. Ja, ist mir aber auch nicht aufgefallen irgendwie. Vor allem, weil ich dachte, der wäre schon seit sehr viel länger auf Null. Nicht erst seit dem Game Over. Und dann dachte ich so, ja, aber da lief es ja wirklich noch. Ja, aber Moment. Aus irgendwelchen Gründen ist das Spiel gefühlt heute lauter als beim letzten Mal. Und ich weiß nicht genau warum. Ich habe versucht, es zu übertönen. Ich glaube, ich habe ein bisschen lauter gehen. Alles gut. Ich habe leiser gestellt, man, euch keine Sorgen. Wo bekomme ich jetzt hier einen beschissenen Stern her? Wie viele Roaming Stars gibt es hier? Das ist das erste Mal, dass du hier gespawnt bist, wo es ein bisschen zugänglicher ist als oben in diesem Schloss. Ja, stimmt, ich bin schon mal da unten gespawnt und habe da einen Stern geholt, den wir da hinten sehen. Ja. Den haben wir gerade. Das erste Mal. Nein, Johnny. Noch nie zuvor gesehen. Das ist eine Box. Nee, ich super viele Sterne in solchen Boxen. Bisher sind noch One-Ups drin. Aber um den Seed dich nochmal einzugeben, nehme ich die One-Ups gerne mit. Ja, solltest du. Wo zum Fick kann ich am besten? Der Teppich ist nicht da. Du kannst da runterspringen. Der Teppich ist nicht da, weil das normal ist, dass er nicht da ist. Ja, ich hab doch gesagt, er ist da unten. Alles gut. Muss mit sich einen Vortrag vor Fully halten. Johnny ist halt komisch. Ich find's gut. Ich find's gut, dass das der Vortrag von Fully ist. Vor Fully. So. Er muss es ja nicht mit anhören, meine ich damit. Hört auf zu streiten, bitte. Ich dachte, wir sind ein fröhliches Let's Play. Oh, nein. Apropos Streit. Johnny, hast du Kommentare gelesen? Es gibt Leute, die haben geglaubt, wir haben uns ernsthaft über diese Wahlsache gestritten. Nein, das glaube ich nicht. Doch. Nein, das glaube ich nicht. Dann haben sie dich verarscht. Ja, aber wirklich. Haben sie dich verkackeiert. Wir haben doch davon geredet. Meinst du, es gibt Leute, die das wirklich denken, dass wir darüber streiten? Stimmt. Ja, okay. Andererseits, also bei manchen bin ich mir trotzdem nicht sicher, ob die nicht gemerkt haben, dass wir das extrem überspielt haben. Nein, die haben uns dann versucht. Es gibt Erklärungen in den Kommentaren, wie es richtig ist, obwohl das halt Absicht von uns war. Das ist was anderes. Die Leute würden nie eine Opportunity aufgeben zu klugscheißen. Das stimmt aber wiederum. Was heißt zu klugscheißen? Ihr wart einfach nur falsch informiert. Wir haben gar nicht informiert. Ja, falsch informiert. So, nicht hier mal schnell den Stern grabben, wenn das okay ist. Moment, wieso? Was habe ich denn gesagt? Das habe ich nicht gelesen, wie wir verbessert wurden. Jemand hat einen Scheiß in einen Kommentar geschrieben. Ich habe ihn auch nicht gelesen, aber ich habe ihn gesehen. Ich nicht. Es haben einige Leute auch geschrieben. Im Blauwald kann kein Menschen verschlucken. Ja, aber dann hatte ich doch recht. Ich sehe schon, da wurde mir Fully Wunderpunkt erwischt. Das war kein Joke, sonst hätte ich nicht gesagt sowas wie, hä, sind die Barten da nicht im Weg? Außerdem, Wummswuchtball werden wir jetzt aufsuchen, okay? Das ist eine Sache, die wir, um darüber nochmal Worte zu verlieren. Wir werden Wummswuchtball jetzt suchen, den hatten wir bisher nämlich noch nicht. Warte mal, sind die Warp Zone von Klein und Groß Gullivagumba geswitcht? Ich hab keine Ahnung. Switched? In Klein waren die. Nein, sind sie nicht, die gleichen. Nein, sind sie nicht. Ist immer Coco Mountain. Ich meine, war ein Versuch wert. So, das ist jetzt, Little Penguin Lost. Ach, ja, wir können, Scheiße, ja genau, bei der zweiten Mission ist der Penguin da. Oh. Wieso bist du jetzt plötzlich verpflichtet, diese Mission zu lösen? Warum?
Ja, ich weiß nicht, welche andere ich jetzt sonst machen könnte. Ja, okay, gut. Coco Mountain lässt, glaube ich, gar nicht mal so krass viele Möglichkeiten zu, oder? Ich kenne nur das Pinguinrennen und die Rutsche an sich und baue den Schneemann. Beim Rest habe ich keine Ahnung. So wie die Rutschen mitzunehmen. Ich klappe mich auf, wenn ich mich irre. Sind wir schon, als wir beim ersten Bowser drin waren, wieder in den ersten Bowser reingesprungen oder sind wir immer aus dem Raum rausgelaufen? In den sind wir reingesprungen. Wir sind da reingesprungen. Ja, das ist der Pinguin! Alter. So, jetzt die Frage. Der Pinguin. Welcher ist das? Ja, ist es der Bastard oder der Richtige? Oh, Johnny hatte doch diesen Rutschtrick da. Ich weiß übrigens nicht, wie der geht. Den haben wir schon gemacht. Den haben wir schon beim letzten Mal gemacht. Ja, da kannst du aber, da kannst du das Pinguin-Baby ja mitnehmen und easy darüber. Darauf wollte ich hinaus. Das ja, das Pinguin-Baby von überall auf der Map irgendwo hinzubringen, ist eigentlich recht easy. Außer vielleicht von da, wo man die Wallkicks Will Work-Mission macht. Ja. Da kannst du nicht weg. Ich mach das eigentlich so, dass ich, wenn ich von oben runterrutsche, dort wo, glaube ich, links und rechts alles frei ist, springe ich einfach runter. Und da muss ich runter. Und dann bin ich ja auch fast unten. Oder ich bin direkt unten, aber ich stecke im Schnee fest. Es ist einfach so, es kann so nichts schief gehen einfach. Es sieht immer fuck. So bekannt aus. Fuck! Bring es um. Nein! Nein! Nicht dich! Er ist runtergerutscht, ich kann nichts dafür. Ich habe eine schlechte Vorahnung. Pinguin Baby ist da, wo man die Wand springen muss. Oh Gott. Einfach nur, weil ich es gesagt habe. Den zweiten Bowser haben wir eigentlich, aber du kannst die 8 roten Münzen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich kann das den 8 roten Münzen schon. Wo zum Fick komme ich zum Anfang rüber? Oh Gott, Moggy, bitte. Moggy macht mir manchmal Angst. Alles unter Kontrolle, macht euch keine Sorgen. Er ist wie dieser Vater, der einfach ein bisschen schneller mit dem Auto fährt, um anzugeben. Und du dir denkst, hör auf! Was? Welcher Vater fährt schnell mit seinen Kindern im Auto, um anzugeben? Es gibt coole Väter. Die Wertung liegt in der Aussage schon bereits drin, das gefällt mir nicht. So cool ist das gar nicht. Ja, wie die 8 rote Münzen gesammelt. Vielleicht hast du keinen coolen Vater. Echt so, Joni. Aber mein Vater ist so cool. Denk mal drüber nach. Ich werde nie so sein wie er. Alt, eine Familie haben und Kinder? Nein. Halt schon was mal. Sollte das alt? Wieso werde ich nicht alt? Du hast gebrechlichen Körper, Johnny. Machen wir uns an der Stelle. Das ist mir im Nachhinein auch aufgefallen. Das ist ganz schön gehässig von dir, Fully. Ich bin ein wenig verletzt. Es tut mir leid. Verzeihst du mir? Es tut dir überhaupt nicht leid. Doch, es tut mir leid. Habt ihr echt eine Ahnung, wo zum Fick ich hier irgendwas hier ist noch finden einer. Kann? Nein, hier sind die zwei schon mitgenommen. Mein Gott, wieso habe ich so viel übersehen? Die grüne Giftgrotte ist halt absolut grottig, ey. Also gibt es noch mindestens zwei, die hier irgendwo rumlungern. Es gibt die eine Stelle, es gibt die Stelle bei Nessie, da könnten wir vielleicht was finden. Ja. Was frinken? Frinden. So, warte, wie war die Scheiße? Es gibt den Wandsprung auch. Und ja, dann, ja. Nein, und. Nein, das ja, an die Wand hin. rechts. Schade. Wir müssen weiter rechts da. Bisschen weiter rechts. Also von der Platte, nicht in der Mitte so. Sozusagen so da, so bei dem rechten Drittel? Ja, genau, im rechten Drittel. Da, wo dieser Block ist. Da presst du dich so lange an die Wand. Bis er dich runterrückt. Jetzt. Oh shit! Oh mein Gott, okay, ein Dive hättest du durchaus machen können. Ja, hier sind eine Menge rote Münzen. Oh shit. Wenn für einen Fall der Fälle könnte ich welche. Ich nehme keine mit, wir machen keine. Nein. Du warst dich gerade fest. Wir sind drei. So verschämt. Vier rote Münzen. Mir passiert sowas aber irgendwie aufgelaufen. Ist Nessie nicht da? Doch. Naja, Nessie? Da ist sie. In den frühesten 3D-Spielen kann das öfter mal passieren. Oh wow. Mario 5, 6, warte. Sind das 6 rote Münzen hier? Ja, ich glaube schon. Moment, das ist ein entweder Herz. 5 oder 6. Es sind auf jeden Fall. Es sind 5. Es ist ein Großteil hier. Ja, vielleicht ist der rote Münzenstern das, was wir mitnehmen wollen, ehrlich gesagt. Falls ich das mal so anmerken darf. Nein, darfst du nicht anmerken. Wenn ich mir das rausnehmen darf. Da oben schwebt auch noch eine. Na, Moment. Ist nur eine Frage, wie du da. Wahrscheinlich musstest du einen Wallkick machen. Das ist eine normale Münze, die will ich nicht. Ich will nur rote Münzen. Ich wirklich? Was soll ich mit den normalen? Ich benutze gerade den Mini-PC für die Übertragung zum ersten Mal und der hat es irgendwie eingestellt, dass wenn ich ein bisschen idle bin für 6 Minuten oder so, dann geht er einfach aus. Das kann passieren.
Wow. Selbst wenn Johnny einfach weg ist, liegt es daran, dass er seine Bayer-Einstellung nicht gebacken bekommt. Also ich kann es doch verhindern, weil zuerst geht der Bildschirm aus und dann geht der erst irgendwie... Jo, bleib mal stehen. Oh nein, was passiert? Moment. Ich muss da vielleicht mal ein bisschen was einstellen bei. Kannst du mal aufhören, mir einfach Nessie weh zu tun? Was soll das eigentlich? Du Tierquäler. Ich nehme den Block mit. Wieso nutzt du Nessie eigentlich nein. so aus? Mit dem richtigen Safe? Sprung. Ja, mit dem einzig wahren. Glaubt ihr, Nessie ist einsam? Nein. Aber der Sprung kommt tatsächlich höher als der Doppelsprung, wie wir ihn genannt haben. Ja! Nein, das ist Wumms die Wuchtball. Das ist Wumms Wuchtball. Alter, wenn glaubst das du? Wumms Wuchtball ist. Teil dich um Scheiße. Oh! Vorsicht, Cowboy. Oh, du kannst die Piranhas machen hier direkt, oder? War das die Ecke? Nee, es war nicht die Ecke. Dazu müssten sie hier spawnen, aber vielleicht tun sie das. Die waren doch irgendwo anders. Ja, yeah, oh, die waren woanders. Die Ecke sah nur sehr ähnlich aus. Ja, da war trotzdem eine. Ich mach mich mal zum Großen Mario und schau, ob ich irgendwo einen wilden Stern finde. Denn irgendwas sagt, wir werden diese Welt nicht allzu oft aufsuchen. Ja, das habe ich auch gerade gedacht, Fully. Moggy denkt also, die Größe von Mario ändert sich. Interessant. Oh, Verzeihung! Nein. Ich fasse das einfach nur immer so auf, dass die Größe der Welt sich ändert, nicht die Größe von Fully, Mario. Das wissen wir. Was denn sonst? Ja, ist schon das klar, dass es im Spiel so ist, aber wenn wir in der Ingame-Lore bleiben, ändert sich ganz schnell die Größe von Mario. Das ist nein. einfach nur ein durchschnittlich großer Raum. Nein, das ist, wenn Mario schrumpft oder wächst, wenn er sich dem nähert. Das sollen wir nicht. Zumindest denken. Klar, dass anders gemacht ist. Nein, es heißt Tiny nicht. Huge Island. Das heißt, dass nicht Ingame-Lore-mäßig gesagt wird, Mario wächst. Hier gibt's auch nur die roten Münzen. Kannst dich umbringen. Das ist wieder im Schloss. Ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwo bestätigt wird. Dass das Island kleiner oder groß wird oder Mario, ich weiß es nicht. Aber es wird nicht suggeriert, dass Mario größer wird. Ja, aber das ist das, wovon jeder ausgeht, würde ich sagen. Nein! Nein, nicht jeder geht davon aus. Also, manche Leute denken halt wirklich, Mario wird größer oder kleiner und manche halt, dass die Insel kleiner ist. Und du bist also halt ich einer mag der den Gedanken, dass Mario groß und kleiner wird. Und da bin ich auch auf Morgis Seite. Aber es wird trotzdem nirgendwo wirklich suggeriert. Selbst wenn man Gulliver Gumba sagt, was ja auf Gullivers Reisen basiert, falls ihr das noch nicht wusstet. Nein. Der bleibt ja weil auch Mario gleich zum groß. Riesen wird. In Gulliver Gumba wird nicht niemand zum Riesen. Doch. Das ist immer. Nein, das ist immer derselbe Gulliver. Der bleibt immer gleich groß. Oh mein Gott! Der Münzen-Jackpot. Ich habe mich schon gewundert, ob es wert sein wird, hier hochzuklettern. Die Antwort ist ja. Ist es. War worth it, oder? Wie werden diese Positionen erreicht? Ich stirb hier nicht. Sie werden randomized. Ja, aber sie können ja keine Spots nehmen, wo man nicht hinkommt. Ich habe keine Ahnung, wie das ist ehrlich gemacht. Ja, da unten ist noch einer. Finde ich ganz interessant, ob das irgendwie nur so Spots sind, wo Mario schon mal theoretisch hin kann oder so. Ich weiß nicht. Kommt drauf. Ich habe keine Ahnung, wie die Logik in dem Teil hier funktioniert. Ja, ich auch nicht. Andere Randomizer ergeben da auf mich mehr Sinn als dieser hier. Vor allem, eben wie du sagst, dass die Position von manchen Objekten einfach so komplett bonkers ist. Und du denkst, hä? Warum ist es hier überhaupt nicht? Yeah, ja, der Randomizer ist auch noch in einer relativ frühen Version. Die Bonkers-Positionen haben uns ganz schön bambuselt, würdest du sagen. Ja, ich mag das Wort bambuselt. Ich weiß. Das ist für mich schon so ein Fully-Wort. Boggy! Man fährt nicht bis nach oben auf den Dingern. Hab ich gemerkt. Vorsicht! Moggy! Ist gut, ich fand nicht zum ersten Mal mit Fahrstühlen. Vorsicht! Alles gut, macht euch keine Sorgen. Du der machst Backflip. Uns ganz wurscht. Auf den Backflip ist immer Verlass. Das ist der gute alte, verlässliche Backflip. Er hat mich nur die Stich gelassen. In Super Mario Bros. 3 gibt es ja auch Tiny Huge Island, sozusagen, also diese großen kleinen Welt. Oh, warte mal, hier im Garten, gibt es einen Baum mit einem Leben, und zwar jetzt, wenn du zum Schloss guckst, ja, auf der linken Seite, der vierte Baum ganz links halt, ne? Geh geradeaus. Der? Der Baum hier, genau der müsste es sein. Kletter da mal hoch. Ich glaube, der müsste normalerweise ein Item geben. Ja, oder? Aber das ist ja, das ist random, weißt du, das ist irgendwie. Ja, deswegen wollte ich ja herausfinden, was da sein könnte. Da oben ist übrigens eine Flugkappe. Oh, dann ist es hier.
Da kommen wir hin, wenn wir in der Hazy Maze. Nee, okay, aber Johnny, nochmal zu deiner. Es gibt auch in Mario Bros. 3 ein Level, wo man groß und klein wird und sowas. Oder die Welt. Oder generell zur Situation. Möchte ich mal anmerken, dass Mario groß und klein wird, ist so sein Ding. Das ist das Mario-Ding, seine Größe zu ändern. Nein, das verstehe ich nicht. Halt den Mund. Also, sagen wir mal so. Theoretisch, wenn sich nichts ändert, dann kann man es eigentlich nie wissen, ob jetzt etwas gewachsen ist oder ob die Welt um ihn herum geschrumpft. Versteht ihr, wie ich meine? Es ist immer relativ. Ja, aber wenn wir in den Kontext, dass Mario der Typ ist, der als kleiner Mario startet, mit dem Pilz größer wird und sowas, wenn das dazu mit einbedenkt. Ja, aber das passiert in diesem Spiel ja nie. Ist mir auch egal. Ich meine, ja, aber was ist das hier für eine wie gesagt, beide Sachen könnten halt absolut stimmen, finde ich. Es könnte sein, dass Mario größer oder kleiner wird oder dass das zwei verschiedene Welten sind, die unterschiedlich groß sind. Das haben wir ja auch schon gesagt, wir sind uns alle einig, dass es spieltechnisch so gemacht wurde, dass die Insel kleiner wird. Ja, schon klar. Ja, klar, spieltechnisch ist es so. Ja, ich wollte nur vorbeugen, dass da Leute hinschreiben, Insel. Ihr seid sehr auf Kommentare fixiert heute. Nein, bin ich nicht. Nein, ich auch nicht. Das ist ein Gerücht. Natürlich nicht. Das habe ich nur von Fully adaptiert. Von mir adaptiert? Ja, nicht adoptiert, sondern adaptiert. Ich bin ein Adapter. Johnny, 9 Volt. Brauche ich gleich. Oh, da ist ein Stern. Ich weiß. Siehst du den? Aber links. Links. Nein, links. Ich habe ihn gesehen, aber ich musste irgendwie... Links. Er fliegt durch die Luft Kamera. Und gibt ihm Richtungsangaben. Was seid ihr denn von der Scheiße? Das ist ja gut. Wo können wir von hier aus am besten... waren wir in der Welt da drüben schon mal? Ja, aber ich weiß gerade gar nicht. Ich muss zugeben, ich habe nicht wirklich im Kopf, wo wir wohin gegangen sind. Ja, ich auch nicht. Es ist sehr verwirrend. Es ist schon ein bisschen her. Oh ja, das ist Bomb Pop Battlefield. Ja, das schon, aber die andere Seite. Oh, ich dachte, bis auf die andere Seite fehlt uns noch. Das bedeutet, irgendwo muss es eine Fragezeichenbox geben. Welche einen Stern. Sind wir jemals den Berg hochgeklettert? Alter, wir können Kanone fliegen. Geh auf die Insel. Oh. Waren wir jemals auf der Insel? Nein. Nein. So, die roten Münzen wären auf jeden Fall auch eine Option. Aber ich habe gehört, ihr wollt auf die Insel. So, die Sache ist, man muss einfach nur auf Goofys Auge zielen. Goofys Auge? Goofys Auge. Als ob du das schon wieder vergessen hast. Ich glaube, das haben wir dir schon mal gezeigt. Habt ihr? Die Wolke da oben. Achso, ja. Shit, was hier? Das aus wie Goofy. Nein, das Auge. Das ist doch sein Ohr. Das ist das Auge. Nein, das ist nicht das Auge. Klar, das ist das Auge, siehst du? Kein Problem. Da kannst du übrigens auch ganz woanders hinzielen, aber von mir aus. Ich ziele halt, wo. Ich habe vergessen, wo man hinziehen muss. Ich will ehrlich sein, ich weiß es nicht mehr. Okay, stell dir ein Goofy vor, ja? Ja. Yeah. Und dann zieh auf sein scheiß Auge, so wie du es gesagt hast. Was ist los mit dir? Das? Nein. 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 Links. Links. Das ist doch sein Ohr. Nein! Das da vorne ist seine Schnauze. Das soll die Schnauze sein. Das ist sein Ohr. Moggy, da hast du immer hingezielt und selbst gesagt, Goofys Auge. Hast du dich verarscht? Das ist das Ohr, das ist bisschen, falsch. Nein, es war ein bisschen weiter unten. Das war sonst richtig. Ich hab das Gefühl, diese Stretch ist nicht sonderlich konsistent. Ich mag die Sache nicht. Doch an sich, doch klar ist sie das, wenn du dir das richtige Ding... Geh mal so ein bisschen knapp links über die Ecke von der Insel. Fliegst du nicht zu weit jetzt? Nee. Nee, ich glaube, wenn man höher zielt, fliegt man absolut nicht weit. Das Problem ist nur, hier oben gibt's nichts. Doch, die Flugkappe. Ja, die Wingcap. Die gab's auch woanders. Ja, aber du kannst dich nach oben schießen. Wo nach oben? Du nimmst die Flugkappe, gehst in das Loch da... Ja, das weiß ich ja. Wo soll ich mich hinschießen? Ja, irgendwo nach oben, damit du Überblick hast. Ja. Kannst dich umgucken. Also außerdem macht's Spaß. Wie wär's damit, Moggy? Ich hab mal ein bisschen Spaß. Nein. Flugkappe Nummer 2. Mein PC geht wieder aus. Warte, ist es die Box? Dann haben wir die schon geöffnet, oder? Als ob wir die noch nicht hatten. Die ist ein bisschen nervig. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir... Da ist der Cooper-Panzer. Nimm die Cooper-Shell. Nee, der... Ah ja, stimmt. Ist sie wirklich hier? Yes! Nein! Oh mein Gott. Oh ja, da hinten.
Manchmal würde ich dir gerne den Controller wegreißen. Ich nicht. Und dann würde ich es genauso wenig schaffen, wahrscheinlich. Ja, diese Leute, die anderen den Controller wegnehmen wollen. Was ist oh Gott, Cooper, das ist mein Panzer. Ich würde es gerne machen, das heißt nicht, dass ich es tue. Hey, komm schon, gib mir meinen Panzer zu. Oh, du hast ihn voll getötet. Er kann nicht auf der Straße rummeln und sich damit schwer, wenn er überfahren wird. Oh mein Gott, Mario, jetzt. Das sind wie die Leute, deren Motorroller geklaut wird und dann stellen sie sich in den Weg. Dann werden sie einfach überfahren. Ja, diese Idioten. Das hat man schon okay, sehr oft gesehen. Okay, warte, das wird so nicht funktionieren. Okay, pass auf, mach einfach einen Doppelsprung. Und zwar so, dass du die Schräge nicht von der Seite her, sondern schön gerade im rechten Winkel zur Schräge kommst. Was? Das sind 45 Grad. Er hörte nicht was? Zu, Johnny. Ja, von da so ungefähr. Ja, genau. Das ist komplett überfordert. Natürlich bin ich überfordert. Guck ihn dir an, Foni. Ja, komm. Wissen wie untertrich das zu steuern ist? Ja, Mario hat tatsächlich eine sehr eigene Steuerung. Gott! Die Ecke ist halt echt dumm. Okay. Ich meine, das ist schwerer als der tatsächliche Stern. Wir nehmen Wetten an. In den nächsten 3 Versuchen schafft er es oder erst in den nächsten 15. Geht er doch hoch! Nein, er schafft es auch nicht, in die Kanone reinzugehen. Nein. Pass auf. Okay, er schießt sich genau gegen die Box. Ich glaube, so weit kann die Kanone sich gar nicht drehen. Ja. Okay, das war gut soweit. Ich fand es auch sehr sinnvoll. Da sind übrigens nur Münzen drin, pass auf. Gibt es überhaupt eine Box in Boba Battlefield mit Münzen? Ich glaube nicht. Weiß ich nicht mehr genau. Nee, ich glaube nicht. Gott, wie kann ich... Ja! Komm schon. Nein! Kannst du nicht von oben... Oh, Moment, warte. Ja. Aber du kannst auch von oben eine Stampfattacke drauf machen, glaube ich. Du versuchst immer oben drauf zu landen. Geht das? Ich glaube, das müsste gehen. Also zumindest kann man die Blöcke mit Stampfattacken öffnen. Fucking Mario, geh jetzt da hoch! Da bleib oben! dieser Weitsprung gerade. Du darfst nie hechten, dann bist du verloren. Dann verlierst du jegliches Movement. Hechten? Okay, wie zum Fick komm ich da hoch? Siehst du den Schatten da? Ja, so. Das finde ich gut. Das ist ein guter Ansatz. Oh, ich war fast! Genau so. Ich muss nur von weiter hinten starten. Nicht unbedingt. Du kannst einfach den Stick entgegen... deiner Sprungrichtung halten in dem Moment. Yes! Sehr gut! Jetzt muss ich den Stern erwischen! Fuck! Das war eine das sollte einfacher sein. Ja, das kriegst du easy hin. Ich meine, du hast auch den Baum direkt dort. Du brauchst keinen bestimmten Winkel. Nimm den Baum. Oh mein Gott, wenn die Kamera so von oben auf die Bäume geht, merkt man echt wie... Merkt ihr das? Wie einfach so am Boden kleben. Gute Bitmaps. Oh Gott. Mir wird schwindelig, hör auf! Na, wisst ihr, was ich jetzt mache? Hätte ich mal diven sollen? Ich überlege, ob ich mir einfach die Flugkappe jetzt holen soll. Willst du mich verarschen? Du kannst, glaube ich, sogar einfach dein Rückwärtssalto machen, den du immer so gerne machst. Nicht nötig, ja, ich habe den Dreisprung richtig raus. Nicht nötig? Kein Problem an der Stelle. Vielleicht habt ihr ein Problem. Dreisprung ist das Beste. Ja, Dreisprung ist ziemlich gut. Da gehört gewisses Timing dazu. Und Timing macht mir Angst. Wo können wir noch hinschauen? Kennst du den glitzernden Dreisprung? Ja, yeah, wir kommen auf 120 Sterne. Oder? Ich habe 120 Sterne einmal geholt in dem Spiel. Ach ja, stimmt. Hast du den geheimen 121. Stern geholt? Sind wir hier. Ich versuche, die roten Münzen mitzunehmen. Es ist halt kein so großes Level. Es sollte eigentlich wirklich machbar sein. Oh. Ich erinnere mich irgendwie nicht, dass hier der Eingang dafür war. Wir waren noch 5 schon mal hier. Ja, da vorne ist der Eingang. Ich will halt am Anfang des Levels anfangen zu sammeln. Weil wir aus dem Cool Mountain rausgekommen sind und dann einfach direkt reingesprungen sind. Und dann waren wir hier. Erinnere ich mich an die Dinge, die vor 10 Minuten waren. Das wäre es gestern gewesen. wie die Spawning-Positionen eigentlich berechnet werden, so von Mario selber. Man ist halt nicht einfach am Level anfangen. Ja, das ist. Bei den Bowser-Leveln ist es seltsam. Wieso ist das nur bei den Bowser-Leveln seltsam? Ist bei allen Leveln so. Ja, weil man sie. Weil es da verschiedene Spawnpunkte.
Man kann das von verschiedenen Leveln aus betreten, man spawnt an verschiedenen Punkten. Da kommst du jetzt nicht raus. Nein, kann man nicht. Hey, warte, Moment, was? Doch klar, wir haben doch das Level aus zwei verschiedenen Gegenden betreten, oder nicht? Sie haben nicht auch gelernt, als wir... Na, Moment. Ach, ich hab keine Ahnung. Habe ich auch gerade gedacht, ehrlich gesagt. Und dann habe ich mich erinnert, dass wir wahrscheinlich doch über Kulko Mountain hier gelandet sind. Es ist halt mit der Zeit mit diesen anderen Level-Entries, das wird verwirrend. Ich meine, dass man Bowser-Level aus zwei Locations betreten konnte. Im Original? Nein, in dem. Nein. Im Randomizer. Natürlich nicht im Original. Okay. Aber es gibt ja Level, die man... Also es war eigentlich nur Gulliver Gumba müsste es zweimal geben, oder? Ja. Ja, Gulliver Gumba. Oh oh. Vorsicht. Gulli Gulliver. Bist du noch als Gulliver ist runtergefallen, ist Brand da hinten stand. Obwohl, wir haben Kuku Mountain mit den zwei Punkten, weil Gulliver Gumba einfach komplett durch Kuku Mountain ersetzt wurde. Oh oh. Das ist eine Welt, in der ich leben will. Eine Welt, in der Gulliver Gumba komplett durch Kulkul Mountain ersetzt wurde. Stimmt, Kulkul Mountain hat jetzt zwei Eingänge, aber die Bowser-Level, daran kann ich mich nicht erinnern. Ja, ich bin mir auch gerade unsicher, weil wir hatten zwischenzeitlich auch den Seed zurückgesetzt und sowas. Das ist der 000-Seed gewesen. Ja, das hat alles ja noch durcheinander gebracht. Mein Kopf. Weg! Wir brauchen auch nicht mehr so viele Sterne. Ja. Yeah. Das sollte machbar sein. 30 Sterne und dann sind wir fertig. Obwohl, wir wissen gar nicht, wie viel wir brauchen, in dem Teil hier. Warum sollte man eine andere Anzahl als 70 brauchen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass schon allein, um hier hochzukommen, in das zweite Stock wir 53 brauchen oder so. Vielleicht sind es tatsächlich mehr. Das wäre aber ganz schön viel. Yeah. Ich meine, dass es 70 waren. Wir haben mal nachgeschaut. Das würde auch keinen Sinn machen. Wir haben mal nachgeschaut. Doch einfach irgendwas ausdenken. Vor allem, wir müssen einfach nur das letzte Bowser-Level finden, eigentlich. Wir waren schon mal da. Wir waren nicht im letzten Bowser-Level. Du hast recht. Vielleicht haben sie die Location. Wir haben sich schon darauf geeinigt, dass sie das letzte Level nicht randomized haben. Ja, wahrscheinlich. Weil sonst alles nicht als viel Sinn ergeben würde. Naja, wir wissen es einfach nicht, aber es klingt sinnvoll. Ja, aber du könntest ja sonst ein Seed haben, wo du direkt da bist. Ja. Wer weiß, vielleicht packt die Logic das auch eher in spätere Level. Oh nein, mein ist ja fucking Gott! Oh nein! Nicht im Poser! Oh mein Gott! Das hast du falsch gemacht. Ah, okay, der Stern ist keine Option. Wie er es vielleicht besser hätte machen. Besser ja, er hätte einfach ein Kamikaze-Versuch machen sollen und das Ding holen. Nicht den Bowser besiegen. Warum nicht? Wenn du den Bowser besiegst, kannst du dich wieder zurück. Bring dich um. Spring mal runter. Okay. Dann bist du wieder davor. Das war ziemlich sehr unfreundlich von dir. Man sagt Leuten nicht einfach, dass sie sich umbringen sollen. Ich finde die Sache mit Kamikaze und Suizid, die Fully hier vorschlägt, ist ein bisschen bedenklich. Die Münze jetzt alle wieder da. Du hast letztens die Jokes gemacht. Alle wieder da? Wirklich? Ja. Yeah. Oh, wow. Ich habe letztens die Jokes gemacht über... Das wusste ich nicht. Ja, nein. Das wird nicht hinhauen. Verlass einfach den Kurs. Ja, das werde ich jetzt auch machen. Ich wollte vorhin Bowser noch besiegen. Weil ich dachte, ich verliere kein Leben. Und nicht mehr Stage sagen, sondern ich sag einfach Kurs. Das gefällt mir. Kurs machen wir Welche Welt war das hier? Ja, das meine ich. Ich weiß nicht, ob wir da jemals schon waren. Keine Ahnung, wir waren da schon drin. Snowman's Land. Ja, oh, da sollte es auch ein Buffet geben. Ah, ich liebe diesen Spawnpunkt. Du kannst ein Siglo. Oh, ich werde das Siglo super. Ich werde aber erstmal zu anderen Dingen rübergehen. La la la. Das war die einzige Stelle im Spiel, das Iglo, wo man tatsächlich mal kriechen musste. Das stimmt, das ist die einzige Stelle. Ich meine, immerhin gibt es eine Stelle. Du musst das aber, ist immer noch mehr als mit dem hier. Wieso, den kannst du doch immer benutzen. Der ist immer hilfreich. Der haltert dich auf. Hier, das kannst du machen, anstatt zu kriechen. Dieser fucking Breakdance Move. Der so und ich muss aber sagen, als Kind, also in der Anleitung standen ja alle Moves drin. Und ich habe ewig gerätselt, weil ich habe halt nur die Bilder gesehen, welche Knöpfe ich drücken muss. So wie ich das die Scheiße lesen konnte mit 4 Jahren oder so. Und ich war halt immer wieder, was macht man mit dem Move? Ich verstehe es nicht. Was bringt der? Und dann selbst als ich älter wurde, war ich noch so. Was macht man mit dem Ding? Wir haben immer gar nicht geworbt. Shit, das war das Iglo, was ich meine. Ich dachte, hier kommt man auch noch in eine extra Welt, aber hier ist ja eigentlich ein Stern im Originalspiel.
Ja, ich hab mich gerade gefragt, was macht Mogi da eigentlich? Ich kann dir sagen, was ich nicht mache, hier jemals wieder rauskommen. Ja. Tatsächlich. Normalerweise hätte ich der Stern ja auch weggespawnt wieder. Ach wirklich, Wulli? Mhm. Soll ich dir das erklären, Johnny, wie das funktioniert? Ha ha ha. Ich wollte gerade noch über irgendetwas Interessantes reden. Ich weiß nicht über was. Hat's mit Schneemännern zu tun. Mogi, was hast du gerade nochmal erzählt? Johnny, möchtest du einen Schneemann bauen? Ja, da oben ist ein Stern. Du einen Schneemann bauen? Wow, ich weiß den Text wirklich absolut nicht weiter. Okay. Ist auch gut so. Ich auch nicht mehr. So, pass auf, ich will jetzt den Green Shell mitnehmen. Das ist ein Leben. Die Green Shell war da weiter hinten. Ja, habt ihr den Sprung gesehen? Der war grundsolide. Der war wirklich ach, genau, solide. Den Sprung. Mach nochmal. Da. Lauf mal. Mach dann anstatt einen Waldsprung, mach mal B. Hat er vorhin auch gemacht. Ja, weiß ich. Was war das? Nein, du sollst einen Waldsprung machen, aber anstatt A, B. Achso, ja, das habe ich doch vorhin gemacht. Ja, ich weiß. Mach den nochmal. So, und damit kann man auch ins Igloo. Siehst du, man muss nicht fliegen. Oh. Okay. Ja, aber es ist die Kriegtaste. So, ich habe vorhin noch einen wilden Stern hier gesehen. Ja, ja, wilden. Ein wilder Stern unterwegs. Glaubst du, Mario zähmt die Dinger? Ja. Cool. Er was? Zähmt die Sterne. Ach so. Ich glaube, er breedet sie. Er züchtet Sterne. Competitive Sterne. Okay, jetzt wird's eklig. Ich meine. So wie Morgi seine Regenbögen im Garten. Yo, willst du einen Regenbogen? Mit 10er gehört der dir. Ist das nicht Boos Villa? Nee. Oh, da waren wir schon. Ich überlege. Ich will nochmal ins Snowman's Land gehen, ehrlich gesagt. Ja. Wo war. Ich würde halt wirklich gerne vom Snowman's Land. Hat eine andere Spawn-Position? Nein, bisher hatten noch nie diese Locations innerhalb der Welt eine andere. Ja, ich denke, es sollte eigentlich normale sein. Wobei, ach so, du meinst das Iglu selbst, sorry. Ja, ja. Du meinst, wo er uns das Iglu hinbringt. Yep. Das ist vermutlich hier, könnte ich mir vorstellen. Jo. Der Gegner kommt gelegen. War nicht gerade in der. Perfekt. War nicht in der grünen Giftgrotte eine andere Position für was? Das funktioniert überhaupt gar nicht rein. Das geht doch nicht. Ich bin mir total. Du Lüchner! Ich hätte das schon mal gemacht. Hinten am Iglo ist keine Kollision, da kannst du mit einem. Ach, guck, du kommst Sprung da sowieso rein. Nicht. Ich glaube, man kann da schon rein. Du warst nicht am richtigen Punkt. Was da stimme ich dir zu. Ich glaube auch, dass man was, da rein was kann. Was machst du da? Das ist Eis, das ist schwer. Ja, aber wieso schlägst du die? Weiß ich nicht. Wieso soll ich springen? Siehst du, wie niedrig hier die Decke ist? Ja, das stimmt. Das ist wie in meiner Wohnung. Bist du schon klaustrophobisch? Ich meine, eigentlich ist die Decke bezogen auf Mario extrem hoch. Ich meine, mal gehört zu haben, es gibt die Angst davor, vor einer zu niedrigen Decke. Dass Leute Angst kriegen, die Decke könnte ihnen auf den Kopf fallen. Ich glaube nicht unbedingt, dass sie die Angst haben, dass die Decke direkt auf den Kopf fällt. Das klingt eher wie etwas, was Gallier damals sich Sorgen gemacht haben, dass der Himmel das macht. Aber niedrige Decken sind vermutlich trotzdem recht klaustrophobisch. Hast du hohe Decken? Nee. Ich habe eine dicke Decke. Komm ich da rein? Aber ich nicht. Du kannst über die Dinger springen und du musst irgendwo. Kann ich überall drüber springen? Es gibt eine Stelle, da kannst du drüber springen. Ja, das habe ich gerade eben gesehen, aber hier auch. Nee, ich glaube nicht. Oh, fuck. Das heißt, es bringt gar nichts, darüber zu springen. Da ist ein Stern. Ja, deswegen wollte ich die Kappe mitnehmen. Weil wir kommen an das Power-Up gar nicht ran. Oh, der Stern ist gar nicht im Eis. Der ist einfach hier. Ich dachte, der wäre weiß. Der allzu Verlässige wird mir helfen. Yes. Wieder mal geschafft. Der als Kind dachte ich, das ist so der beste Sprung, den Mario hat. Was heißt das als Kind? Moggy immer noch. Und er hat auch nicht ganz unrecht. Eigentlich ist nur der Dreisprung besser. Nein, ich weiß nicht. Viele. Sehr schlecht zu koordinieren, der Dreisprung. Viele Speedrunner appreciaten den Rückwärtssalto nicht gut genug. Ja, stimmt. Ich mache auch immer den. Seitwärtssprung. Ja, das machen alle. Boy, the big bully. Oh, die für Lava Land. Da ist der Stern immer noch. Hier waren wir schon lange nicht mehr. Hast. Ja, weil wir hier, als wir zuletzt hier waren, hatten wir den falschen Seed. Und dann waren wir verwirrt.
Da waren nämlich zwei Sterne im Vulkan direkt nebeneinander. Naja, wir waren hier ein paar Mal, aber Moggy ist in der Regel hier oft gestorben. Spring in die Lava und schnapp ihn dir, Tiger. Bulli und ich hatten übrigens beide Unrecht, so. als wir sagten, du müsstest in die andere Richtung. Du hast den Bulli gebraten, da ist der Stern gespawnt. Du bist auf dem richtigen Weg gewesen, dann habe ich gesagt, wo gehst du gerade hin? Also musst du den Bulli nochmal in die Lava schmeißen. Dazu muss ich sagen, ich habe ihn ich habe das Video geschaut und ja, ich kann bestätigen, dass wir nicht auf dem richtigen Weg waren. Doch, okay. Jetzt sind wir andersrum der Meinung, oder was? Wie was, wo ihr mir gesagt habt, oh, der Stern ist gespawnt, geh da hin, das war der eine, der hat mich dann zu dem gelotst, der immer spawnt. Ne? Ja, richtig, das sehe ich genauso. Ne, vor allem warst du ursprünglich auf dem richtigen Weg. Das weiß ich nicht mehr. Der ist ja komplett aus meinem Blickfeld, der verschwunden, nachdem er gespawnt ist. Quasi. Also er spawnt da hinten auf diesem beigen Block. Oh Gott! Oh, war! Oh! Weißt du, das wusstest du nicht? Doch, aber. Moggy weiß einiges nicht. Ich wusste es gerade nicht mehr. Das ist eine Sache, die man nicht allzu oft verwendet. Das stimmt. Ja, weil normalerweise, glaube ich, ist das Auge ja auch da, ne? Ja, das ist ein echt komischer Spot, wenn ich ehrlich bin. Weiß ich nicht. Ja. So. Wollen wir den Vulkan nochmal schauen? Ja. Nee, mach ruhig den Boy the Big Bully ruhig nochmal. Oder mach den Bully. Ja, was auch immer. Wonach es hier gerade steht. Wie du dich gerade fühlst. Vielleicht will ich sterben. Wohin der Wind weht. Nein, ich habe mich dagegen entschlossen, ich will leben. Wenn du das Leben einsammelst, kriegst du eigentlich volle Leben? Nein. Das wäre interessant, weil ich. Ja, okay. Weil das hätte mich gewundert, das habe ich noch nie gesehen. Aber ich war mir mich hätte es auch gewundert. Das habe ich dich auch noch nie gesehen. Weil es nicht so ist. Mich würde nicht gewundert, weil das passiert nie. Aber probier es trotzdem mal aus. Das ist so eine gute Logik. Gott, ich liebe es. Das würde mich sehr wundern, das passiert nämlich nie. Explodiert der Bulli eigentlich, wenn du ihn jetzt trittst? Ich meine, normalerweise passiert das nicht, aber ja, es würde mich auch wundern, weil das passiert ja nicht. Okay, einmal bei dem, ist okay, oh, da, wo zweimal der damit übertreibst. Nein, ich hab's jetzt gemacht, weil man so alles spawnt da hinten. Nein, beruhig dich. Der ist beim letzten Mal woanders gespawnt. Nein, der war ja, genau der hier. Ist letztens auch woanders. Der ist doch bei irgendeinem Metallteil gespawnt, oder nicht? Nein, der ist genau hier gespawnt, deswegen, ich meinte gerade, der ist auf diesem beigen Block gespawnt. Ah, oh, weißt du, was das heißt? Ich hätte ihn mehr den Holzblock genannt, aber du hast recht. Ich frage mich auch, warum ist das ein Holzblock? Und ja, die Texturen sind manchmal ein wenig schlecht. Warum sollte ein Holzblock oh, in der Lava sein? Wieso? Oh nein! Oh, der ist der letzte! Oh ja! Yeah. Also wenn es Selbstbedienungsbuffet gibt, dann ist es Tic-Tac-Trauma. Ich weiß nicht, was... Ja, aber dafür muss man sich durch Tic-Tac-Trauma bewegen und das ist schwer. Das stimmt, aber du musst es nicht einmal wirklich nach oben, oder? Du hast in Tic-Tac-Trauma eigentlich noch gar nichts erreicht. Und du hast alles. Das ist fertig. Ja. Kannst du raus? Wir können so, wisst ihr, was, wisst ihr, welche Welt wir noch nicht waren? Ich muss raus! Wumms Wuchtwall. Ja, aber bei dem zweiten Bowser, da ist ja diese Wasserwelt davor. Und die verschwindet bei uns nicht. Wir können nicht bei dem, was dahinter ist, rein. Generell würde ich gerne mal das... Kommt man zu der Welt, wenn man das Wasser ablässt? Du musst nur den U-Boot-Stern holen bei Dire Dire Docks. Ja. Ja, wollen wir Dire Dire Docks? Wo das ist? Ja. Bin ich mir unsicher. Geh mal ins Aquarium. Ich glaube, es war nicht im Aquarium. Genau, wo das hinführen. Ja, aber ich weiß es nicht mehr, was da ist. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich erinnere mich noch. Das ist eine Lüge. Was? Ja, ich wollte gerade sagen, dann hättest du es schon erwähnt. Oh, also die Rutsche. Ach ja, richtig. Also ist du unter 20 Sekunden. Ach so, geh mal in die Rutsche. Wir haben alles bei der Rutsche gemacht. Nein, in diese Rutsche, in das Fenster. Da waren wir auch schon. Wir können nochmal nachschauen. Ich habe halt auch komplett die Locations vergessen. Oh, stimmt. Wir waren Wet Dry World hat ja auch noch einiges. Ganz unten war noch ein Selbstbedienungsstern irgendwo. Ja, wir haben uns den aufbewahrt. Ja. Yeah. Gefunden. Ich weiß nicht mal, ob es der ist. Ich glaube, es gibt noch einen. Wet Dry World können wir auf jeden Fall nochmal aufsuchen. Oh, das war ein volles schönes Bild. War ein echt schönes Beendungsbild. Also, wir wollen. Zum Peach Rutsche, da müsste Wumms Wuchtwasser. Ich überlege nämlich nein, die ganze Zeit. Nein, der ist nicht, wir waren bei Peach Rutsche. Nein, du bist Wumms Wuchtwasser, weil es hinter Bild dem. Von Peach Rutsche ist. Ja, geht da. Welche Welt war denn da? Da waren wir schon, wie gesagt. Ich denke, dass Wumms Wuchtwasser hinter der zweiten Bowser-Welt ist, wo wir nicht rein können, weil wir den U-Boot-Stern nicht haben. Hier waren wir schon? Ja. Also, ich. Oh ja, wir waren hier.
Ja, wir waren hier. Vermutlich waren wir hier schon. Versuch's doch einfach mal. He didn't even try. Ja, jetzt kannst du es vergessen. Ich meine, ja, jetzt verkackt. Das ist so ein gewaltiger Höhenunterschied, das bekomme ich nicht hin. Siehst okay. du die Scheiße? Ja, ich habe das Gefühl, das ist einfacher als die echte Mission, aber. Nein. Bei der echten Mission wusste ich ewig nicht, dass du eigentlich nur ganz vorsichtig nach vorne fliegen musst. Ja. Was hat mir hier unten noch alles? Eine kleine seichte Spirale nach unten. Wo kommt man raus, wenn man da durchgeht? Das wissen wir nicht. Nirgendwo. Was? 13 mehr Sterne? Was? 13 mehr Sterne. Das ist merkwürdig. Warum brauchen wir so viele? Oh. Hä, beim letzten Mal, als wir hier waren, sollten wir da doch auch 13 mehr haben. Warte mal, wie kommen wir... Wir können doch einfach... Können wir nicht einfach zum zweiten Bowser-Level? Weiß jemand noch, wie man da hinkommt? Dann sterben wir dort und dann kommen wir in diesen Bereich ja, raus. Das stimmt, und das stimmt. Dann können wir nach Daya oder dort, wo eigentlich Daya Dauer sein sogar hier? Soll. Nein, das ist ja. Was ist das erste Bowser-Level? Das bringt uns leider gar nichts. Ich bin so fucking verwirrt gerade. Ja, warte mal, hier war der zweite Bowser, oder? War das? Ich weiß es nicht. Der war doch jetzt nicht überall. Er war irgendwo. Irgendwo war er auf jeden war Fall. Er. Er war tatsächlich hier. Er war wirklich hier. Du meinst, ich soll sterben? Kill yourself, ja. Man kann da sehr tief fallen. Mhm. Man kann da auch hello, auf Pulli Mario! Ja, ist auf die Brand langlaufen, ziemlich cool. Yeah! So, und jetzt haben wir zumindest diesen Eingang. Das heißt nicht, dass hier jetzt das U-Boot. Da waren wir doch auch schon drin. Ja, klar waren wir hier drin. Das Hazy Maze Cave. Mm. Ah, okay. Mm. Oh, oh. Shit. Oh, hey. Wir waren. Oh, da ist ein Freebie. Die sind hier überall. Freebie. Magst du hier Frisbees? Nicht besonderlich, ehrlich gesagt. Wir haben das in der Schule mal so. Nicht professionell, aber ihr wisst, was ich meine. So ein Sport daraus gemacht. Ja, wir hatten dieses in der Schule im Sportunterricht Frisbee werfen. Disc Golf? Wie heißt denn das nochmal? Nein, das heißt. Es gibt's bei Wii Sport Resort. Ja, das stimmt. Ja, Big Blue Sound. Da gibt's auch noch so viel zu holen. Ja, gab's hier nicht auch voll viel? Ja, es gab ja auch noch den einen herumschwebenden Stern. Ich glaube, den haben wir noch. Oh, ich könnte mir sogar vorstellen, tatsächlich, dass der Eingang zu Bowser Sub, zu seinem Sandwich, dass das hier der Bugkäfig ist. Der Bugkäfig? Nein, der Bugkäfig führt uns zu dem einen letzten Regenbogen-Level. Oh. Ach ja, das ist mit den Kanonen. Oh nein. Das heißt, das bringt uns nur bedingt viel. Schauen wir uns ein bisschen mal in dem Haus um. Und im Karussell war das große Auge, was als Boss zählt. Ich habe übrigens nachgeguckt, das ist wirklich ein Boss. Das musst du der Fully genauer wissen. Ja. Und das hat ihm keine Ruhe gelassen. Nein. Eigentlich habe ich zufällig ein Video geguckt, wo irgendjemand was mit Mario 64 gemacht hat und auch dann das Auge als Boss betitelt hatte. Und ich dachte mir, ja, yeah, es ist ein Boss in the Game's Data. So, dieser random Typ ist jetzt der hier... dass die Diskussion jetzt gewonnen hat, oder was? Es geht um Daten und da ist das halt unter den Bossen verzeichnet, das Auge. Die haben in den Daten, Mann, von Mario 64 so was wie eine Grid für Bosse und für normale Gegner. Ich glaube, Bosse haben gewisse Values. Hm. Das ist, glaube ich, das, was man darunter verstehen kann. Ich verstehe sowieso nicht genau, was es mit dieser Diskussion sich hat, weil ob es ein Boss ist oder nicht, ist in gewisser Weise liegt im Auge des Betrachters. Spawn Stern. Ja, in gewisser Weise. Ich meine, die einzigen tatsächlich objektiv, vermutlich als objektiv betrachtet werden. Also, die Bosse, die objektiv als Boss betrachtet werden müssen, sind vermutlich die drei Bowsers und mehr nicht. Nein. Ich meine, König Bob-Omb, der riesige Wump, das, keine Ahnung, das können ja auch wenn der Missionstitel, sein. Wenn sein Name Missionstitel vorkommt und man ihn nur einmal bekämpft, ist er ein Boss. Ja, deiner Einstellung ist das so. Ich hab meine ganze Philosophie dahinter ja gar nicht verstanden. Kennst die Kombination nicht mehr, oder? Oben, rechts, links. Das war Zufall. Das ist kein Zufall. Ich weiß, was ich mache. Was denkt ihr? Übrigens, das ist, glaube ich... Och, komm schon. Das bringt mir nichts. Übrigens, die Kombination ist ein Ocarina of Time-Lied, aber ich weiß nicht, ob das so voll ist. Ich glaube, das ist Sarias-Lied, oben, rechts, links. Ist das nicht London? London? Jo, wir haben ein Problem. Wir sind nicht so viele Gratis-Sterne, wie ich gedacht hätte. Du kannst noch nach unten gehen. Ja, aber unten sind... Da waren wir schon.
Was für Gratissterne? Wir haben noch sehr wenige Gratissterne. Müsste nicht das Auge irgendwo unten sein? Wir haben nur einen Gratisstern hier gesehen. Das Auge kann ich ja nicht besiegen, weil es in so einem engen Gang ist, dass ich nicht im Kreis um das Auge herumlaufen kann. Sah zumindest so aus. Was du noch machen könntest, ist versuchen, den großen Bu zu töten und dann versuchen wir aufs Dach zu kommen. Ja, das ist wahrscheinlich ja die sinnvollste Möglichkeit noch. Sollte funktionieren in der Theorie. Ich fand es immer so viel schwerer, aufs Dach zu kommen, als den Bu zu killen. Obwohl, ich fand es schon schwer, zum Bu überhaupt zu kommen. Spawnen hier die Bus? Das ist aber, glaube ich, auch Absicht. Also, früher kam ich auch extrem schlecht an den Stern ran, sobald ich den getötet habe. Ich weiß nicht, das Karussell. Es ist ja auch nicht schwer, den Bu zu töten, muss man sagen. Nee, den zu besiegen nicht, aber hinzukommen. Hat der nicht stimmt, schon in dem Level tötet man dreimal Big Bu, ey. Yeah. Wirklich? Ja. Yeah. Oh mein Gott, ja. Okay. Dann haben wir wohl den Stern. Okay. Es gibt einfach keine Gratissterne, weil man einfach nur die Big Bus suchen muss. Darauf läuft alles hinaus. Sollten Sie in einem Switch-Remake, was definitiv kommen wird und nicht nur Wunschdenken von mir ist, so ein paar Missionen vielleicht ein bisschen verändern, damit sie ein wenig interessanter sind. Also ich finde, wenn das Switch-Remake nächstes Jahr kommt, sollten sie definitiv eventuell ein paar Missionen ändern. Ja, da gebe ich dir schon recht, Fully. Ich meine, wenn sie das Remake schon machen, könnten sie sich auch ein bisschen Mühe geben. Ist echt so, ne? Dafür ist ein Remake. Oh ja, benutze ihn, um abzubauen. Ach, das wäre echt ziemlich cool. Ach, komm schon! Was? Oh mein Gott! Komm schon! Ah. Mach einen Wandsprung. Mach einen Wandsprung auf den Bu. Du musst ihn ein bisschen anlocken, du musst ihn kommen lassen. Okay. Wie eine Kupplung. Oh. Ich bekomme nicht genug Höhe. Moment, ich bekomme generell nicht genug Höhe. Wie eine Kupplung. Versuchen wir mal den Dreisprung. Ich glaube, das sollte funktionieren. Also wenn man er nicht abgebrochen hätte. Er traut sich einfach nicht. Oh nein, das wird zu hoch. Das wird doch sowieso nichts. Wisst ihr, wie grusig das ist, wenn ihr ungefähr 3 Meter in Höhe seid und euch und dann ein paar Vorwärtssaltos macht? Und ich denke, wie haben meine Beine mich hier hochbefördert? Und wie soll ich denn jemals unbeschadet runterkommen? Das werden meine Beine noch bereuen. Oh nein. Deine Beine sagen dir, ja, das werden wir bereuen. Dein Verstand sagt, ja, yep, das werden wir bereuen. Und aber dein Mund sagt, Yahoo! Und dann sagt alles Crunch. Schmerz. Wieso ist Mips nicht schon wieder hier? Mips das zweite Mal nicht bei 50 Sternen? Okay, so langsam reicht's mir. Wir sollten uns echt merken, wo die Level sind, die wir nicht mehr machen können oder nicht mehr machen wollen. Wir dürfen nicht mehr in die unsichtbare Wand. So, was gibt's bei Snowman's Land noch zu tun? Boing! Du kannst versuchen, auf den Snowman hochzugehen. Ich glaube, das war sein Plan. Wenn du den rückwärts eingesammelt hättest. das wäre super gewesen. Du musst stehen bleiben, wenn du abhauen willst. Ganz ruhig. Where from the freezing come? Was ist das für eine Mission? Er wollte, glaube ich, nicht abhauen, aber ganz ruhig. Ganz ruhig. Was ist das für eine Mission, die ich gerade angenommen habe? World from the Big Pond. Gute Frage. Ich erinnere mich an den Titel, aber nein! Ich weiß nicht mehr genau. Also nochmal, ne? Dann hackt's aber. Nein, ich werde jetzt die Kanone verwenden, mach dir keine Sorgen. Ich glaube, das Ding will mit dir kuscheln. Ich weiß nicht mal, was das sein soll. Ach so, nein, das ist der Stern in der Box. Haben wir den nicht schon? Oh mein Gott! Wow. Oh mein Gott! Hä, das habe ich noch nie gesehen. Hä, was? Ich dachte auch nicht, dass es Sinn hauen wird. Ich wusste auch nicht, dass es geht. Vielleicht ist sie nicht offen, wenn man hier hoch will. Oh, das kann sein. Also hier oben gibt es auf jeden Fall nur bedingt viel. Nichts. Da wären wir wieder. Wow! So, gibt es auch einen Stern in der Box, den wir suchen? Naja, du könntest zumindest mal über den Big Pond rollen. Also damit ist gemeint da hinten, wo diese Eisblöcke dich runterschieben. Ja, nicht hier. Ich will die Cooper Shell mitnehmen. Die Eisblöcke? Oh, das wird... Nein! Ich dachte, nein! Oh nein! Ja, das wird ein paar Dinge schwerer machen. Geschafft, bevor das offen war. Meinst du diese Schneewellen? Ja, genau.
die Dinger hier, da soll man halt mit so einem Gegner rüber. Das schafft man aber ohne den Gegner nicht. Ist die Frage, ob du den da rein... Du kannst da, glaube ich, noch auf eine andere Weise rüber. Ich kann versuchen, ob es hier klappt. Erklären kann. Moment. Oh ja, das könnte auch funktionieren. Naja, das klappt nicht. Aber, nee. aber was, wenn ich aber einfach... Aber geh einfach hier hoch mit dem... Ja. Ja. Yeah! Ich war ja noch nie an der Cooper Shell oben, das ist super seltsam. Naja, vermutlich ist hier nichts. Aber es ist ein Versuch wert. Ich bin jetzt ins Gesicht getreten. Johnny, ich habe das Gefühl, Moggy wird manchmal ganz schön aggressiv. Da, mir gefällt das, das was. Oh, wenn da ein Stern drin ist, ist das ein Problem. Sein, ja. Oh Gott, das ist Bob on Battlefield die zweite. Nein, das ist doch so viel schlimmer. Das ist halt wirklich. Oh Gott. Warte, ich weiß nicht, ob das ohne Cooper Shell drin sein wird. Ich hab das so weit. Vor allem, wenn man hier schon rutscht. Mach doch schon. Was? Du machst den so spät. Jetzt schon. Viel zu spät. Du musst den Doppelsprung ja auf dieser Fläche machen, sonst kannst du. Das lasse ich euch ausfechten. Okay, also so. Jetzt. Ja. Und jetzt nochmal. Nein! Ohne das Hechten, warum machst du das immer? Ich weiß nicht, ich wusste doch nicht, dass er immer hechtet. Ich hab doch keine Ahnung, auf welche Geschwindigkeit der den Kick macht und wann er hechtet. Okay, das ist wahr. Nee, das hat nichts mit der Geschwindigkeit zu tun, sondern wohin du den Kick drückst. Wenn du nach hinten drückst, macht er den Kick. Oh, okay. Ja, ja, wir haben doch, ich hab zur Seite gedrückt oder so. Okay, dann hatte ich mal wieder Unrecht. Nein, ich weiß nicht, ob ich richtig gedrückt hab. Ja, ich bin vorsichtig. Ja, das wird nicht hinhauen. Ja, das klappt nicht. Nein. Oh Gott! Okay, das klappt nicht. Und Schuss. Gibt's hier noch was zu erledigen ansonsten? Ich meine, es würde die 8 roten Münzen geben. Ja, ich glaube, wir haben ja 8 rote Münzen und der Stern da oben, das war's. So, wo war? Wir müssen die U-Boot-Welt finden. Ja, warte mal, Wumms-Wuchtwall vielleicht? Ja, geht nochmal. Wir waren bereits in Wumms-Wuchtwall. Wie meinst du ja, das? Und was für eine Welt war da drin? Es war nicht die U-Boot-Welt. Das sicher? War nicht Wumms Wuchtwall, ja. Okay. Ich bin mir da relativ sicher. Was ist mit halt Fliegenpilz-Fiasko? What is das denn? Mountain. Das könnte tatsächlich sein. Ach ja. Nein. Aber da war ein Pilz. So, dann können wir Wumms Wuchtwall versuchen. Wenn ich jetzt recht habe, ne? War mir nicht zuletzt drin, als der Seed 0-0 war? Ich weiß es an das dem Punkt halt sein. Wirklich keine nicht Ahnung. Mehr. Shifting Sandland. Oh, oh, hier waren wir schon. Stimmt, aber hier haben wir keinen einzigen Stern. Hier können wir noch einiges machen. Hier können wir ja alles noch machen. Moggy hat sich jedes Mal hier umgebracht einfach. Naja, aber weil er auch immer da hinter der Düne gespawnt. Ich wollte ihn einen Stern mitnehmen. Oh, da ist mein Lieblingsgeier. Ja. Wie ist der nochmal? Oh, Weiher. Ne? Moggy, ich will, dass du seinen Namen noch weißt. Das war solide. Solide Arbeit. Ja, Klepto? Ja. Ja, hat er definitiv nicht bei mir gerade gehört. Naja, das habe ich auch gedacht, aber ich glaube, er hat ihn tatsächlich nicht gehört. Das habe ich gehört. Ja, siehst du. Hast du den Namen auch gesagt, das habe ich nicht gehört. Ja, Fully hat den Namen davor gesagt, aber... Was macht der Goomba da? Lass dich nicht rumbringen. Ich weiß doch, dass du den Namen mal nicht wusstest. Ich meine, der Name Klepto ergibt Sinn in dem Kontext. Wisst ihr, ich fand die Dinger irgendwie als Kind so ein bisschen beängstigend. Und die haben mich dann so gefragt, muss ich wirklich genau dort stehen, wo sie offen sind? Ist das nicht viel zu schwer? Spring da nicht rein. Ja, das war die zweite Bowser-Welt oder so. Und hier ist auch was sehr Ungünstiges gewesen. Wir waren da hinten noch nicht. Frage ist, gab es da nicht irgendein Level? Doch, klar waren wir doch. Hier. Oh, das war gut. Ich weiß nicht mehr, was es war, es war aber gut. Pass auf, jetzt ist es... Oh ja, nein, es war nicht gut. Big Busson. Egal, Alter, das wir können haben wir die gerade gemacht, ich hab's wieder vergessen. Gib's doch mir. Ja, es ist halt es ist so verwirrend. Wir sind halt so daran gewöhnt, wo die Welten tatsächlich sind. Und die sind das da komplett randomized. Da liegt's. Ich kann's mir einfach nur nicht merken. Ja, und nicht. Damit zu tun, warum was komm, ich denk, kommt da keine Nachricht von dem Boost? Weil du es schon gemacht hast. Nein, aber nicht, wenn du den Stern dann davon nicht eingesammelt hast. Das ist der erste Stern, doch, den du gemacht hast. Den hast du gemacht? Oder nicht? Doch. Aber dann ist doch der Stern auf dem Dach gespawnt, den haben wir doch nicht mitgenommen. Nein, der Stern ist auf dem Dach gespawnt, nachdem du den Big Boo hier getötet hast. Oh. Ach ja, töte mal Big Boo. Ja, das warum hast du eigentlich so keine Krone, du Poser? Er ist Big Boo, nicht King Boo. Alles weil es King Boo noch soll es drei Könige geben? Ja, das stimmt. Ja. Yeah. Ja, yeah, genau. Big Boo nein, ist Moment. Einfach nur viele kleine Boos. Hä? Oh, du hast die Sprungkiste, vielleicht brauchst du die. Yeah. War das dieses Dach?
Das war dieses Dach beim letzten Mal, was wir gesehen haben. Oh mein Gott, er hat sogar sofort... Ja. Ich dachte gerade... Alter, das hätte so viel komplizierter werden können. Das war einfach Grund zur Liebe. Das lief alles so viel reibungsloser, als jemand erwartet. Oh, da war ja eine Nachricht. Irgendwas haben wir jetzt freigeschaltet. Ja, normalerweise kannst du jetzt in den zweiten Stock. So, pass auf, voll eine Sache. Ich würde sagen, wir gehen nochmal zurück nach Big Shit, wo war Big Boo Sound? Big Shit, was? Big Boo Sound war bei Hazy Maze King. Wir gehen nochmal zurück und holen die 8 roten Münzen. Das sollte nämlich, die Welt ist sehr überschaubar groß. Das heißt, die sollte eigentlich gut machbar sein. Ja. Vielleicht sogar die 100 Münzen. Die 100 Münzen wären halt auch sinnvoll. Das wären dann 2 Sterne direkt. Da ist Mips. Mimsi. Ja, Mips kommt ab 50 Sternen wieder, ne? Ich find's nicht okay, dass Mario nicht gelöscht wird, wenn er durch das Wasser... Mimsi! Du solltest ihn immer an dieser Stelle holen, das liegt dir. An der Stelle und in der anderen Ecke. Das sind die Stellen, wo man Mips immer fängt. Sollte mich verarschen, man kann ihn überall fangen. Ja, aber als ob man das hinbekommt. Ja, hier an den Ecken am einfachsten. Ja. Ja. Mehr habe ich auch nicht gesagt. Du musst das jetzt so in die Ecke drehen. Du voll aggressiv. Wollte mich verarschen, man kann ihn überall fangen. Ja, ach. Ja. Ach, Johnny, ist egal. Weil ich meinte, du solltest ihn immer hier fangen, weil das hier liegt. Und dann meintet ihr irgendwie... Und dann ich so, hä? Das klingt tatsächlich nach der Sache, wenn wir dir nachhelfen. Das klingt realistisch, ehrlich gesagt. Das ist das, was ich höre, wenn man nicht mit mir einer Meinung ist. Johnny sagt irgendwas. Das ist tatsächlich sehr unwitzig, wenn man nicht wiedergeben kann, was man gesagt hat. Meinung ist mein Technik. Man hätte ihm nicht zugehört. Ja, klar, hab ich der Moggy kann die 3 Sprünge aktuell. Yes, 5 Münzen übrigens. Sind nicht so schwer, aber ich erinnere mich an eine Zeit, wo er das Timing nicht raus hatte. Du meinst heute von vor 3 Parts oder so. Das zählt nicht, das war ja ein Dreisprung auf einer Schrägen. Der olle Zuverlässige. Der olle Zuverlässige. Und Münzen. Sie wollen mir die 100 Münzen auch mitnehmen. Ich wollte gerade fragen, holst du jetzt die 100 und die roten? Ich meine, es wären 2 Sterne. Ich meine, dann kehr alle Boost. Und wir sind langsam an dem Punkt, wo wir uns vielleicht nicht mehr allzu viele, wo das eine der angenehmen Missionen sein könnte. Wir könnten halt tatsächlich nochmal aufs... Nee, Moment, den Stern haben wir vermutlich schon. Vor allem geben die Buhus halt auch so viele Münzen. Ja. Das stimmt. Das ist der Großteil aller Münzen hier in dem Level. Nein, im Spiel. Im Kurs. Im Spiel. Kurs. Ich hab vergessen, welches Level das nochmal war, aber irgendein Level. Ich glaube Gulliver Gumba war das. Hat irgendwie Fully. 200 Münzen fast. Hm? Gib mir einen Kurs. 1:2. Oh ja, danke. Das habe ich gebraucht. Das oh, wisst ihr, was mir bei der Box gerade einfällt? Bei meinem Big Boot, der auf dem Dach spawnt. Oh, hey, das ist der Box. Ja. Ich dachte früher, man muss mit der Box da irgendwie versuchen hochzukommen. Ups. Ja! Das ist aber, glaube ich, ein Gerücht gewesen oder so. Ich weiß nicht, ich habe von niemandem das gehört. Ich habe nur einen anderen Weg nicht gefunden. Deswegen dachte ich mir, gesagt, der Box kann man hochspringen. Das muss doch irgendwie stimmen. Die Box ist da und irgendwie die Mission heißt spring auf Big Boost Balkon oder sowas. Oder erreiche seinen Balkon. Und, Das klingt nicht vertraut, aber okay. Nee, irgendwie sowas. Spring mit der Box auf dem Balkon, heißt das. Nein. Aber einfach nur irgendwas mit dem Balkon. Und man das sieht ist halt sehr verwirrend für Anfänger, nicht? Komisch, dass ich es so genannt habe. Man sieht halt den Balkon nur von außen, ja? Und da war übrigens noch ein Auge draußen. Das hab ich gesehen. Und, wenn man nicht in den ersten Stock kommt, in den zweiten, dann ist das sehr verwirrend, die Stelle. Und ich hätte halt früher auch gedacht, und nicht nur ich, auch Freunde von mir haben gedacht, man müsste halt mit dieser Box da hochspringen, weil niemand wusste, wie man da hochkommt. Ja. Der einsame Stuhl. Ich hab's generell nie herausgefunden. Beziehungsweise bis ich es dann irgendwann in der Videos oder so gesehen habe. So, und in diesen Räumen ist wirklich sehr, sehr wenig los. Ja. Also, ja. Die haben heute alle Freilauf. Die sind alle im Garten. Machen sich einen guten Tag. Draußen, eigentlich ist es halt immer andersrum. Draußen ist nichts los und da drin super viel. Ja. Yeah. Aber heutzutage ist alles anders. Nachbarschaft.
Eigentlich ist es heutzutage genau andersrum. Alles normalerweise sind, drin, sind aber alle Leute draußen. Drin und da ist viel los. Aber wenn es mal richtig schneit, ha, dann ist die ganze Nachbarschaft am Schneemann bauen und Bälle werfen. Das ist bei euch wirklich so. Na, das war einmal so. Das war ein echt guter Tag. Das waren wirklich schöne Kindheitserinnerungen, wo echt viele... Da war eine rote Münze. ...befreundete Nachbarn, nicht alle Nachbarn, aber viele, die auch Kinder Mach, hatten in unserem Alter. Mach Walljump. Und vielleicht dann haben zur die anderen noch, Seite? Haben sie, haben irgendwer hat dann Glühwein raus... Also über die Tür, Walljump. Und dann wurde noch eine Pizza frisch gebacken und so. Jo, und welcher Belag. Während wir, keine Ahnung, während wir... nice. Was ist das denn für eine Kindheitserinnerung, wenn du sowas nicht mehr weißt? Ich hab die ganze Zeit einen Schneebeschlag gemacht. Ich hab die Pizza nicht mal gegessen. Was? Er hat die Pizza nicht gegessen. Keine Ahnung, also ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass irgendwo Glühwein und... Da kommst du nur auf die eine Seite hin. Ich hab halt währenddessen Bälle geworfen. Also die Pizza essen den Kindern. Hat nichts mit dem Schnee zu tun. Nein! War Käse drauf oder war keiner drauf? Ich war Käse drauf. Alter, das ist sonst gar keine Pizza. War Zimt auf der nicht Pizza? Mal mit deiner käselosen Pizza. Das ist einfach das ist nur ein Brot mit Tomatensauce. Tomatensoßenbrot. Wenn auf Pizza kein Käse drauf ist, dann ist es doch keine Pizza. Das ist halt wahr. Das sind die drei Grundzutaten. Obwohl, ich muss sagen, ich mag tatsächlich Pizzabrot, was ja eigentlich wirklich ohne Käse ist. Nicht, dass ich was gegen den Käse drauf habe, aber es gibt die keine noch. Ahnung, ich mag's. Ich weiß nicht, genau, komplett vergessen, was mit Pizzabrot gemeint ist an der Stelle, weil... Pizzabrot habe ich so viel verschiedene Dinge bekommen immer. Ja, genau. Ah, okay. Mal war es irgendwie was, so ein gutes Gebäck, wo ich mir dachte, oh fuck, davon will ich mehr. Dann habe ich woanders mal ein Pizzabrot bestellt, da war es einfach nur Pizzabrot mit bisschen Tomate drauf. Ich dachte mir, was zum Fick soll das denn sein? Ja, das hatte ich halt auch. Du kannst mit der einen Cap einfach Ich weiß, ich wollte nur kurz rausschauen. Schön. Einmal kurz frische Luft schnappen. Das wollte ich auch gerade sagen. So auf dem Balkon. Ich geh mal kurz eine rauchen. Here we go. Hier ist das Auge eigentlich. Oder? Ja. Ja. So, bevor ich Big Boo gemacht habe, weil ich nicht an den Stern kam, habe ich das Auge gemacht. Spring mal darüber. Wir haben jetzt ein Problem. Und auf Englisch. Na, im Karussell sind Dry World. Oder? Ja, ja, aber wo sind... Oh. Wo ist die letzte rote Münze? Oh nein! Wieso nein? Wo ist die letzte rote Münze? Ja, das... Ich meine, ja, wir haben jetzt die 100, aber... Die kannst du easy mitnehmen. Wieso hat er eine 7? Weil es die siebte Mission ist. Keine Ahnung. Ups. Hoppala. Ja, ich meine, klar, hier hinter könnte sie auch sein, ne? Ja. Hinter dem Dachvorsprung da gerade. Ups. Schaffst du. Hab ich doch gesagt. Ach komm, schon immer dieses Hechten. Es ist immer so, ich weiß nicht mehr, was ich drücken soll. B. Also, in welche Welt können wir sonst noch gehen? Johnny war wirklich wütend. Ja, das macht mich wütend, wenn Leute, wenn man so sieht, wie die Leute sich nur noch retten wollen, irgendwie in einem Planeten B drücken und in den Tod hechten. Hechten ist so ein schönes Wort. Warte mal, ich weiß, wo wir hin können. Shifting Sandland. Wir haben das Wasser im Garten nicht abgelassen. Oh ja, das wollte ich machen. Wir haben das Wasser im Garten nicht abgelassen und sind nicht in das Level gegangen, da wo die Unsichtbarkeitscap wäre. Das stimmt. Da ist dann Wumms Wuchtwall. Das ist ein guter Gedanke. Ja. Yeah. Das gefällt mir. Bin halt clever. Wie muss man denn nochmal das Wasser ablassen? Ach ja. Gehst einfach in den Keller und da sind zwei Säulen und... Ich erinnere mich. Was bist du da? Moggy geht auf einen kleinen archäologischen Abstecher. Yeah. Ich werde schon sehen, was ich mache. Oh mein Gott, das sind so viele rote Münzen auf einen Schlag. Die werde ich sowas von nicht einsammeln, das kann ich versprechen. Da waren vier, oder nicht? Ja, ich habe mein Bildschirm war gerade aus, ich habe nur drei gesehen. So, pass auf dieses Mal. Oh Gott, das könnte jetzt Moggy hat damit eine Rechnung offen. Spring! Fully einfach nur spring. Ja! Yeah! Spring! Er wartet auf dich! Nein, ich spring jetzt nicht. Den Stern hole ich mir anders. Oh, technisch gesehen war es mehr ein Gleiten als ein Springen. Nein, weg da! Wasser ablassen.
Ich wusste nicht, warum das Wasser ablässt. Aber yeah. Du tust so, als wäre, wenn er durch die Tür gegangen wäre, hätte er dann alles versaut. Ja, hat. Du hast es kaputt gemacht. Fully ist bereit, das Spiel zu übernehmen. Spring nicht durch die Tür! So langsam ist, habe ich meine Geduld. Johnny, du bist hier schlimmer mit deinem. Oh, immer dieses Hechten, der Junge! Nein, das ist nicht schlimm. Das ist, damit habe ich komplett recht. Damit habe ich komplett recht. Bringt niemandem was, wenn man plötzlich sich komplett immobilisiert, indem man B drückt und Mario einfach nichts mehr tun kann. Yes! Ich hab's gefunden! Fully hat das es von Stern. Anfang an gewusst. Ich hab einen Stern gesehen. Oh, oh Gott, wie ich dieses Weltmeister. Sie ist so schön. So, die Welt sollte uns ein paar Sterne einbringen, habe ich das Gefühl. Ja, die sollte uns echt ein paar geben. Ich gehe direkt wieder raus. Ja. Ich gehe direkt nochmal. Kannst du nicht auch einen Stern für mich haben? Hör auf, das Schild zu lesen. Hey, Toad. Ich kann dich lesen. Das ist okay, Fully. Ich habe Toad nachgemacht. Fully kann lesen. Schreib dich nicht ab. Ich kann lesen und schreiben. Der Alpha-Telefon, Münsterwährung war immer scheiß beängstigend. Da hat der Mann einfach seinen Mitarbeiter angeschrien. Ich dachte mir, warum? Die waren so deprimierend, diese Werbung. Ich meine, das war ja auch real. Der Mann kann nicht lesen. Die echte Situation ist halt auch depressiv, aber. Ich weiß nicht ganz, ob der Chef dann wirklich sagt, oh was, ich hatte ja keine Ahnung. Er sagen würde, was? Du sollst mir ohne zuhören! Ich glaube, du hast da nicht Unrecht mit der Reaktion. Der Mann kann nicht lesen. Was? Wieso haben wir jemanden eingestellt, der seine Bewerbung anscheinend nicht geschrieben hat? Ja, du hast vollkommen recht! Wie hat er das gemacht? Naja, das ist jetzt nicht so schwer. Nein, wie hat er das gemacht, Johnny? Es gibt generell viele Tricks, wie die Leute durchs Leben kommen. Oh, okay. Ich meine, der Turm ist da. Das war fast gut. Das war interessant. Ich wollte gerade sagen, das hast du fast so gemacht, wie man es macht. Yes! Sehr gut. Oh mein Gott, diese Welt ist ein Spaziergang. Oh, ich hoffe, der Kampf wird nicht resettet. Das würde ich nicht zu früh behaupten. Ich hab's zu früh behauptet, oder? Ist auf jeden Fall alles voll mit Münzen. Interessant wird, wir müssen wahrscheinlich. Ah, ne, Moment. Boah, das ist voll schwer zu sagen. Der Stern, der, wo man die Mauer kaputt schießt oder halt Cannonless macht, der ist wahrscheinlich woanders. Schon? Das ist der, den wir eingesammelt haben, vermutlich, ne? Ja. Das weiß ich nicht. Das war die 6. Mission, ne? Haben wir die 6? Da ist noch einer, ich sehe einen. Ja, es ist 5, aber 5 war, glaube ich, die. Oh, danke, Eule? Meine Rückenschmerzen. Ja, das könnte der Stern im Käfig gewesen sein. Sehr zuvorkommend, diese Sternplatzierung. Yes, ich habe ihn sogar erwischt. Ich wäre langsam besser, das einzuschätzen. Ich habe ihn sogar erwischt. Ihr habt jetzt gesehen, wie ich runtergesprungen bin und ich ihn mitgenommen habe. Da ist die ganze Zeit schon eine Münze. So ist die da. Besser? Weiß ich nicht. Ah, jetzt geht's mir besser. Das ist, weil sie wahrscheinlich jetzt die Münzen von hier draußen ziehen und dann sind die auf den Vorsprüngen eigentlich immer jeweils 2. Und die sind halt hier random verteilt. Ja, anstelle des Toads zum Beispiel. Wir dachten, der Toad wäre zu einer Münze geworden. Dabei ist der Toad und die Münze, die haben sich einfach nur woanders hingestellt. Ist nur Zufall. Ja, ich dachte eigentlich, also nicht, dass der Toad zur Münze. Oh. Einer meiner schnellsten Sterne. Oh. Habt ihr den Münzpfeil gesehen? Was ist Speedrun in Worms Fortress? Ich mag den Münzpfeil, der da gerade auf dieser Schrägen war. Ist einfach so, geh hier hoch. Das ist völlig unmöglich. Der Münzpfeil auf der Schrägen kommt mir gelegen. Bei dieser Schräge habe ich mich immer gefragt, was die Textur mir eigentlich sagen soll. Was ist das eigentlich für ein Boden? Das ist eine gute Frage, warte. Was du sagen will. Warte, jetzt will ich es herausfinden. Moment. Ja, hier. Siehst du das? Ja, das sind halt das ist so Fliesendinge. Hast du nie so einen Boden gesehen, der so ein Muster hat? Mosaikmäßig. Ja, aber warum ist da ein Mosaik? Geh mal. Das ist eine gute Frage. Warum ist der Turm aus Stein gemacht? Ja, aber das ist alles aus Stein hier. Es ist ja alles aus Stein, aber warum ist das so komplett anders? Ach so, alles du meinst, wird aus Stein gemacht. Okay, verstehe. Stein sagt mal guten Tag. Was?
Das stimmt nicht. Das, den ich dachte, der stirbt jetzt. Auf den trampelt man nur rum. So, was soll denn? Was soll ich diese konstante Negativität, Fully? Ich sag, er stirbt jetzt. Ich sag, Fully stirbt jetzt. Ich hab gedacht, der stirbt jetzt. Ich muss auch richtig zuhören. Ich sag, Fully stirbt. Warum würdest du sowas sagen? Ja, tut mir leid, das war ein bisschen. Er hat mich provoziert. Ich hab nur gesagt, ich dachte, er stirbt jetzt. Warte, das bringt mich halt zu viel. Okay. Johnny wettet immer auf deinen Tod mit mir. Hab schon 50 Euro an ihn verloren. Ich hab noch nie auf irgendwelchen Tod gewettet. Glaubt ihr, die beiden, der eine versucht, den anderen auszurauben? Ich bin empört und entrüstet. Das eine Schild schleicht sich an und greift gleich ins Portemonnaie. Und nimmt sämtliche Personalien so mit. Was für ein wunderschöner Tag, um ein Schild zu sein. Was soll ich mit deinem Schild eigentlich klauen? Du gibst mir jetzt deine scheiß Buchstaben. Er liest mich wie ein Buch. Oh, die roten Münzen. Und der ist einfach nur wandern. Nick, die Pause ein, genießt die Aussicht. Nur die Gegend an. Der genießt gerade die Aussicht. Hol dir den Stern von da oben, den wir gesehen haben. Oder den hab ich nicht gesehen, aber wir gehen einen schnelleren Weg. Pass auf, wir gehen jetzt einen richtig schnellen Weg. Er geht auf den, Nein, wir gehen den Speedrun-Weg, okay. Ja. Oder so. Ja. Nein! Ja, du kannst ja auch einfach nein. Den Seitensprung machen. Du müsste ausreichen. Schaffst das, Mogi? Man könnte auch einfach auf den Turm drauf. Oh, das ist Stern. Nein. Ja, den meine ich. Das müsste die Eule sein, oder? Ja, oder halt der andere, ich weiß jetzt noch nicht, welchen. Ciao, Stern! Wie man hier umgedreht wird, wie geil! Ja. Worms Fortress ist übrigens mein Lieblingslevel, was absurde Mechaniken angeht, die nie wieder im Spiel vorkommen werden. Die Mission mit der Eule, wecke die Eule, heißt Englisch Fall into the Caged Island. Das ist ja sowas von viel mehr das, was, oh Gott. Ja, aber das wecke die Eule ist sehr viel aufschlussreicher, wenn man sich denkt, oh, Eulen sind in Bäumen. Vor allem die Eule kommt, glaube ich, ab der vierten Mission schon. Ich meinte eigentlich. Seine Mission vorher, bevor du es überhaupt machen musst. Ist dieser Missionstitel Fall into den einkäfinierten fliegende Insel. Was? Lass mich das nochmal neu sagen. Nein. Einkäfinierten, ja. Ja, kannst du bitte den, deinen Skript vernünftig lesen, Jonathan? Insel. Fall into. Ist ja eigentlich Cismet. Bitte falle into den. Fall into den Käfig. Aber im Käfig ist nichts. Auf jeden Fall, ich meinte, komische Mechanik, die mir im Spiel vorkommen. Das erste, man kann, Moment, kann die eine fucking Wand kaputt schlagen und da ist die One-Up eigentlich drin. Stimmt. Was ist da normalerweise drin? One-Up. Leben, oder? Und dann kann man das Brett umkicken. Ja, das wusste ich. Ob das jemals jemand machen würde, das kennt man. Natürlich. Das weiß man schon, klar, aber sowas kommt nie wieder vor. Ja, es ist so. Ja, stimmt. Plötzlich kann man Bullet Bills kommen auch nicht normalerweise vor. Normalerweise so stahlfeste Welt ist plötzlich beweglich und interagierbar. Das ist so untypisch für Mario 64. Die Sache ist, will ich die Münzen? Nein, will ich nicht. Wir haben schon echt viele gesehen. Ah, seht die da unten? Ich glaube, das ist das Einzige, was... Wir können die 100 Münzen mitnehmen, all die 8 roten Münzen. Doch, ich glaube, die da hinten ist gar nicht. Siehst du? Ist da nicht sogar was? Ja, ich sehe die, aber... Wäre das nicht merkwürdig? Oh, hier gibt's einige Sachen, die tatsächlich so sind, dass man einsammeln. Ja, das wird ja schwer, an die ranzukommen. Die ist unerreichbar. Hier ist gar nichts. So, ihr könnt aber trotzdem Münzen bekommen. Man hat eigentlich ja auch so wirklich viele. Ja, das stimmt. Es gibt eine Stahlmütze. Was? Ja. Wenn du die Treppe hochgehst bei den Wurms, was niemand. Das macht niemand, aber da gibt's eine Stahlmütze. Ich glaube, das ist einfach nur ein Early Tease für die Kappe. Ha. Ich glaube nicht mal, dass die irgendeinen Sinn da hat, sondern das soll einfach nur ein Tease sein. Ich überleg gerade. Ich wusste nicht, weil es überhaupt existiert. Du kannst die Thwomps, glaube ich, mit der Stahlkappe kaputt machen. Den Pfeil hier meinte ich übrigens. Ich weiß, den habe ich auch gesehen. Seht ihr, wie ich besser mit dem hochkicken werde? Ich meine, im Randomizer ist das sehr, sehr hilfreich. Ist okay. Der Mugi hat gelernt. Der alte Mogi, wie du das sehr gemacht hätte. Was denn?
Es funktioniert wahrscheinlich nicht mal. Es funktioniert nicht. Es funktioniert meistens nicht mal. Das ist das Traurige. Es funktioniert halt echt selten. Warum ist das nur so ein halber Münzring? Den hast du schon. Die andere Hälfte war da oben, die hast du eingesammelt. Ah. Oh. Er ist einfach ein bisschen nach unten gefallen. Gute Arbeit. Glaubt ihr, Mario hat da wirklich Schmerzen? Wisst ihr was? Ich glaube, ich will mich gegen die Kante schießen. Ich frage mich, ob da ein Stern irgendwo spawnen wird, wenn ich das mache. Aber es gibt doch keinen Liz. Die ist für dich viel zu muskulös, die Kante. Das werden wir sehen. Das ist übrigens eine meiner Lieblingsmissionen, weil ich die tatsächlich alleine herausgefunden habe und ich kann nicht einmal mehr erklären, wie ich das geschafft habe. Welche Mission hast du denn nicht alleine herausgefunden? Ich hab das Spiel, ich habe ganz viele Sterne damals nicht sammeln können. Ich glaube, maximal 81 oder so hatte ich. Das heißt, ganz viele Sterne waren überhaupt nicht für mich machbar. Okay, verstehe. Und dann gab es natürlich auch Freunde und da war eine rote Münze auf. Vorsicht, oh Gott. Willst du es jetzt machen werden? Das hat nicht funktioniert. Oh mein Gott. Das wusste ich. Sie hat nicht mal gesehen, was sie umgebracht hat. Wo war eine rote Münze? Sie wusste ja nicht, da oben. Sie wusste ja nicht, was sie erwartet. Sie ist wieder da. Aber sie gibt nicht wieder eine Münze. Tu das lieber nicht. Oder so. Hör auf zu warten. Was? Als ob man da so... Da ist eine. Unendlich Münztrick. Warum nicht? Das ist randomized. Hier kann alles kaputt gehen. Okay. Das sehe ich ein. Du gehst einfach kaputt. Wehe, du sammelst diesen Stern hier ein. Stern einsammeln? Wir sind schon so weit. Ja, sammeln wir mal den Stern einsammeln. Okay, wenn Johnny sagt, ich soll den Stern einsammeln, dann werde ich das wohl machen. Stern einsammeln. Ich habe das Gefühl, es könnte ein bisschen knapp werden, oder? Ja, wir oben haben wir bestimmt noch eine Menge. Da hinten sind auf jeden Fall viele. Da. Was zum Teufel? Ich wollte mal springen. Johnny kriegt immer einen Herzinfarkt. Das ist für mich so früh am Morgen halt nichts. Ich bin bei sowas ja immer ganz ruhig. Oh, das sind die Ratzig vom Ring, stimmt. Du bist vielleicht ruhig, aber dafür bin ich sehr viel investierter. Nein, ich bin sehr investiert. Jo, warte, das war die falsche Kante, die ich kaputt geschossen hab. Ja, ach was! Ach so, ich dachte, das hast du bewusst gemacht. Nein, ich wusste nicht, dass man beide kaputt schießen kann. Ich dachte, das wäre die richtige. Das bringt eh nichts, sie kaputt zu machen. Ich weiß ja, ich will trotzdem versuchen. Den Stern haben wir, glaube ich, schon, ne? Ja. Hätte sein können, dass irgendwo einer spawnt oder so. Der Sound. Sein können, dass dahinter tatsächlich noch eine blaue Münze ist, aus irgendeinem Grund. Also ich hoffe dass ich, oh, mal, ich kann noch die Bombs killen. Ein Thwomp. Und ich glaube, da ist auch ein Thwomp. Ich glaube, Thwomps droppen 4 bis 5 Münzen oder so. Thwomp! Droppt die keinen Thwomps. Fünfer? Da sind noch Thwomps. Thwomps. Ja, warte, das sind Worms. Worms? Steinblöcke. Das ist Steinblöcke sind die blauen Dinger. Das ist ein Steinblock, das hier ist eine Piranha-Pflanze und das da hinten ist ein Wurm. Ein Wurm? Damals haben wir die Dinger immer Domino-Steine genannt, weil wir nicht wussten, was das ist. Wupp. Ja, aber die ist tatsächlich, das passt, finde ich. Ich nehme die Münze mit. Der ist gerade beschäftigt. Ich will, ich bin schon dabei, mich umzubringen, siehst du? Ich will es nicht. Ich will es beenden. Okay, die weiter unten traue ich mich nicht mitzunehmen. Da ganz oben haben wir noch einen Trumpf. Ja. Hier ist einfach so ein metallischer Jägerzaun, fällt mir gerade auf. Einfach so ein Maschendraht. Ja, da sind sie! Da sind echt viele Münzen tatsächlich. Nein, bitte nicht, lass mich ruhig, wenn ich gehe nicht kämpfen. Du wirst diese Sterne nicht einsammeln! Was hab ich gerade gesagt? Du kannst jetzt auch noch versuchen. Au! Nimm die rote Münze mit! Das fand, das fand ich jetzt viel zu gut. Was hab ich gerade gesagt? Er ist halt so schnell auf mich losgesprint. Kann ich jetzt bitte. Wir machen halt so kleine wütende Schritte. Stopp. Okay, wo wollen wir als nächstes hin? Wir können wir theoretisch. Wir sind jetzt in jeder Welt, oder? Ach, kann es sein, dass Wet Dry World hier bei dem anderen Ausgang war? Wenn wir hier rauskommen gleich? Oh, das gefällt mir. Das ist mal ein neuer Spot. Die rote. Nimm die rote Münze mit. Als ob wir hier jetzt die roten Münzen sammeln. Oh Gott, es ist sehr windig hier in der Gegend. Ja, du solltest die Bombe ansprechen. Das gefällt mir. Oh mein Gott. Das war ziemlich gut, holy shit. Bombe, wie kannst du eigentlich stehen bleiben? Diese kleinen Momente, wo Morgi plötzlich was beeindruckt macht, dich nicht.
Ich appreciate sie wirklich. Ich auch. Jeder andere denkt sich nur so, ja, was denn? Der hat den Lakito umgebracht. Aber das war mit Stil. Ja, außerdem ist das Moggy. Ja. Das Jammer-Spiel mal durchgespielt. Was wollt ihr von mir? Ich will überhaupt nichts von dir. Ich will, dass du mehr sowas. Ich ärgere dich. Ich will nichts und ich will alles. Wo könnte ich jetzt hingehen? Guck dich nochmal kurz um. Zugegeben, ich kenne mich in dieser Welt echt nicht gut aus. Weil, schau mal nach oben. Da könntest du dich halt hinfeuern. Wenn du die Kanone die Bombe ansprichst. Oder du kannst aufs Dach von dem Schloss-Dingens-Ding. Hui. Ach, du hast die Bombe ja schon angesprochen. Ja. Alter, ich verwechsel immer das Wort Kanone und Bombe, weil die so eng connected sind in diesem Spiel. Ich glaube nicht, dass man sich so tief schießen muss. Oh nein. Ja, ich weiß, ich wollte aber nur das Ganze zielen. Ach so, okay, du hast mir ein bisschen Angst gemacht. Tut mir leid. Ich werde auf jeden Fall noch ein Bob auf. Dicker Griff. Oh, Mario ist da. Dann will ich hier gar nicht mehr sein. Du kannst vielleicht auf dem Dach ist ja normalerweise ein Stern, aber ich weiß jetzt nicht, ob da vielleicht. Das Labyrinth sieht von hier so merkwürdig aus. Ja. Die ganze Welt ist einfach so weird. Ich zähle einfach mal da runter. Hallo, Fullies Boxen! Oh. Ich lebe. Ja, ich höre. Alles gut. Ist in der Box hier ein Stern irgendwo? Oh, hier unten waren wir schon mal. Hm. Ja, wir haben einigen Stuff hier mitgenommen. Moggy teilt gerade ganz schön aus gegen die Gegner. So ein Gesichtskick. Moggy ist wütend. Die haben mich wütend gemacht. Seht ihr die Sprünge? Ja. Nein, der war nicht so beeindruckend tatsächlich. Was ist denn was damit? Hä? Ja, naja, nee. Das ist was ist damit? Ich hab einen Groundpot genau an die Ecke gemacht. Was ist damit? Na, wir hatten ein gebrochenes Steißbein wegen mir. Und einen gesplitterten Schneidezahn. Oh, nicht das gesplitterte nicht Steißbein. Uiuiui, das tut weh beim Hinsetzen. Und jetzt hätte das ich muss halt echt scheiße sein. Sauerkraut. Absolut. Ich meine, wow. Das kann man auch sagen. Boah, laufen muss mit einem gebrochenen Bein echt scheiße sein. Und wenn man sich den Kiefer verletzt hat, dann will ich nicht essen. Wenn du willst, aber du kannst. Du musst. Ja. Du musst halt essen. Um zu überleben. Ich glaube, man kann so einen Monat ohne Essen tatsächlich, aber. Kommt drauf an. Nein! Person. Wie gut es dir vorher ging, vermutlich. So. Ich will mit dem. Ich glaube, man kann echt lange ohne Essen. Will ich mit dem fahren? Man sagt immer so 10 Tage ohne Essen, oder? Aber ich meine, das haben Leute schon oft das Gegenteil bewiesen. Ja, aber kommt wahrscheinlich auch drauf an, wie was du sonst machst und wie dein Körper darauf vorbereitet ist. Und was man trinkt. Ja. Wenn man wirklich nur Wasser trinken darf, ist es vielleicht nochmal was. Kommen wir hier nicht wieder zum Schiff? Vielleicht trinken manche Leute einfach die ganze Zeit Tee und kriegen darüber noch ein paar Vitamine oder so. Kleinen Nährstoffboost. Ich weiß es ja nicht. Vitamine? Ich weiß nicht, ob Tee Vitamine haben kann. Oder ob die komplett rausgekocht werden. Aber Früchtetee müsste ja noch ein bisschen was davon. So einfach eine Zitrone in heißes Wasser. Ja, Vitamin C haben. Kannst du einfach eine Zitrone essen? Das mache ich manchmal. Ja. Habe ich euch das schon erzählt? Ich liebe Zitronen. Ja, es gibt einige Leute, die das machen. Die erzählen immer ganz stolz. Manchmal esse ich Zitronen. Ich erzähl's nicht stolz. Ich erzähl's nur sehr enthusiastisch. Also ist nicht gut, dass ich runtergefallen bin gerade. Ich mag Zitronen. Ich hab's aber das nicht Problem gesehen, ist, meine Zähne leiden darunter. Ich krieg dann Zahnschmerzen, wenn ich zu viel Säure an meine Zähne lasse. Ja, warum isst du denn Zitronen? Mann, weil die lecker sind. Ich mach das ja nicht. Also, ich hab das früher viel gemacht, aber seit meine Zähne wehtun nicht mehr. Oh, okay. Ich wollte dich gerade sagen, wenn du sowieso schon sagst, dass deine Zähne immer relativ empfindlich sind und sowas, sollst du sowas vielleicht wirklich nicht allzu oft machen. Das ist halt echt gemein, ich liebe saure Sachen. Können wir aufhören, über Zitronen zu reden? Ich hab dieses säuerliche Geschmack-Ding im Mund gerade und denke mir, boah, ich hab richtig Bock auf was Saures. Vor allem, man kriegt so dieses, es zieht sich so zusammen. Das ja, genau, so genau, gut. Genau. Kennst du das, wenn du so kurz davor bist, was Saures oder manchmal auch was Normales zu essen und dann, ich weiß gar nicht, was dann passiert, die Drüsen aktivieren sich oder so, die Speicheldrüsen, keine Ahnung. Ja, ja. Es zieht so. Du bist halt aufgeregt. Jetzt zieht's wie Zitrone! Ja, es zieht nur so im Mund. Der Sprung hat dich mal wieder im Stich gelassen. Der trusty old backflip. Ja, ah, wie auch immer, ich bin traurig darüber. Wir brauchen nur noch 11 Sterne. Bob on Battlefield.
Pauper Battle fehlt 100 Münzen und 8 rote Münzen sind noch möglich. Die haben wir nicht davon? Gemacht? Ja, haben wir nicht gemacht. Ja, okay. Jo, gib mir Münzen. Au! Er hat dir eine Münze gegeben. Die Pop-Ups sind heute um die Leute, rum. Nicht gut auf mich zu sprechen. Ist die explodiert, weil die Wasserbombe... Ich glaube, ja. Alter, das war super. War das eine Wasserstoffbombe? Das Geräusch. Ich meine, das ist hier... Ich hab's nochmal nachgemacht. Das ist der Bob und Battlefield. Für die Leute, die Artillerie passen. Schlägt manchmal ein. Ja, ich meine, hier sind nicht umsonst diese Stacheldrahtzäune. Das ist ein einziges Schlachtfeld. Das stimmt. Oh mein Gott, Schlachtfeld. Was? Schlachtfeld ist ja Ernst? Wirklich die Übersetzung für Battlefield. Bist du ein Idiot oder so? Ja! Ich hab mich doch noch nie. Ich hab auch noch nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Ich hab auch nie drüber nachgedacht. Man sagt immer so, hier sieht's aus wie ein Schlachtfeld, aber ich hab irgendwie nicht drüber nachgedacht, dass es ein Feld ist, wo eine Schlacht ausgeübt wurde. Verstehst du? Okay. Also ich habe mich gerade nicht über das Wort Schlachtfeld gewundert an sich, sondern darüber, dass ich fand das sehr offensichtlich, dass das hier ein Schlachtfeld ist. Deswegen überall die Bomben, die Kugeln, die Kanonen, die schießen. Darum geht's ja nicht. Es geht um die Worte. Ja. Sind die drei Sprünge? Ja. Das Wort Battlefield ist wirklich wortwörtlich das Wort Schlachtfeld. Darum ging's mir. Battle, Schlacht, Field, Feld. Ich verstehe nicht ganz, worauf du hinaus möchtest. Ich glaube, Morgi hat es verstanden. Ich muss es jetzt nicht nochmal erläutern. Ich habe gesagt, es geht mir auch so. Ja. Fully ist hier der Komische. Ja. Yeah. Warum bin ich der Komische? Es ist, es ist ziemlich Frage offensichtlich, sich alle was du da sagst. Kinder. Ja. Warum bin ich der Komische? Ich verstehe einfach nicht, worauf Johnny hinaus will. Battlefield ein Schlachtfeld. Ja, das ist so. Mann, weil Kühlschrank heißt auch Refrigerator, aber... Also so wortteilmäßig genau so übersetzen. Oh, übrigens, wusstest du, du kannst unter der Brücke rumhangeln? Ja, gut, ignorier's halt. Ich weiß das wirklich nicht. Das ist super seltsam. Ich weiß nicht, warum das geht, aber das geht. Das ist ja saudumm. Wofür sollte das jemals gut sein? Braucht man ja nie. Ich hab keine Ahnung. Ah, fuck. Oh, das ist ja fast cool gewesen. Hol dir jetzt den Kupferpanzer und hol damit einfach alles. Oh, sogar das hat er noch gerettet. Okay, Mr. Kupel. Kupel? Kupel, ja. Du hast ihn umgebracht. Ja, töte ihn. Was sagst du eigentlich der Familie all derer, die du umbringst? Hm? Shit, die Kamera. Ich werde sie voll über eine neue Kamera. Alter, stell dir mal vor, Kühlschrank würde auf Englisch Cupboard oder sowas. Oder Sessel würde Armchair heißen. Das ist ja verrückt. Ich hasse das Wort Armchair so sehr. Warum hast du das? Weil es so dumm klingt. Das ist einfach ein Armstuhl. Nein, 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 nein. Weißt du, was richtig dumm klingt? Gullideckel, das heißt nämlich Manhole. Gulli Manhole. Das ist mega super. Dumm. Es ist so ein dummes Wort. Manhole. Willst du mal an mein Manhole vorbeischauen? Es Gerne. Ist so dämlich. So, wo haben wir eigentlich hier rote Münzen? Auf dem Berg. Ja, wahrscheinlich. Ruff, ruff. Frag den König. Der König weiß König. Gar nichts. Ah, rechts war eine rote Münze. Oder? Oh, vielleicht habe ich mich... Nein, wenn da man war da wirklich eine. Sind einige. Da. Auf dem Berg und im Tal und auf dem Feld. Ich werde jetzt ein paar Koopa kicken, Goomba kicken gehen. Yo, Goomba, was ist dein Problem? Au, oh Gott. Das war ein Konter. Okay, Goomba, du willst es also so. Du willst es wohl nicht anders, alter Mann. Ach, ich mag die jungen Leute. Wenn du mit Snipe kommst und getroffen wirst, ist es nicht meine Schuld. Aha. Ja, das ist, das hat Fully nicht verstanden, aber ich schon. Doch, klar. Okay, sag's. Nein, ich sag's dir nicht. Ich hab's verstanden, Witze verstehe ich immer. So. Guter Stern und so weiter. Wie rote Münzen brauchen wir eigentlich noch? Drei, glaube ich. Sind die Simpsons, davon verstehst du nichts, Fully. Wir haben halt ich hab's wirklich ja auch nicht so viel viele geguckt. Normale Münzen mitgenommen.
Simpsons hätten, war mir zu gelb. Wir hätten halt echt um einige mehr Münzen gehabt, wahrscheinlich. Wenn wir schon eher hierher gekommen wären. Kannst du mal bitte aufhören, die Kamera. Mann, mach die Kamera doch ja, mal. Ja, der macht die Kamera anders. Ich hab ja versucht, die Kamera anders zu machen. Ach echt? Ja, ich hatte die ganze Zeit gedrückt, aber es hat sich gemacht. Ich muss dann auf die Mario-Kamera umschwitchen. Ja, die ist so besser. Umschwitchen? Umschwitchen. Umschwitchen. Schwitcht der auch so, ist ganz schön heiß. So was, fick dich einfach. Ich schwitze ganz hinten. Da ganz hinten an Abhängen. Oh, da oben ist eine. Münzen. Und auf der Insel. Es ist ziemlich warm hier. Oh, oh du meintest Gott. Drei, ich hab drei gesehen. Jemand die Kamera mehr zur Seite drehen, als das war. Cinematische Kugel gesprungen. Oh Gott, Koopa, du bist zurück. Da ist der wieder. Willst du dir an den Abhängen mit der Flugkappe holen? Oh, das ist die Flugkappe hier oben. Abhängen. Ist ja viel besser, Alter, wie schnell da hinten zum Beispiel. Flugkappe. Ah, ja, natürlich. Nehmen oh ja, die mit. Ja. Yeah. Und jetzt pass auf. Nice, oh, nimm die mit. Oh. Yes! Oh, du hast es geschafft. Nein, wo ist noch und, eine? An einem anderen Abhang ist auch noch eine rote Münze. An einem anderen Hier Abhang? In der Gegend oder wo? Nee, an der anderen Ecke. Lass mich mal eben rüberschießen. Erklär dich. Dort, wo du zum Berg, glaube ich, hochgehst. Wenn ich mich nicht vertan habe. Also, das hier! Ja, genau da. Die werde ich erwischen. Juhu! Oh, der hat sich nicht vertan. Oh, ein bisschen vielleicht. Juhu! Mogi hat sich verflogen. Genau das habe ich erhofft, dass das passiert. Als es dann passiert ist, war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich jetzt noch warten muss, bis... Könnt ihr bitte aufhören? Sind das Wasserbälle, Seifenblasen? Das sind Wassertropfen. Was eigentlich? Ich glaube, nee, das sind Kanonen, die Wasser verschießen. Ja, aber die bouncen einmal ab, so funktioniert Wasser nicht. Ja, für mich sind das so Luftballons mit Wasser gefüllt. Doch klar bouncen Wassertropfen. Nein, das sind Gymnastikbälle. Ich habe immer das Gefühl, das sind so Wasserbälle, oder? Also so Luft... Wasserbomben. Ja, ja, das ergibt doch nicht Sinn. Nein, lass mich in Ruhe. Hallo, König. Schmeiß ihn gegen den Stern. König Schnauzbärt. Wie geht's dir? Oh Gott. Er will wirklich... Ich hab auch keine Münzen zur Heilung mehr hier. Oh mein Gott, bitte lauf nicht in den Gumba rein oder so. Okay, wie mach ich das jetzt am besten? Wehe, du nimmst... Okay, nice. Und weißt du, wie ich den Stern bekommen hab, Johnny? Hecht. Du hast den König da weggelockt. Ich bin reingehechtet. Einen Hechtsprung gemacht. Denn dann darfst du hechten. Nein. Ich liebe den Hechtsprung. Ich hasse ihn nur. Nein, du warst wirklich wütend doch auf Moggy für den Hechtsprung. Ihr könnt mich mal, der Hechtsprung ist du so... Du warst wirklich wütend. Der Hechtsprung durch die ist super, Sternliste aber gehen? Der Hechtsprung ist das Letzte, was man macht. Versteht ihr das? Oh, die Sternliste, meinst du so? Mhm. Man kann nach dem Hechtsprung nicht wo mal haben noch wir mal die noch Richtung wechseln. Jolly Roger Bay ist noch einiges. Wo war Jolly Roger Bay? Boah, gut. Oh, ich weiß, was war. Im TikTok-Vlog, glaube ich. Ja, das gibt Sinn. Nein, TikTok-Vlog war Fliegenpilz-Fiasko. Fliegenpilz-Fiasko müsste auch noch einiges zu tun geben. Ja, aber, wie gesagt, TikTok-Vlog ist Fliegenpilz-Fiasko. Aber ihr habt recht, dass Jolly Roger Bay auf jeden Fall einfach zugänglich war. Sehr konstruiert. Wir haben Jolly Roger Bay wirklich früh spielen können. Das heißt, es muss irgendwo da sein. Ja. War das nicht da, wo man normalerweise in No Man's Land kommt? Das kann sein. Nee. Ich weiß nee, es halt beim besten Willen nicht mehr. War das nicht gegenüber von Rainbow-Dings? Also genau auf der anderen Seite? Oh yeah! Ja, stimmt. Stimmt, es war da drüben. Wo wollen wir rein? Ja, Fliegenpilz-Fiasko okay. Machen wir später. Ich bin auch erstaunt, dass ich es schaffe, darüber zu springen. Kern der Fully Roger Bay. Play. Weil das sollte eigentlich regulär funktionieren, die Mission. Welche denn? Ist die Frage, vielleicht wenn ist ich den Aal der Stern noch irgendwo? Ach, der Aal. Da. Stimmt. Ja. Also jetzt muss ich beweisen, dass ich gut bin. Fully, überleg mal, welchen Aal ich meinen könnte. Aal. Es gibt doch noch einen Aal in dieser Welt. Ja, der ist, ja, aber die Mission haben wir schon. Ja, ich weiß. Ich habe gerade nur... Hä, ist das nicht der gleiche Aal? Erinnert, dass es den... Oh nein! Ja klar, es könnte der Aber das ist nicht Aal, gut. Es ist ja auch regulär. Nicht schlecht. So, jetzt muss ich nur noch nach oben und nicht sterben. Oh Gott, hätte der Schweif dich noch erwischt, das wäre echt unfair gewesen. Schaffst du ihn? Das wäre echt die zweite Mission? Ja, ne? Kommt mir auch spanisch vor. Nein, ist die dritte. Oh.
Okay. Ja, dann. Ja, dann macht es Sinn. Ist okay. Dann kann ich mich wohl nicht mehr weiter beschweren. Damit bin ich einverstanden. So, was ist denn die andere Mission, die uns. Oh, die Kisten fehlen uns noch. Haben wir die wirklich stimmt, nicht die gemacht? Die nicht. Hier oben sind, haben wir nicht gemacht. Und wir haben uns leider jetzt nicht gemerkt, welche wir schon. Die am Strand ist auf jeden Fall nicht die erste, das weiß ich noch. Ja, aber die sind nummeriert. Ja. Ach so, stimmt. Das heißt, wir gehen direkt wieder nach oben, würde ich sagen. Ja. Renn, Mario, renn! Yahoo! Eieieiei! Kennt ihr den Voice-Clip von Mario, wo er Spanisch ist? Nein. Nein. Ich auch nicht, habe ich mir gerade ausgedacht. Oh, erzähl mir mehr, es klingt so cool. Du bist so lustig, Johnny. Du bist einfach so funny. Du fühlst einfach so aggressiv. Wenn man Fullies und meinen Spitznamen verbindet, dann bekommt man Funny oder Jolly. Und das finde ich ziemlich cool. Jolly ist halt am besten. Jolly und Funny sind halt einfach so, das sind Synonyme. Das ist ja, so mein und Fullies Namen verbindet, bekommt man Molly. Das ist eine Droge. Oder Fuggy. Oh, Molly. Fuggy. Oder Joggy. Joggy und Money. Das funktioniert alles nicht ganz so gut, habe ich das Gefühl. Aber nein. Funny und Jolly ist einfach so perfekt. It's a match made in heaven. Yeah. Oh. Das ist auch der einzige Grund, warum man. Wie hast du es geschafft, dich von jeder Steinsäule erwischen zu lassen? Ich dachte, wenn ich den Longjump mache, erwischen sie mich nicht. Ich lag falsch. Fully ist schon wieder der Backseat Gamer. Heil dich! Spring! Oh, 1 und 3 sind hier. Nicht in die Tür! Oh Gott, Mario, du schaffst das. Das könnte ein bisschen schwieriger werden. Oh nein. Aber wir haben die Metallkappe. Das ist ein bisschen fummelig. Müsste die nicht irgendwo hier sein? Warum schwebt die Alge in der Luft? Wir brauchen keine Metallkappe. Mit der kommt man halt nicht mal wirklich unten. Oh, warte, wenn sie irgendwo gegen das könnte das ankommen. Fummelig. Das wird ein bisschen fummelig. Das wird ein bisschen fummelig, ja. Das ist ein sehr starkes Wort tatsächlich, auch wenn man es nicht oft verwendet. Wenn jemand sagt, oh, das wird fummelig, dann hast du direkt davor, wie jemand mit seinen Fingern versucht. Ja, ne? Man kann es nicht sofort vorstellen. Jemand so rumfummelt. Moment. Mit ganz oben am Strand war die zwei. Zweite. Ja. Ich war mir gerade unsicher, weil genau ich es gesehen habe. Genau wie knifflig. Knifflig ist auch ein gutes Wort. Ja. Yeah. Das könnte knifflig werden. Denke ich ein Kreuzworträtsel. Da muss man erstmal dran rumkniffeln. Brauchst du erstmal den richtigen Kniff? Ich denke aber an dieses Würfelspiel. Ich meine, das ergibt Sinn. Ja, das heißt halt so. Hab's nie wirklich viel gespielt. Ich habe die Regeln nicht mal drauf, aber ich glaube, ich war. Ich auch nicht, aber der Name ist gut. Kniffel ist doch einfach nur dieses, du würfelst und dann, oh, ich habe eine Strafe. Ein Viererpasch und dann schreibst du die Punkte dafür auf. Ja, irgendwie. Irgendwas, ja. Ja, nee, ich wollte nur sicher gehen, dass es das ist. Mario, yes! Ich war mir selbst nicht sicher. Sicher ein Würfelspiel, was irgendwie Käsekästchen oder so heißt. Dann scheiß Monsters, meinst du? Käsekästchen ist doch Tic-Tac-Toe, oder? Was? Echt? Ich glaube schon. Ich dachte, das ist ein Würfelspiel. Käsekästchen, kommt mir bekannt vor. Ist das vielleicht viel gewinnt, nur anders? Viel gewinnt war der Shit. Wir gewinnen es halt mit Schwerkraft. Ich möchte einfach nur die Erklärung des Regelwerks von Johnny loben. Es ist nicht wie viel gewinnt, nur anders. Ja, also das viel gewinnt funktioniert ja mit Schwerkraft. Ich glaube, Käsekästchen nicht. Ich habe einmal in viel gewinnt mit sechs gewonnen. Yo, der heilige Gral. Da kannst du drauf stolz sein. Du hast die gespielt wie eine Geige. Ja, Mann. Kleinste Geige der Welt. Wo ist der Stern? Ah, er ist da drin, wo die Kisten sonst sind. Im normalen Spiel gespawnt. Oh. Wenn ich das richtig gesehen habe. Es war seltsam, weil die Kamera ein bisschen durch die Wände gegangen ist, wie es sich aufgefallen ist. Ich hab's nicht identifizieren können. Ich meine, aber es war hier in der Ecke. Ja. Und jetzt ist das einfach nur so ein Free-Roaming-Star, den wir nie. Yes, habt ihr die Scheiße gesehen? Ich werde doch richtig gut, je weiter das Ganze geht. Das war elegant. Demnächst wird Moggy Speedrunner. Solltest du das normale Spiel mal wieder streamen und versuchen, alle meine Speed-Tricks einzusetzen? Also das normale Spiel ja nicht spielen. Hier ist ein One-Up im normalen Spiel, oder? Ja, ich glaube schon. Fliegenpilz, Fiasko, war Tic-Tac-Trauma. Ja. Ich hab's einfach raus.
Wenn mich nicht alles täuscht. Ja? Dann? Ja, dann war das da. Ja. So, welche letzte Stelle können wir sonst noch mitnehmen? Jetzt sind wir wieder aktuell beim guten Pace, aber ich... Ja, die, die noch Wüste ganz hätten wir noch. Oh ja, die Wüste. Wo war die Wüste? Und wir wissen immer noch nicht, wo Diadox ist. Dabei waren wir schon da. Wir waren schon da, aber wir wissen einfach nicht mehr, wo es ist. Hm. Vielleicht... Ja, vermutlich eins von den so Wet-Dry-World oder so. Nee, hä? Waren wir da nicht schon? Mystery of the Warte Mark mal, Cage. War das vielleicht dort, wo in der Hazy Maze Cave der Eingang zu der Metallkappe ist? Da waren wir einmal drin. Da waren wir heute aber drin. Nein. Doch, da waren wir heute, doch. Oder? Wir waren... Oder? Nein, nein, ich meine, in der Hazy Maze Cave gibt es einen Spot... Ich weiß, wo du meinst. Wabbelt. Ich meine, das wird da heute. Wir waren doch auch bei Nessie. Ich meine auch, dass Moggy da reingesprungen ist. Beim letzten Mal war ich, habe ich die Mission davon irgendwo anders gemacht, aber heute waren wir in der Location, wenn mich nicht alles täuscht. Okay, alles klar. Ich weiß, dass wir bei Nessie heute waren. Wir waren das auf jeden Fall bei Nessie. Hat das der Affe gerade die Bombe gekillt? Der Affe macht mir Angst. Aus. Oh Gott, die Wand. Affe. Hier gibt es wirklich ungünstig viele unsichtbare Wände bei diesem Baumstamm. Ich glaube, es gibt noch eine. Ja, das ist super seltsam. Da sind einfach irgendwelche Polygonecken, die sie irgendwie... Die Rutsche hast du gemacht, ne? Ja, die Rutsche hat zu nichts geführt. Ah ja, die ist ja draußen. Ja, war, ich meine, es war eine nette Rutschpartie, aber es war nicht unbedingt allzu Den Stern haben effizient. Wir vermutlich mit als erstes eingesammelt. Wir sollten Super Mario 64 Rutschen machen. Was? Ja, mehr Rutsche. Kennt ihr die Rutsche aus Super Nein. Mario Galaxy 2, die auch die Musik hat? Ja. Yeah. Den Baumstamm mit den Wicklern führt. Da wo man so auf so... Ja, 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 ja. Die ist sau schwer, aber die ist cool. Okay, so schwer ist sie auch nicht, aber sie ist ein bisschen... Nein, es gibt da eine lila Münzenkomet. Oh, der ist ein bisschen wie kann man dann den Stern noch... Muss ich den Affen erwischen? Ja, man muss den Affen erwischen. Der holt ihn da raus, oder? Der war da unten. Oh nein, er ist hier. Vielleicht. Jetzt ist Randomizer Fully und mal ein Affe. Ich wollte gerade sagen, vielleicht sind sie getaucht. Das wäre ziemlich witzig. Oh, okay, das könnte sein. Ach. Ich glaube nicht. Oh, du hättest ihn fast gehabt. Was ist denn mit diesem Affen los? Der ist ja voll Warum schlecht. Hechtet Mario nicht? Hechten, es funktioniert bei dem Affen Monty, sowieso. Geh weg. Der fucking Monty dort ist echt nervig. Das ist sehr ungünstig, dass er hier ist. Der spawnt immer Was? Wieder. Ja, das ist ein. Da ist ein unterirdischer Tunnel, wo die ganze Zeit immer wieder neue Montys rauskommen. Das ist ja schrecklich. Das ist nicht fair. Der Waffe, aber, der Affe fucking Affe! Dich. Hechten funktioniert bei dem Affen nicht so gut. Ist ja so gut. Er macht das nicht zum ersten Mal. Nein. Ich weiß nur, dass man mit dem Affen eigentlich immer Probleme hat. Also alle möglichen Leute, auch die, die meinen, sie könnten... Der verarscht einen immer wieder. Oh Gott. Das hätte schlimmer ausgehen können. Die hat das du hast keinen Schaden genommen. Versuch mal, sich an den Affen anzuschleichen. Also nicht wirklich, weil diese Mechanik sneaky. Hat er nicht. Aber ich habe das Gefühl, es funktioniert immer besser, wenn man sich langsam zu ihm um... Du hast den Monty totgerutscht. Okay, ich werde es versuchen. Monty sterbe einfach wie die Fliegen. Totgerutscht klingt irgendwie so eklig. So, wenn man drüber nachdenkt, ist das bestimmt schon passiert. Oh, ich dachte, ich kann... Dass in irgendwelchen Schwimmbädern oder auf Spielplätzen irgendwer schon totgerutscht wurde. Du fucking Pop-Pop, geh weg! Oh nein, Au. Das finde ich gerade so gruselig, diese Stellung. Oh Mann! Ich habe Joni Angst gemacht. Oh nein! Ja, ich finde das wirklich abartig gerade. Oh nein! Du musst nur den Baumstamm nochmal machen. Der Pass Affe auf wartet! Affen auf. Der klaut dir deine Mütze. Ey, nimm den mal. Wenn das der ist, ich wär ein glücklicher Glückspilz. Oh Gott, der Pop-Pop ist zurück. Ich hol dich noch! Was ist da passiert? Das? Was macht er? Hat dich der Affe einfach wieder ins Wasser geschubst? Nein, Mario hat einfach diese. Nein, ich mag mir das so vorstellen, dass der Affe das war. Ja, das Gefühl, ich. Den kannst du nicht mitnehmen, scheinbar. Vergiss es einfach. Lach mich nicht aus! Der Baumstamm sieht manchmal aus wie so ein geräucherter Schinken. Wie also sie für dich? Nein, pass auf, dreh dich mal um, Moggy. Guck dir den Baumstamm mal an. Klar, die Rinne nicht, aber das Holz sieht für mich einfach... Ja, ich sehe, was du meinst. Okay. Ja, ich meine, das war meine kindliche Vorstellung. Das habe ich auch wieder erstens verstanden. Johnny.
Was, Fully, was? Was willst du mir jetzt vorwerfen, dass ich mir als Kind... Ich mach nur Spaß. Entspann dich. Du erklärst dich jetzt. Erklär dich jetzt. Entspann dich, hab ich gesagt. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Ich muss jetzt den Affen fangen. Du schaffst das. Ich hab mich fern von dem Bob-Bomb. Geh weg. Wir haben noch ungefähr eine Stunde. Sollte machbar sein. Oh fuck, das ist wirklich viel Zeit. Oh oh. Wehe, du fällst hier runter. Ich fall nicht runter. Es ist halt wirklich, diese Welt, ich mag sie optisch irgendwie sehr gerne, aber wenn man sie dann spielt, ist sie so aufwendig teilweise. Yo. Siehst du? Das funktioniert. Shit. Aus irgendeinem Grund. Oh Gott, Affe, wo gehst du hin? Oh, ich hoffe, er findet seinen Weg darunter noch. Der ist nicht sonderlich schlau. Ich glaube, ehrlich gesagt, Monty. Ich glaube, er ist ein Idiot. Ich glaube, er läuft immer so. Es hat nichts mit dem Randomizer zu tun. Was ist das so, Johnny? Er ist nicht sehr optimal im Routen suchen. Der Affe ist tot. Du hast ihn Affe zu, Affe tot. Du hast einfach den fucking Affen umgebracht. Morgi. Ja? Oh Gott, ich finde das so riskant. Was findest du so riskant? Man kann an irgendeinem Punkt immer irgendwo gegenknallen und dann... So, hier wollte ich hin. Nein, Bob, geh weg! Und dann kommt eine Bombe bis hier hinterher. Die Bomben sind scheiß aggressiv. Die wollen dich irgendwie echt tot sehen. Ja. Die kommen... Oh, ich nehm dich jetzt mit! Die rosa Bombe, Alter, ist okay. Die Bomben waren die originalen Creeper. Ja, weißt du, was die originalen Creeper waren? Das ist halt wirklich wahr. Die Chinesen. Sogar das Geräusch. Lass mal Notch anschreiben und sagen, er ist ein dreckiger Faker. Notch wurde komplett aus jeglichen Minecraft ausgeschlossen. Und dafür hat er einige interessante Informationen über die Welt, die ihr nicht wusstet. Er hat's verkauft, aber er wird auch ziemlich verschwiegen. Natürlich, weil er ein Verschwörungstheoretiker geworden ist. Ja. Was? Ja, er gibt auf Twitter sehr seltsames Zeug von sich. Übrigens, ich hab Minecraft gemacht. Die Feministen haben den Creeper umgebracht! Das hab ich im Dark Web gelesen! Ungefähr sowas in der Richtung. Okay. Ach, wir haben in Cuckoo Mountain auch noch nichts. Oh, der Pinguin. Natürlich. Jo, der Pinguin! Wir haben in Cuckoo Mountain nichts. Was willst du damit sagen? Wir haben hier nichts. Hey, da ist er ja! So, wie gesagt, hier der Pinguin. Und die Kanone. Nee, was heißt, hier war der Pinguin? Das wussten wir du noch. Du nimmst den kleinen Pinguin mit. Den kleinen Pink mitnehmen. Danke dafür. Yeah. Der ist eine Bombe. Die tickt, hörst du? Ich glaube, Fully meinte den Vogel. Okay. Das hättest du ja nicht mal geschafft, wenn du es auf diesen kleinen Vorsprung zu landen. Sollst du irgendwann deine Mikrofon Toleranz bei Discord besser einstellen? Ja, stimmt, das muss ich machen. Ja. Ich übersteuere sehr schnell. Nein, ich meine eher, dass viele Dinge gar nicht übertragen werden, wenn du zu leise bist. Das ist der Punkt. Dein Threshold ein bisschen runtersenken. Moment, das liegt aber dann an den neuen Einstellungen, weil die waren echt niedrig. Was? Es geht um ein Threshold. Ich glaube nicht, dass es am neuen PC liegt. Oh oh. Ich sage, es war einfach schon immer so. Nein, es liegt am neuen PC, weil die Einstellungen zu... Ist das der Stern, den wir wollen? Ja. Oder? Wirklich? Schau da, ob da eine 2 ist. 4, oder, ich brauche eine 4. Nein, das ist eine 2. Den behalten wir im Hinterkopf. Das ist auch gut. Wir werden jetzt erst den Pinguinstern mitnehmen. Ja, wow, das war echt schlecht eingestellt. Hä, ist es nicht der Pinguinstern? Nein, der Pinguinstern ist ganz oben gespawnt. Okay. Meint ihr, es ist jetzt besser? Ich habe keine Ahnung, das werden wir sehen. Keine Ahnung, das werden wir merken. Versucht leise zu reden. Die zweite Rutsche haben wir auch noch nicht gemacht, fällt mir gerade auf. Moment, der Stern davon ist auch hier. Ja. Er war da unten, so warte. Ist nicht. Nee, der kann gar nicht spawnen. Wo könnte eigentlich der Schneemannkopf warten? So warte, ist nicht der Stern von gerade eben hier oben irgendwo gespawnt? Achso, der kommt erst noch, stimmt. Ich sag, du hattest die richtige Stelle. Das Problem ist der Pinguin nicht der dritte Stern oder so und 4 zu 8 rote Minuten? Nein, Pinguin lost. Kurs 4. Nein, Kurs 4 ist einfach der Kurs, nicht das Level. So, weißt du, ich glaube, ich kann deiner Argumentation soweit folgen. Oh, das heißt, die Mission vorhin war nicht die Nummer, die Morgi dachte.
Wir werden es gleich herausfinden. Yes! Yeah! Ich glaube auch, dass das zweite Mission schon der Pinguin, das Pinguin-Baby ist. Ich hab vergessen, wie man... Oh, im Moment, es war bei Gulliver Gumba. Gulliver Gumba. Gulliver Gumba ist so ein... Haben wir mit dem schon wahrscheinlich geredet? Name, den jetzt für uns fehlt doch ein Toad. Weiß es nicht. Ich habe nicht mitgezählt, wie viele wir hatten. Es gibt so viele. Und alle sind alle so ersetzbar. Paper Mario Referenz einfügen. Ha. Erinnert euch noch? Keine Ahnung, mir fällt nichts ein. Leute beschweren sich nur immer gerne über die gleichen Dinge. Warte mal, ist in Aquapolis vielleicht Dire Dogs? Nein, das kann ich nicht. Ja, hab ich auch gedacht. Also, wir fucking Dire Dogs nicht finden. Es wurmt mich irgendwie sehr. Es wurmt mich auch. Was könnte das jetzt sein? Oh, Leafy Lava Land. Da haben wir das noch ein bisschen Lava Land. Können die Bullies bullien zum Beispiel? Wir könnten nochmal in den Spiegelraum gehen und in die Eiswelt springen. Mal sehen, wo das hinführt. Ja. Bei der kamen wir schon raus, war irgendwie nur ein Bonus-Level oder so, wo man da rauskam. Ah, verdammt. Ja, das war das kleine Aquarium. Oh, das Aquarium in Jolly Roger Bay? Ja, das könnte sein. Welches Aquarium in Jolly Roger Bay? Na, da wo der Eingang zur eigentlichen Piratenwelt ist. Da gibt's ja, aber da waren wir doch auch schon. Ja, schon wir waren oft. Auch schon mal in... Wir waren ja schon mal in Dire Dogs. War das nicht sogar Bowser oder so? Nein. Was? Wovon sprichst du eigentlich gerade? Wir waren da vielleicht in einmal. Jolly Roger Bay ist ja dieses geheime Aquarium, wo wir hinkommen, wenn du in den Spiegelraum gehst, wo du eigentlich nach, Ich will ehrlich sein, ich weiß nicht, welche Welt Jolly Roger Bay ist. Jolly Roger Bay ist die Welt mit dem Schiff. Okay, die okay, ja. Ich wie heißt die U-Boot-Welt? Dire Dogs. Ja, die kann ich nicht auseinanderhalten. Also vom Namen her. Sein ist eine Bucht. Deutsch heißt die... Unterwasserwerft oder so. Ja, das eine ist eine Werft, das andere ist eine Bucht. Wisst ihr, welches Spiel eine gute Bucht... Das stimmt. Warum ist ja Bulli? Wisst ihr, welches Spiel eine gute Bucht hatte? Welches? Happy Hippo. Da gab's die lauschige Lagune. Hey, das ist aber gar keine Bucht. Zwicker ist die lauschige Lagune. Anderes. Das ist eine Lagune. Ja? Lagunen sind keine Büchte. Ich glaube, Lagunen sind... Buchten. Sind Höhlen, die mit Wasser gefüllt sind. Kann das sein, wo man dann so reintaucht? Da bin ich mir jetzt gerade unsicher. Ich weiß es nicht mehr genau, aber auf jeden Fall liebe ich diese. Nicht die 8 Rotmünzen holen. Ich würde so gerne mal in so eine natürliche Höhle, also wo man tauchen muss und dann in eine Höhle reintaucht und dann weiß, dass da drin Luft ist und wieder auftaucht und man wieder auftauchen kann. Und dann ist da noch so schönes Licht oder so. Das fände ich super, das würde ich gerne mal im echten Leben sehen. Eine Höhle, in der Licht ist? Nein, du hast mir mach einfach eine Fackel an. Das ist das Problem. Es ging nicht um das Licht. Was war hier oben? Das Licht war nur ein Bonus. Da war, Tortomon. Oh. Dafür noch die roten Münzen. Warte mal. Hm? Wirklich? Warte mal. Nee, mach mal. Geh mal raus. Garish Rooms. Ah, ja, doch, Red Coins. Also. Ich kann nicht. Das Spiel lässt mich nicht. Uiuiuiuiui. Okay, was wäre die am angenehmsten zu erhaltene Mission? Geh mal in den Spiegelraum. Ja, hier, oder? Nein. Nee. Spiegelraum war mit dem braunen immer. Hintergrund. Ja, das ist so ein komischer Eingang. Da, ja. So, okay. Warum ist das hier so? Wenn du es auseinanderhalten kannst. Juhu. Auf der anderen Seite kannst du Luigi bekommen. Ah, genau. Ja, es war, genau, okay. Hier. So, und jetzt gehst du in Jolly Roger Bay rein? Und du gehst dann dort, wo du das Level betreten würdest. Ich meine, es war scheißegal, dass wir jetzt gerade in die... Nein, rechts! Ach, er hat's wirklich immer noch nicht verstanden, was wir wollten, okay? Nein. Verzeihung. Aber jetzt weißt du... Wir sind das Secret Level in diesem Raum. Ich glaube, jetzt weiß er's. Ich weiß, was Secret Level hier ist. Okay. Du hast nur gesagt, und dann gehst du ins Level. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das hat Fully gesagt. Ich nicht. Es war unglücklich ausgedrückt, aber ich hätte gedacht, an dem Punkt weißt du, was ich meine. Klappt immer. Klappt jedes Mal. Oh ja, Wet Dry World. Ach so, das... Da sollten wir eigentlich noch easy Sterne erholen können. Ja, das stimmt. War hier nicht sogar einer? Ja, im Originalspiel. Ja, stimmt. Yahoo! Au. Warte mal, hattest du dir nicht oben einen aufgespart sogar da? Na, den haben wir, glaube ich, schon mitgenommen inzwischen. Oh, okay.
Du, nehme ich nach oben. Dinger fand ich irgendwie scheißgruselig. Au. Die Schmeißer? Was haben die da für ein Symbol drauf? Das finde ich immer so fehlplatziert. Das ist ein brennender Bowser. Ja, das ist so ein Bowser-Ding. Ja, aber es gibt's ja nur hier. Das ist einfach plötzlich so ein Logo. Und guck dir sein Gesicht an. Ja, auf den Scheiß. Es gibt auch nicht so viele Roboter, die Bowser gemacht hat. Mach mal, ist noch ein Stern, der in der Box ist. Es gibt einen, ja. Ah, den haben wir auch schon. Ich meine, kannst eigentlich auch in die versunkene Stadt gehen. Oh Gott, da könnten in der versunkenen Stadt könnten so viele Dinge sein. Ja, das ist. War eigentlich schade, da mal nicht nachzuschauen. Hey, sogar die Wasserhöhenunterschiedmacher sind woanders. Das ist interessant. Ja, ich glaube, die Wasserhöhe ist ja auch anders. Nein, das ist Standard. Nein. Auch nicht. Jetzt kannst du, glaube ich, da schon hin. Ah ja, ich kann rüberspringen, aber ich warte, wenn ich schon mal hier bin, will ich mich hier oben noch umschauen. Guter Gedanke. Sieht nicht so aus, als ob hier was wäre. Ja. Ja, das könnte auch an der Renderdistanz liegen. Nein. Oh Gott, das Wasserläufer. Oh Gott, das ist so Musik. Oh, das ist so eine coole Musik hier. Wo gibt's die denn noch in dem Spiel? Wie hast du das jetzt geschafft? Ich find's schade, dass man nicht wie in Sunshine jetzt einfach 300 Meter hochgeflogen ist. Sunshine hat man generell mehr Möglichkeiten, 300 Meter hoch zu fliegen, habe ich das Gefühl. Sunshine kommt man so hoch, das ist unglaublich. Ja, das ist aber ziemlich spaßig. Und zwar ohne Glitch. Ja, ich wollte gerade sagen, man muss nicht mal irgendwelche Glitches dafür verwenden. Mit welchen kann man für ein paar 10 Minuten oben sein? Selbst die Sanddünen, die können einen doch so richtig hochhauen. Ich die roten Münzen hier vielleicht sogar mitnehmen. Die sind doch üblicherweise hier. Echt? Ja, das ist ganz normal geblieben. Das wollte ich nur mal eben feststellen. Naja, sie sind nicht am gleichen Ort, logischerweise. Aber das ist halt aber so einfach, wenn das... Ich glaube, ich war ja noch nie, wenn das Wasser so weit oben war. Es ist normalerweise musst du es ja... Die sind in Blöcken und so eine Scheiße. Oh, ja. Du musst es absacken lassen. Da ist auch ein random Stern. Da ist auch ein Stern. Oh yes, das sind zwei Sterne. Man kommt sich vor, als würde man fliegen. Ja. Man sieht das Wasser halt nicht so richtig über Project 64. Es sieht nicht mal aus wie Wasser. Ja, weil man es nicht sieht, eigentlich hat es so einen Blaufilter. Bist du sicher? Ja. Im Original. Zumindest bei Banjo-Kazooie war es so. Verzeihung, ich weiß nicht, ob es Mario 64 auch so war. Banjo-Kazooie fehlt der Blaufilter. Ich glaube, Mario 64 war das nicht so. Weil in Jolly Roger Bay ist es ja unter Wasser recht schön. Liegt an den Texturen, die da halt verwendet wurden. Oh shit, 68 Sterne, wisst ihr, was danach kommt, Jungs? Die 70. Hä? Nicht ganz. Irgendwas habe ich gerade verpasst. Wir haben gleich 68 Sterne, wisst ihr, was danach kommt? Wir haben gleich 68. Ja. Danach kommt eine Sexstellung, bei der man das jeweils andere Geschlechtsorgan in den Mund nimmt. Nein, die 70. Das hat Fully schon gesagt, das zählt. Ja. Ja, Fully hat ja auch recht, und zählt es nicht, wenn Fully recht hat. Das war nicht sehr schlagfertig von dem, weil du zu ihm Nein gesagt hast. Ja, aber. Fully sagt 70, du sagst Nein, dann sagst du 70, das geht nicht. Ich hab's gerade getan. Du kannst nicht sagen, dass es nicht geht, obwohl ich es gerade getan habe. Das geht nicht, aber ich hab's gerade gemacht. Es ist gegen den Codex, will ich damit sagen. Gegen den Codex? Den Brodex. Oh shit, gegen den Brodex. Okay, weißt du was? Wenn es gegen den Brodex ist, dann will ich das nicht mehr machen. Damit habe ich gegen ihn. Gegen den will ich nicht verstoßen. Damit hast du ihm gegeben. Damit habe ich ihn am Schlaffittchen. Oh, was ist eigentlich das Schlaffittchen wirklich? Der Kragen. Ich meine, ich kenne den Ausdruck und alles, aber was. Der Kragen, also. Ich kenne das so, dass man das so greift und dann so rumtwistet. Die Hand. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist für mich das Schlaffittchen. Aber es könnte auch sein, dass es hinten am Nacken ist, oder? Ich weiß es einfach nicht. Ich habe auch nie nachgefragt, weil ich mir immer denke, ja, ich weiß, was man damit sagen möchte. Aber was ist das Schlaffittchen eigentlich? Früher dachte ich, es heißt Schlawittchen, so wie Schneewittchen. Schlawittchen und Schneewittchen sind genau das gleiche. Schlawittchen und die sieben Berge. Ja, ich war mir bis heute nicht sicher, ob es. Ich glaube, ich bin davon ausgegangen, dass es Schlawittchen heißt. Ja, du dachtest es bis eben noch, oder? Ja, ich glaube, ja. Das ist ein Wort, das ich noch nie verwendet habe. Ich kenne es, aber ich habe es nie verwendet oder so. Es war auch höchstens das dritte Mal, als ich es eben gesagt habe. Ja, deswegen, ich bin mir sicher, ich dachte, es ist Schlawittchen.
Also ich sehe es auch nicht geschrieben oder so. Ich ja, weiß, kaum zu glauben. Ich glaube, ich habe immer Schlawittchen gesagt, jetzt will ich das wissen. Vielleicht kommt das von Fittiche. Ich nehme dich unter meine Fittiche. Was? Schlawittchen. Nein, das hat damit absolut nichts zu tun. Aber, es aber Fittich ist für mich immer, ich weiß nicht mal, ob das stimmt, aber ich habe es mir immer vorgestellt, dass das irgendwas mit Vogelkunde zu tun hat. So unter den Flügel nehmen. Nein, was du meinst, ist Wellensittich. Ja, Fully. Ich glaube tatsächlich, wegen Wellensittich habe ich gedacht, dass Fittiche was mit Vögeln zu tun hat. Und deswegen klingt echt? Für mich, unter seine Fittiche nehmen, klingt für mich wie das, was Enten mit oder nee, waren das Gänse oder Schwäne vielleicht auch. Was Enten mit anderen Enten machen, unter die Fittiche nehmen. Nee, die nehmen die so unter den Flügel. Ah, fuck. Und schwimmen mit denen rum. Oh Gott, Säule. Pass auf! Welche Welt können wir noch aufsuchen? Ausgerechnet in Deutschland, Schlafittchen kommt aus der die... Vogelkunde? Was? Hä, wenn ich Schlafittchen google, dann kommt da nicht. Kannst du jetzt durch die Tür? Du kannst jetzt durch die Tür, yeah. Ne? Ja. Ja. Aber ich bringt dadurch... uns immer noch nichts. Ist das Jolly Roger Bay gewesen? Nein, Hazy Maze Cave. Ja, Hazy Maze Cave. Ja, yeah, da sollten wir. Schlafittchen. Shit, was ist die andere Mission? Jetzt geht mal zu dem Spot. Zu welchem Spot? Ich meinte. Oh ja. Da sind wir vorhin schon Portal durch. Total hier. Ich weiß es, da sind wir vorhin durch. Ja, ich will das trotzdem sehen. Wie, aber du kannst mir glauben. Schlafittchen oder fälschlicherweise Schlawittchen? Los. Das sind wir. Auch Schlafitti? Schlafitti. Schlafitti. Mundartlich weit verbreitet und oft weit verbreitet, ist ein bisschen übertrieben. Und offenbar recht alte Bezeichnung für Hemd oder Jackenkragen. Ich, oh, okay. Ich pack dich gleich in deinem Schlafitti. In deinem Schlafitti. Das finde ich unterhaltsam, aber shit, ich bin wieder hier gelandet. Ja, du musst hoch. Nicht da. Ja, aber warum? Hoch. Hä? Das du bist doch weiter unten. Das hat auch nichts mit Vögeln zu tun. Du kennst dich hier nicht aus, oder? nein, ich kenne mich hier aus. Fully, google mal Schlafittchen. Okay. Warum googlest du es nicht? Ich will dich was fragen. Dann ja. Frag ihn doch. Warum ist er ganz? Doch... Bei Bilder? Nein, bei mir ist das oben, ist da direkt so eine Gans, wenn ich Schlafittchen google. Beim normalen. Was? Bei mir ist sie da ganz und gar nicht. Ist da keine Gans bei dir? Nein. Da ist ein Fuchs bei mir. Doch! Ja, doch, ja, doch, doch, ja. Doch! Hä? So ist da... Jemand am Schlafittchen packen. Wissen.de, ihr habt das verbrochen. Was habt ihr dazu zu sagen? Also wenn ich werde gleich möchte, sterben. Habt ihr nicht eine Information für mich, wo ich hin könnte? Geh da raus. Ich wollte es dir gerade erklären, aber du hast dich partout geweigert, mir zuzuhören. Ich lebe noch, mach dir keine Sorgen. Herr Mari noch im Schlafitti gepackt und jetzt hat er sich zusammengerissen. Reiß dich beim Schlafitti, Mario. Das schaffen wir. Oh, da ist ein Stern da drüben. Wie komme ich da rüber? Ja, macht man dafür nicht das Labyrinth? Und bezeichnete wohl die Schwungfedern am Flügelansatz der Gänse und Enten. Faszinierend. Wer eine Gans packen will, tut dies am sichersten an dieser Stelle. Der Vogel kann dann weder hacken noch davonfliegen. Ah, oh. Man hat Gänse also am Schlafittchen gepackt. Am Schlafitti. Das ist ein Stern, den du schon hattest. Oh ja. Ich dachte mir, warum kommt die Fledermaus nicht runter? Unter die Fittiche nehmen. Unter die Schlafittiche. Ich werde nicht mehr unter meine Schlafitti nehmen. Sag mal, ich nehme mich unter meinen Bürzel. Ein Bürzel finde ich gut. Oh oh. Okay, wer weiß, was denn da hoch. Oh mein Gott. Das war... Nein. Oh. Das war keine gekommen. Sorge, an dem Punkt kann ich nicht versterben. Und jetzt kommt von da oben war ein Auge. Ich hoffe, ich werde nicht der erste Typ, der durch eine Bombe angekommen. Ich habe doch gesagt, ich krieg nicht. Okay, so, ich hab Backup. Ja, nicht wirklich. Jetzt geht's dir besser. Warte, das ist nicht richtig. Oh, das war doch nicht hier. Oh, oh fuck, nein. Ich weiß wirklich nicht mehr, wo das Ding ist. War das nicht Muss da, ich einfach den Weg nicht hier weitergehen? Das war da, wo Nessie ist, in der Tür. Es gibt zwei Türen. Die eine Tür führt zu dem Stern, die andere, glaub ich, zu dem Portal. Also ich höre auf jeden Fall da, wo die Fer- ne? Ja, da drüben ist der 5. Ja. Den sollte man von hier aus, glaube ich, nicht sehen. Nee, eigentlich. Wow. Ja, das liegt an. Diese Welt hat keine Decke. Das ist das Interessante daran. Man kann sehr oft abkürzen, indem man irgendwo du kennst über das mit dem Wände springt. Ja. Nein, ja. Kenn ich nicht. Oh, da geht's ich auch noch.
Man muss aber sagen, er ist mindestens dreimal dem Tod knapp entkommen. Ja, egal, aber deswegen war das umso merkwürdiger, dass er jetzt einfach mutwillig... Nein, das ist Big Boo's Haunt. Shit! Hier will ich nicht mehr zurück. Das ist ein komischer Spawnpunkt. Hallo, ich bin auf dem Dach. Okay, und also. Fully hat gerade gegähnt. Ich weiß, ich weiß, meine didaktischen Fähigkeiten sind überragend. Pass auf, ich zeige euch jetzt was. Er möchte uns was zeigen. Hab ich schon gesehen. Zweiter Versuch. Mann, ich will jetzt wissen, was ich Shocking Error Lift. Oh mein Gott, aber warte, das ist die falsche Welt. Ich schwöre, ich habe das noch nie gegoogelt. Und warte, ich habe mir all mein Leben. Arrow Lifts, was ist das für eine Mission? Ist das ein random Stern irgendwo? Oder ist das in der Box? Nein, das ist die erste Mission mit der Box. Das heißt, der Stern ist irgendwo in einer Box. Drück mal Pause. Oder? Ja, drück mal Pause. Da ist der. Genau hier vorne ist der normalerweise. Weil du damit Achso, ja, das ich weiß, wo er normalerweise ist. Weil man da mit den blauen Pfeilen hinkommt. Niemand nimmt die blauen Pfeile. Nee, niemand. Das, warum sollte man auch? Vor allem, ich hab das früher einfach kaum geschafft. Also ich hab's geschafft, aber ich fand's super schwer. Alter, Moment, das ist ja voll fies. Wir können das Wasser gar nicht triggern. Warum nicht? Wir können nicht, weil das kein Bild ist, in das wir reinspringen. So, ja. Wir können gar nicht machen, dass das hier oben startet. Da das waren ja zwei fies. Boxen. Hattest du beide geöffnet gehabt? Ey, das ist voll da unten hatten wir einen Stern. Da unten sind auch noch welche. Hä, das ist voll gemein. Ja, ich will schauen, ob oben noch welche sind, wenn ich schon mal hier Jungs. Bin. Das ist so gemein, Jungs! Ich hatte die ganze Zeit über recht. Mit was? Womit denn? Fittig kommt wirklich von den Vögeln, dass sie ihre Jungen da unter den Flügel packen. Ja. Dann machen wir das als nächstes mit dem Bürzel. Oh, ich hasse die Kamera an der Stelle. Oh Gott. Was, wieso? Bürzel weiß ich, was das ist. Er versucht mich aufzuhalten. Muss ich nicht googeln. Warum solltest du das googeln? Nein! Weil du gerade gesagt hast, machen wir als nächstes mit dem Bürzel. Na, ich nehm dich unter meinen Bürzel. Dir da überhaupt? Was ist denn ein Bürzel, Moggy? Jo, das sind die Schwanzfedern. Das ist der Ansatz, wo die Schwanzfedern rauskommen. Oh, Verzeihung! ich meine, wenn man schon so penibel ist. Mach die Mario. Das heißt, Penibel, lass mich doch da raus. Ihr streitet doch darüber, nicht ich. Was? Wir haben noch. Was? Wir haben absolut noch nicht gestritten. Ihr könnt nicht aufhören zu streiten. Willst du mich verarschen? Fully hat damit gar nichts zu tun. Ich bin auf einer ganz eigenen Reise gewesen, rauszufinden, wo diese Wörter herkommen. Ja. Das hat Fully überhaupt nichts gemacht. Das Wasser muss runter. Nichts gemacht. Wenn sich jemand gestritten hat, dann habe ich mich mit mir selbst gestritten. Und kannst du dich einmal den Mund halten? Ich war einfach nur sehr enthusiastisch. Was ist heute bitte los, Johnny? Wieso? Ihr macht gerade irgendeine langweilige Scheiße und ich versuche, interessante Begriffserklärungen zu finden. Könnt mich mal. Oh, mach das Wasser nach ganz. Oh, okay. Ich hab ihn gefunden. So kann man es auch machen. Der olle Zuverlässige. Yeah. Yes, 69 Sterne. Noch ein Stern. Und wir dann kommt durch. Das Finale. Schaffst du das, Moggy? Wo nehmen wir den Stern her? Sprech irgendeinen Toad an. Ich glaube, wie viele Toads geben die Sterne? Zwei oder drei? Ich glaube, wir haben zwei nämlich bekommen, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß nicht, wo hier noch ein Toad ist. Das wäre aber ein cooler 70. Stern. Das gehen wir einfach hier hin. Haben wir nicht die Pinguinrutsche noch nicht gemacht? Nee, haben wir auch nicht. Dann ist an der Zeit dafür. Yahoo! Gulliver yes, Goomba. Das große Pinguinrennen. Oh, das frag heißt mich, wer Gulliver Goomba jetzt eigentlich war. War es der Entdecker dieser Welt? Das war die größte Goomba aller Zeiten. Redest du jetzt von der Canon in Mario oder was ist das? Wenn du eigentlich übrigens das Rennen verkacken. Ja, dann werde ich darauf. Wieso solltest du es verkacken? Das ist schwer. Nein. Das ist gar nicht so schwer. Du musst einfach nur nach vorne drücken. Er überholt dich an einer Stelle und du kannst ihn dann an der anderen Kurve wieder überholen. Überholt dann immer da. Ja. Jungs, der hat mich überholt. Ich weiß nicht, ob ich damit noch. Schnell wird. Der Fiesling. Ich will ihn einfach nicht vorbeilassen. Richtig. Den Fiesling. Aber er ist so dick. Wow! Och, nö. Nein! Ist dir das, nicht das ist dir schon mal passiert. Wie kann dir das schon mal passiert sein? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Moggy, du Vollidiot. Also, aus Schande musst du Sudoku begehen. Du hast keine andere Wahl. Was muss ich? Das?
Heißt das nicht so Poku? Ich meine, Johnny, du machst meinen Joke kaputt! Fuck, wie kam man in die Welt? Ja, ich hab's so Oh, es war gut, die war so, Gumba. Ja, dann ist, sorry. Das Rennen wird der letzte Stern sein, ich sag's euch. Und ich werde einen Shortcut dafür nehmen. Nein, dann gibt er dir den nicht, oder? Nein, ich werde den richtigen Shortcut dafür nehmen. Oh. Was? Oh. Nein. Nein, hier doch nicht, nein. Ich meine bei dem Rennen. Hier doch nicht, das ist so langweilig. So, das ist die falsche Tür, glaube ich. Ich schaue nach, ob es falsch ist. Das ist die falsche. Ja, es ist die falsche. Aber du darfst doch beim Pinguin den Shortcut nicht nehmen, oder? Nee. Nein, ich meine einen anderen Shortcut. Okay. Ich bin gespannt. Du wirst schon sehen, was ich meine. Ich werde aber sterben. Er wird sterben. Ich sehe ihn jetzt schon tot am Boden liegen. Ach, richtig. Es gab ja das Problem, dass wir gerade extrem gut gespawnt waren dafür. Ich meine, man kommt leicht nach oben. Geh einfach nach unten, dann bist du wieder oben. Wärst du jetzt abgesprungen? Ich werde jetzt Johnnys alten Trick verwenden. Den haben wir noch nicht gesehen in diesem Playthrough. Den Trusty Old Trick. Der gute alte Johnny. Ja, weiß, er hat immer einen Trick auf Lager. Johnny hat immer einen Tipp für mich. Ja, dann sagt er, kein Problem. Wie viel Zeit hast du? Gemacht. Au. Das ist ja auch schon mal passiert. Dieser 70. Stern, der sträubt sich. Das heißt, so nostalgisch. Das geht zwar, aber ich glaube, oben ist keine Plattform, wo du hin kannst. Nein, das geht. Ja, es geht ja auch, aber was dann? Er wollte einfach nur beweisen, dass es geht. Es geht. Es geht. Er hat es bewiesen. Geht. Tatsächlich geht's. Ich glaub dir nun, Mami. Wow. Jedes Mal aufs Neue. Du hast es fast verkackt. Nee, ich hab's gar nichts verkackt. Der Windstoß. Man darf nicht ganz so weit nach rechts. Wir hoffen jetzt einfach mal auf das richtige Timing. Yeah. Ich erinnere mich, dass mir jemand gesagt hat, also ich hab ja immer das Pinguin-Baby in die Hand genommen und hab mich hier runtergeworbt. So hab ich das immer gemacht. Aber es geht gar nicht. Nein, das hat aber irgendwie, das behaupten gerne Leute. Ja. Das habe ich auch schon mal gehört. Sie wissen, dass man sich warpen kann und sie wissen... Alter, ich bin so stolz auf dich, Morgi. Das Problem ist, das funktioniert auch nicht. Das merkt der Pinguin. Ich hab's auch nicht erwischt. Das habe ich schon von Anfang an gesehen, dass das nicht wird. Okay, wir machen das Rennen jetzt nochmal. Ich weiß nicht, ob ich das versucht hab. Ich bin dir aber sehr dankbar, dass du es gemacht hast. Ich weiß nicht ganz, warum es halt einfach nur Zeit verschwendet. Pinguin 2, Morgi 0. Ich glaube, wenn man diese Abkürzung beim Pinguin-Rennen macht, dann kriegt man den Stern auch nicht. Ich muss sagen, ich verkacke die Abkürzung runter, auch. Geh noch mal runter. Ich zeig dir das jetzt mal, wie das geht, ohne dass du hier oben so komisch sack bist. Und so habe ich eine Menge Zeit gespart. Pass auf. Geh noch mal hier rein. Speedrun Tricks, habe ich recht. Und bleib erstmal stehen. Und jetzt will ich... Oh nee, wieso ist die Kamera so? Perfekt. Die Tür, wo du hin willst, okay? Sie ist dir direkt gegen... Die Kamera will Morgi. Nicht mehr so recht. Was die denn? Die Tür ist dir direkt gegenüber, will ich damit nur sagen. Das ich will so nicht finden. Mann, darum geht's doch nicht. Oh mein Gott, lauf einfach. Ich wollte nur sagen, die Tür, durch die du hier durchkommst, die ist gegenüber der Eingangstür des Treppenhauses. Das heißt, du musst einfach nur geradeaus laufen, nachdem du durch die Decke gejumpt bist. Verstehe. Und nicht nach links. Verstehe. Frag mich ja nicht. Er hat dir nicht zugehört. Frag mich nicht nach Details, ich hab's verstanden. Es gab eigentlich nur ein Detail. Es gab auch von mir nur ein Detail. Ja, er hat doch gerade gesagt, frag ihn nicht nach Details. Wie mag ich zu? Kannst Nein. du den Tisch decken? Oh. Geht zu detailreich. Die Aufgabe. Oh, das funktioniert. Leider auch nicht. Oh, ich wollte wirklich nicht sterben jetzt. Also, wer sagt, dass wir den 70. Stern noch bekommen, bevor wir Game Over sind? Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Das ist einer der einfachsten Sterne im Spiel. Jetzt hast du noch eine Chance. Okay. Das ist jetzt ein Redemption-Arc, Moggy. Die Tür ist direkt gegenüber von dir. Aber siehst du jetzt, wo sie ist? Was? Oh mein Gott. Tatsächlich habe ich sie nicht gesehen. Oh mein Gott. Das Treppenhaus geht einfach einmal im Kreis. Ich weiß ja nicht, wo ich bei dem Kreis da mich befinde, wenn ich durchspringe. Doch, weißt du. Morgi, Johnny, ist das genau wirklich da, wichtig, dass du das jetzt lernst?
Ich nimm den einfach mit. Oh mein Gott, wer hätte hier damit gehört? Der Spieler hatte selbst keinen Bock mehr. Oh, weißt du was? Hier, nimm mal von den Stern. So, das heißt, ich kann es noch einmal versuchen. Jetzt hast du noch eine letzte Chance. Ich glaube, ich habe verstanden, was Johnny mir sagen wollte. Stell dir räumlich vor, wo die Tür ist. Okay. Ich weiß, sag nichts. Ich werde es hinbekommen, okay? Okay. Nein, nein. Du weißt einfach nicht, wo die Tür ist. Das ist unbekannt. Johnnys Reaktion ist viel zu schön dafür. Ich verstehe nicht, was man sich vorzustellen, dass die Tür ein höher ist gegenüber der Tür, wo man reinkommt. Ich dachte, sie wäre genau über der Tür. Nein, sie ist nicht über der Tür. Ich dachte, der Fehler war. Nein. Aber das Gute ist, jetzt hast du es anscheinend verstanden. Oh, wir können hoch. Nein, jetzt habe ich es wieder so verstanden, wie jetzt mich wieder bei dem Wissen, dass ich am Anfang gar nicht so falsch jump gemacht. Okay, das geht auch. Shit. Das war fast cool. Das war so knapp. Das war fast cool. Als ob man hier startet. Oh. Ja, wir hatten recht. Also, achso, meinst du, es ist ein Spawnpunkt im Level? Ja. Also. Ich dachte, das mal woanders spawnt. Ich habe mich schon gefreut davon, dass ich vielleicht das ganze Level nicht machen muss. Können, ja. Aber ich mag das Level, ich finde das gut. Oh mein Gott, fuck, ist das Finale, Jungs. Ja? Yeah? Oh shit. Morgi hat den Randomizer durchgespielt mit sehr viel weniger Problemen, als man gedacht hätte. Am Ende wurde es dann noch ein bisschen zäh. Big Boost Horn war ein Problem. Ich fand's nicht zäh, ich fand's meinst eigentlich unterhaltsam. Der Olle Zuverlässige. Der Olle Zuverlässige. Die rote Münzensuche war ein bisschen. Ja, das meine ich doch. Das stimmt. Wir haben einfach nie wieder Dia Dogs gefunden. Oh, ich werde übrigens das Ganze. Dia Dogs ist ein Gerücht. Das ist das wahre Atlantis. Gar nicht. Dia Dogs ist die versunkene Stadt. Oh, sie ist verschollen. Wir waren da aber schon einmal. Irgendjemand ist wahrscheinlich. Seit da habe ich nämlich gesagt, oh, ich wusste gar nicht, dass es Haifische gibt in dem Spiel. Ja, das war ganz zu Beginn. Und dann kam dadurch die. Nein! Oh Gott. Da kam die Wahldiskussion auf. Glaube ich. Ja, oh, ja. Das ist so ein geschichtsträchtiges Level. Irgendjemand in den Kommentaren wird scheiß wütend für Parts on End schreiben. Oh, ich schwöre, das hier ist da, wo die Rutsche, Peach Rutsche ist. Da waren wir schon. Nein, da waren wir doch, oder? Da waren wir. Haben wir es geprüft? Bin mir da relativ sicher. Haben wir es geprüft? Ja, haben wir. Wir waren heute einmal bei Peach Rutsche. Okay. Das kann ich euch versprechen. Wir waren in der Rutsche drin, aber sind wir in das Tröten. In das Fenster reingesprungen, ist die Frage. Ja. Ja. Ich meine mich auch zu erinnern. Mario. Oh Gott. Ey, was? Ey, hättest du dich da einfach fest. Ich glaube, das geht. Alles nice. Gut, Mann, euch keine Sorgen. Der Schmuckli hat so Tag. Das Level nicht zum ersten Mal. Gute Arbeit, Mogerich. Ich mach's wirklich zum zweiten oder dritten Mal. Nicht zum zweiten oder dritten Mal. Schau euch die Goombas an. Ich sehe keine Goombas. Doch, da in dem Felsen. Ach so, die aufgemalt sind, stimmt. Das sind doch Koopa-Panzer. Ja. Das sind antike Eingravierungen. Das wusste ich nicht. Nein! Oh Gott. Moggy fand das so cool, er wollte es uns nochmal zeigen. Die Stange ist scheiß Spaß. Das muss ich gleich nochmal essen. Da. Okay. Hast du es jetzt gesehen, Johnny? Hä? So, der Bosch hat jetzt ziemlich. Johnny, okay. Hast du die Augen aufgemacht? Du kannst mich mal. Ich wollte gerade sagen, jetzt wird's windiger, der Wind kommt jetzt später. Oh. Okay, das ist die letzte Hürde. Du bist ja jetzt fertig. Ich wusste es. Oh Gott. Der Winkel, in dem du gesprungen warst, war einfach nur falsch. Das Feuer hat mich unter Druck gesetzt. Daneben. Soll ich rüber longjumpen? Da ist ein Bomb. Oh jo. Ich versuche auch gegen den Wind anzurennen. Und nein, oh Gott. Die letzte Frontier. Hier sind einfach nochmal. Oh Gott, Bowser Schergen haben sich versammelt, um ihren Meister zu beschützen. Ja. Bye, bye. Oh fuck, ich muss Bowser besiegen. Oh Gott, du hast es geschafft. Nein, hab ich nicht. Jetzt kommt der wahre Kampf. Du hast 14 Leben, das wirst du hinbekommen. Einmal, und die Geschichte erzähle ich echt gerne, einmal in meinem Leben. Ich bin eigentlich recht okay in dem Kampf. Nicht super gut, aber auch nicht schlecht. Aber einmal, als ich Speedruns auf Hitbox noch gemacht habe, habe ich den Kampf hier
mit 3 Würfen, 3 Treffern instant geschafft, so ohne Probleme. Ich war so fucking stolz. Ich dachte, wie zum Fick habe ich das hingekriegt? Ich glaube, das ist schon. Also, wenn man das sieht, dürfte das Wunder. Weißt du was, wir drehen noch eine Runde. Das ist super, wie du beim letzten Mal einfach mittendrin die Richtung geändert hast. Ich dachte so, was, warum sollte man das machen? So, die andere Richtung hat sich besser für mich angefühlt. Ja, das hatte ich auch den Eindruck. Und dann hast du einfach komplett wieder auf Null beschleunigt. Also, man das beschleunigen, wenn man auf bremst. Null beschleunigt. Ja, entschleunigt. Entschleunigt. Gebremst, bist du in die andere Richtung. Och, ja! Ja! Nice. Das sah so daneben aus. Komm schon! Jetzt! Yes! Epic Throw! Das wird was! Das ist Moggis bester! Bester! Ja! Ja! Oh mein Gott! Ich wusste, dass deine ist! Wie lucky einfach! Oh, Moment. Hallo! Das war jetzt ernsthaft der beste Bowser-Kampf, oder? Ja! War das generell war auf jeden Fall der schlechteste Bowser-Kampf? War das generell einer der besten 70 Sterne Playthroughs, den du hattest? Nein, absolut nicht. Oh, okay. Das ist sie. Im normalen Spiel ist man so viel schneller, komm schon. Okay, sagen wir nehmen das, wo wir im Schloss umhergeirrt sind, raus. Ja. Dann war es ziemlich schnell. Ja, wir werden stellenweise schnelle Sterne. Ah ja, ich hab's geschafft. Sterne. Und der letzte Bowser-Kampf hat mich erst nervös gemacht, aber ich denke, es ist alles ganz geschmeidig ausgegangen. Wenn ich das einfach mal das so von mir behaupten darf. Das war wirklich alles sehr smooth. Ja, das Mario 64 Randomizer. Ich denke, er ist unterhaltsam. Glaubt ihr, Peach wartet da unten oder ist das irgendwie anders? Ich frage mich gerade, was auch randomized ist jetzt. Ja. Ich bin sehr gespannt, was der Randomizer noch an Updates bekommen wird. Ich hoffe, dass da noch einige kommen werden. Vielleicht mit verschiedenen Spielmodi und sowas. Okay, ja. Was soll denn da noch alles gerandomized werden? Ich habe keine Ahnung, ist ja Version 0.5 oder so. Der Queen of Time Randomizer hat zum Beispiel auch so viel verschiedenes Zeug bekommen oder Wind Waker Randomizer. Ich meinte eigentlich einfach nur, was stellt ihr euch vor? Was hier noch kommen könnte. Okay, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Vielleicht andere Ordnung von Sternen oder sowas? Bei Peach sieht man auch deutlich, dass sie aus diesen Blöcken besteht. Also aus solchen Klumpen. Sie sollten bringen, dass Mario Peach küssen kann. Ja, das finde ich ja auch gut. Das wünsche ich mir auch schon seit längerem. Das ist ziemlich eklig. Ich finde es immer ein bisschen komisch, dass sie küsst ihn ja, aber ich weiß nicht, ob sie es verkackt haben oder, also es ist wirklich eigentlich keine Berührung da, kann das sein? Das ist keine so Ahnung. Pixel-Perfect-Kuss. Ja, so ganz knapp. Es ist eine Berührung da, aber das könnte auch perspektivisch sein. Der Blick von ihr, Let's bake a delicious cake. Warum haben die Toads eigentlich so schreckliche Punkte? Die sind wirklich eklig. Warum ist Peach Ding, dass sie einen Kuchen backt? Sie ist der Prinzessin. Warum steht der? Der Toad bleibt einfach. Hä? Der ist nicht weit genug gelaufen. War das schon immer so? Ist das so eine Project 64-Sache? Das kann sein, ich weiß es nicht. Ich glaube, der Screen ist ein ganz bisschen weiter nach rechts und links. Und yeah, das kann nicht sein. Ja. Okay, wir sind durch mit dem Spiel. Ich will die Credits nicht anschauen. Warum sind die nicht randomized? Die hier ist ein Goomba anstatt König Bob auf. Oh. Warte, das ist. Was sind randomized? Ja. Yeah. Schau ich Mario an, er steht einfach immer einsam oben. Oh, und das ist so eine schöne Melodie. Da war Mario! Bester immer, oder? Das wir waren da! Oh. Der Block da. Der ist neu. Dieser Block, der kommt mir doch nicht bekannt vor. Doch, den hatten wir gesehen. Das gerandomizte könnte sehr viel. Vielleicht sehen wir jetzt die letzte achte. Ich hätte so gerne die letzte. Oh, diese roten Münzen. Ich meine, ich werde das rausschneiden, aber oh mein Gott, es hat so viel, wir haben so viel Zeit verloren. Ja. Da ist sie. Ja, Wiggler. Ach, den stimmt. Ach, stimmt. Ich vergesse immer, dass es Wiggler als Boss gibt in dem Spiel. Wir haben in der Welt nichts gemacht. Ja, ich weiß nicht, ich habe auch vergessen, wie man sie überhaupt aufsucht. Wir waren mal da, aber. Wir haben irgendwie einfach wirklich nichts gemacht. Auf den Lavafall sind sie echt stolz. Die haben ja auch nicht viel gemacht. Ich habe Klepto gerade gesehen und da ist er wieder. Wir haben zwei Sachen, oder? Wir haben generell die verwunschene Welt. Da ist sie. Ich habe so viel von ihr gehört. Wo warst du nur? Da wären halt so viele einfache Sterne gewesen. Gott, dieser Schneemann ist so ein Alien einfach. Das zu der hat ziemlich große Augen. Das ist so ein Alien. Außerirdischer. Ein Extraterrestrial.
Oh, okay. Der Affe! Monty. Neben dem Loch. Spring da nicht rein, Affe. Da war Mario für ein Frame. Für ein Frame. Ja, das haben wir sowas von auch nicht gemacht. Koopa the Quick wartet die bis Welt heute noch beim würdigen Mitstreiter. Ja, der wird sowieso zweimal nicht gezeigt. Wieso wurde Gulliver ja nicht 500 Sterne gezeigt im Bild sein? Ich wurde nur einmal der Wiggler gezeigt, entspann dich, Johnny. Ja, aber keine andere Welt hat das. Entspann dich. Nein! Warum wird das Aquarium nach der Regenbogengraserei nochmal... Oh, das ist schön. Vielleicht deswegen. Ich glaube, ich weiß warum. Langsam ergibt alles Sinn. Ich mag es, dass die Mario an... Oh, die Verwunschene. Okay, dieses U-Boot, was wir nie gesehen haben. Okay, es werden doch mehrere Welten doppelt gezeigt. Die verwunschene Welt. Ich bin jo, ich bin stell einfach, die Ego-Perspektive an. Ich laber so viel Scheiße bei sowas. Das ist unfassbar. Ja, halt einfach den Mund. Ja, aber ich gebe es wenigstens zu, im Gegensatz. Ciao. Tschüss. Oh ja, Lakitus sind auch zwei Lakitus, so die gerade wegfliegen, versteht ihr? Husch. Ja. Ja, das ist so eine Sache, ja, vor kurzem... Kurze Geschichte, einfach kurz so eine Doku, sehen was auch immer. Es wurde bei Arte hochgeladen. Und da ging es um irgendeinen Typen, der Unterwassertiere filmt oder so. Aber unter Wasser, wie er mit der Kamera da stand, gab es immer noch einen Typen, der ein bisschen tiefer als er war und ihn gefilmt hat, wie er mit der Kamera die Fische filmt. Dachte ich mir immer, wer ist eigentlich der andere Typ? Warum geht es nicht um den in der Doku? Ja. Der ist ja noch tiefer unter Wasser als der andere. Es gibt immer noch so Teams. Oh, ich kann nicht drücken. Den man nie was hört. Wir sind durch mit Mario 64. Ja. Mhm. Gut. Man muss Reset drücken. Ich werde nicht Reset drücken. Bis zum nächsten Randomizer. Bis zum nächsten Randomizer. Ciao. Ach, Fully. Ciao.